Okay, Leute, ich bin live. Guck mal, du bist nicht nur live, du bist live. Ja, ist alles ein bisschen schwierig gelaufen heute. Leute, ich habe auch kein Backend, ich komme nicht in mein Backend rein. Ich bin nicht vorbereitet. Ich bin jetzt hier live, einfach nur, weil heute was geleakt wurde. Ich wurde mal wieder gefickt, ne? Gestern war der schönste Tag in meinem Leben, nicht meinem Leben, aber ein sehr schöner Tag, weil ich den Beweis hatte und wollte mich jetzt 3 Wochen darauf vorbereiten. Reaktion auf Kevin Wolter, nee, werde ich nicht machen. Ich werde nichts zu Kevin heute sagen. Ich werde nur meinen Leak reacten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer diesen Leak gesehen hat? Leute, ich bin live. Obwohl wenig Zuschauer da sind, ich kann mich nicht mal in mein Backend einloggen. Ich reacte jetzt nur das Video, weil es geleakt wurde. Und sag ein paar Sachen und heb mir den Rest dann für in 3 Wochen auf. Weil der Leak ja sonst verwendet werden könnte. Also kommt auf den Sektplus YouTube-Kanal. Wir reden erstmal ein bisschen über die Zeit und dann reacte ich live ein Video, was ich vor 3 Jahren gedreht habe und erzähle euch ein bisschen dazu, was ich damit eigentlich geplant habe. Ist ein bisschen schief gegangen, aber ist auch nicht schlimm. Ja, macht mal eins in den Chat, wenn ihr den Leak gesehen habt. Echt ärgerlich. Bin richtig demotiviert und sauer. Aber egal, wir reacten das heute und den Rest heben wir uns auf. Und dir und Damino alles Gute. Vor kurzem nach 14 Jahren meinen Kater verloren. Hoffe, ihr habt noch viel Zeit zusammen. Auf jeden Fall mein Mitgefühl und danke, dass ihr Amino geholfen habt. Da bin ich euch sehr dankbar für. Was eigentlich jetzt das Wichtigste ist, deswegen habe ich auch gar keine Lust heute zu streamen. Aber ich muss ja heute streamen, um das geleakte Video zu reacten, bevor das irgendwie von anderen Leuten reacted wurde. Okay, 2, 2, 1, ESN produziert nicht in Deutschland, Flying Uwe und Kevin Wolter nur Promo-Move? Nee. Zwei, die meisten haben den Leak gar nicht gesehen. Die meisten wissen gar nichts von dem Leak. Die meisten wissen gar nichts von dem Leak. Was sagst du zum Uwe-Video? Habe ich auch nicht gesehen. Matze Abi zeigt den Leak. Wo sieht man den Leak? Schönen Abend. Es ist ein ganz unvorbereiteter Stream. Weil ich. Moment. Ich habe kennt wer gute Serien und Filme auf Netflix? Ich habe die Leaks gar nicht gesehen. Nicht die Leaks. Ich habe diese Videos von Kevin Wolter und Flying Uwe gar nicht geguckt. Ich weiß gar nichts. Ich bin in meiner Auszeit. Ich habe heute, wollte was vorbereiten. Das wollte ich in 2, 3 Wochen anfangen vorzubereiten. Und muss jetzt, danke für die gute Besserung, Amino. React jetzt einfach mein Leak, was geleakt wurde, was Teil eines 4-Stunden-Abrechnungsvideos geworden wäre. Und erklär ein bisschen was dazu. Matthias Clemens ist nicht zurück. Also ich bin nicht zurück. Ich mache das heute nur, weil ich jetzt muss und die Leute mir das empfohlen haben und die Fans das wollten, dass ich das jetzt heute mache. Und dann bin ich wieder 3 Wochen weg und dann baue ich aus diesen Teilen, die ich heute reacte, einen ganzen Film, der aber ein bisschen floppen wird, weil ich jetzt schon einen essentiellen Teil davon zeigen muss. Darf man rechtlich seine Produkte Made in Germany bewerben, obwohl es nicht so ist? Nein. Matthias, wie findest du NP Nutrition? Ja, NP Nutrition ist scheiße, sonst wäre Alexikon nicht zu uns gewechselt und produziert bald bei Zeklus Productions, ne? Ich habe da gar keinen Überblick mehr. Wen habt jetzt da schon ihr angefangen? Bist du nicht müde und kaputt? Doch, ich bin sehr müde und kaputt. Ich habe auch gar keine Lust, aber ich muss es ja heute machen, weil das geleakt wurde. Ansonsten wäre ich jetzt 3 Wochen offline gewesen noch, mindestens, oder 4, so wie es Amino geht, und hätte dann einen 4-Stunden-Film daraus gemacht. Und dieser Leak wäre dann so ein Teil des Films geworden. Aber jetzt reacte ich diesen Leak live und gucke mir selber an, was ich vor ein paar Jahren dafür eine geisteskranke Sache gemacht habe.
Wir sind für dich, Namine, immer da. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Das finde ich sehr nett. Warten wir mal, bis noch ein paar Zuschauer dazukommen, weil sonst macht das keinen Spaß. Läuft deine E-Zigarette? Nee, meine E-Zigarette funktioniert nicht. Hier, ich habe so eine E-Zigarette. Ich weiß nicht, wie ich die zum Dampfen bringe. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich die an den Start bringe. Ich muss kurz immer hier Leuten schreiben, weil ich habe keinen Zugriff auf mein Backend. Ich streame gerade und gucke selber nur das, was ihr seht auf YouTube. Ich habe selber keinen Zugriff auf Backend. Kevin bei ESN, was mit ihm los? Keine Ahnung. Werde ich auch nichts zu sagen. Fünfmal drücken, schreibt einer. Fünfmal drücken klappt auch nicht. Hier ist Akku dran. Ladekabel ist drin. 1, 2, 3, 4, 5. Geht nicht. Guck doch. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Geht nicht. Schnell hintereinander. 1, 2. Geht auch nicht. Hat auch nicht funktioniert. Gibt es denn keine Strafen, wenn man was Falsches vorwirft? Es müsste eigentlich eine Strafe geben, dass ich jahrelang als Lügner bezeichnet wurde und euch heute zeigt, dass ich nicht gelogen habe. Geht nicht, Leute. Geht nicht. Akku ist richtig rum. Alles ist richtig rum. Alles ist richtig. Kabel ist drin. 1, 2, 3, 4, 5. Geht nicht. Akku ist drin. Akku ist drin, Leute. Hier, Akku ist richtig rum drin. Minus. Ladekabel ist dran. 1, 2, 3, 4, 5. Geht nicht. Heute geht gar nichts. Mein Comeback wurde gefickt durch diesen Leak. Weil es wäre geiler geworden anders. Aber egal, wir machen das heute. Wir ziehen heute durch. Geht nicht an. Ich weiß auch nicht, versteht der USB-Stick nicht? Der kann nicht sein. Der war einmal an, danach ging er nicht mehr an. Der hat irgendeine Macke. Das Ding hat irgendeine Macke. Egal. Dann ist der Lock drin. Wie macht man den Lock raus? Wie macht man den Lock raus, Leute? Wie sieht es mit Rocker und Zizen aus? Keine Ahnung, Leute. Ich war in der Auszeit. Ich weiß von gar nichts. Ich bin heute so spontan live. Das gibt's gar nicht. Ich bin so spontan gerade live. Ich weiß von nichts. Nichts von der Eiweißszene. Ich habe das Uwe-Video nicht gesehen. Ich habe nur Infos bekommen über Alexikon. Wusste dann, dass die lügen und habe dann angekündigt, warum hast du Kevin nicht geholt? Sage ich auch nichts zu, was da war. Ich werde Kevin hier rauslassen erstmal. Wenn ich jetzt Kevin hier erwähne und die Story, haben wir gleich 30.000 Zuschauer, aber ich möchte Kevin jetzt da rauslassen erstmal. Und Uwe werde ich als Person auch rauslassen. So, ich habe jetzt, ich reagiere nur das Video, weil ich will mir alles aufheben, falls was kommt für mein Doku. Ich fick mich ja gerade selber, indem ich heute einen wichtigen Teil meiner Doku zeige, weil ich ihn zeigen muss, weil er geleakt wurde. Und werde heute Powerknopf und Plus gedrückt halten. Wo ist denn Plus? Das ist kein Plus. Klappt auch nicht. Klappt auch nicht. Klappt nicht, Leute. Funktioniert nicht. Eigentlich sollte man die Akkus immer nur extra Ladegerät laden, weil das Netzteil sonst kaputt geht. Ja, aber ich hatte keine Zeit. Ich wusste nicht, dass ich heute live gehen muss. Das ist doch so spontan, das ist der spontanste Livestream meines Lebens. Ich bin in meiner Auszeit. Ich bin hier in meinem Haus mit vier Leuten und kümmern zu Namino. Und ich musste den Livestream jetzt nur machen. Big Zone GN made in Germany. Keine Ahnung, habe ich mich nie mit befasst. Guck mal, Leute, ich bin in einer Auszeit. Ich weiß von gar nichts. Ich habe das U-Video nicht gesehen. Ich habe das Kevin-Video nicht gesehen. Ich habe die Doku nicht gesehen. Ich habe nur Infos bekommen. Ich habe nur Infos bekommen, die mir gesagt haben, okay, ich kann meine große Vendetta in drei Wochen, vier Wochen machen. Und heute hat mir jemand bei 1000 Zuschauern go, hat jemand mir einen Link geschickt, weil ich offline bin und ich habe den gepostet und der war öffentlich, weil die Person keine Ahnung von YouTube hat. Und dieser Link war halt ein Leak und jetzt das Video online. Und bevor die das jetzt zerschneiden und lügen und machen, reacte ich das jetzt für euch live. Ich habe 3 Jahre nicht geguckt und dann zeige ich euch, dass ich damals die Wahrheit gesagt habe. Und dann gehe ich wieder zurück in meine Auszeit und kümmere mich um Amino. Und in 3 Wochen oder so baue ich da draus dann einen Film, wo das wieder ein Teil ist. Das hier ist also quasi wie so ein Teaser. Weißt du, was ich meine? Wie so ein Teaser. Zeigt den Leak. Ja, es sind ja zu wenig Zuschauer. Wir können ja mal in die Videos reingehen, um hier ein bisschen zu bespaßen. Eigentlich wollte ich euch von meiner Auszeit erzählen, wieso ich so lange weg war und so lange weg bin, aber das interessiert ja scheinbar keinen. Deswegen machen wir das anders.
Warte, ich muss mal kurz hier umstellen auf das hier, dass ich die Kommentare besser sehen kann. Wieso hat Uwe diese Story mit dem fragwürdigen Hund gelöscht, weiß ich nicht. Ich weiß gar nichts, Leute. Alles, was kommt noch Abrechnung unter Attila Hildmann wegen den Tiertrieb. Es kommt auf jeden Fall was gegen Attila Hildmann. Guck mal, Leute, ich mache heute nur ein Teaser. Ich weiß von nichts. Ich war 2 Monate weg. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Videos nicht geguckt. Ich weiß quasi von gar nichts. Ich weiß von gar nichts. Ich bin total. Ich habe die Videos nicht gesehen. Ich bin gar nicht im Thema. Das sind alles nur Dinge, die mir zugetragen wurden. Und dann wusste ich, okay, da wurden mir Infos zugetragen, wieso ich bald eine Doku drehe über ESN. So, das ist das Einzige, was ich weiß. Und ich habe die Videos nicht geguckt. Wir können da reingucken, wenn ihr wollt. Wir können deren Videos ja kurz reingucken. Warum hast du Kevin nicht geholt? Müsst ihr Kevin fragen. Ich werde über Kevin nichts sagen. Ich war selber sehr überrascht, als ich das gesehen und dass er bei gehört habe, dass er bei ESN ist und was er da für einen Text gesagt hat. Aber ich werde ihn nicht dissen jetzt so. Oder darüber reden. Weil, wenn er nichts über mich sagt, sage ich auch nichts über ihn. Ich bin selber etwas überrascht gewesen. Und ich wollte mich auch nicht damit beschäftigen, weil ich wollte mich um meine Auszeit kümmern. Und nur wegen diesem scheiß Leak bin ich jetzt online. Warum hattest du eine Auszeit? Erzähl mir die Auszeit. Auszeit wegen Burnout, ja. Nicht aufregen, jetzt halt das zurück bis Comeback, erhol dich etwas, Dampf, hau weg. War uns eine Auszeit. Gestern Story sagtest du doch, du guckst die ganze Zeit YouTube und machst dir Notizen. Nein, Christian Benek, ich sagte, Richie, Alpan, Danny und Alexikon machen Notizen und gucken das. Ich gucke nur so aus Freizeit-YouTube. Ich hatte eine Auszeit, weil ich zuerst nur einen Burnout hatte, weil 2020 war ein sehr ekelhaftes Jahr von sehr ekelhaften Menschen, auf die ich auch alle keinen Bock mehr habe. Und die werde ich auch auf jeden Fall abrasieren. Auf jeden Fall werde ich diese Auszeit erklären, wie das dazu kam. Das ist der John Wick, der auch kommen wird. Und Bro, keiner hat Leak gesehen, Habibi. Ja, ein paar haben den bestimmt gesehen. Magst du über den Stress im Ausland sprechen? Kann ich erzählen, Stress im Ausland, wenn dich das interessiert. Meinung zu Hollywood-Matze, den finde ich super geil. Hollywood-Matze, muss ich sagen, finde ich ein ganz, ganz krasser Charakter. Ein Hollywood-Matze, boah, würde ich sofort sponsern und als besten Freund haben, glaube ich. Ich habe ein Interview gesehen bei Kevin Volta, das habe ich geguckt. Da fand ich den mega krass. Kevin hat gesagt, du hast Beweise, ges hast gesagt gegen Uwe im Video. Ja, das stimmt. Dass ich Beweise gegen Uwe, stimmt. Dass ich Beweise gegen Uwe habe, das ist die Wahrheit, ja. Das bin ich, der meint mich damit, ja. Und finde ich von Kevin nicht in Ordnung, dass er mich da reinzieht. Kevin, sage ich dir auch, du weißt, ich bin in meiner Auszeit, mein Hund ist schwer krank, hat Krebs, ich will mich darum kümmern und dass ich jetzt hier reingezogen wurde in diese Scheiße, weil ich wurde hier reingezogen eigentlich gerade, weil ich hätte gar nichts dazu gesagt, in 3 Wochen einfach wiederkommen, ich wurde hier quasi reingezogen. Und weil das jetzt geleakt wurde, weil jemand mir behinderterweise einen Link geschickt hat, der öffentlich war, muss ich heute schon was machen. Und das ärgert mich immens, weil ich hätte einen 5-Stunden-Film Abrechnung gemacht. Aber heute mache ich einen Teaser, zeige ich euch, dass ich vor 3 Jahren da war, dass ich 3 Jahre geplant war, dass ich noch mehr Beweise habe. Und wer mir in die Quere kommt, ne, von diesen Menschen, weil ich hatte eine schlimme Zeit und habe immer noch einen, mein Hund ist schwer krank. Und ich gebe dieser schlimmen Zeit auch die Schuld, dass der Hund krank wurde. Das ist mein so Gedanke und mir selber gebe ich die Schuld. Werde ich jedem, der bei dieser ESN-Sache oder Flying Uwe-Sache mir nur irgendwie in den Weg kommt, seine komplette Karriere zerstören, ob du der Cutter bist, ob du ein Athlet von denen bist. Wer hier seinen Mund gegen mich aufmacht, ne, der wird komplett gefickt. Komplett. Ich bin jetzt auch wirklich heute sauer. Ich hätte das eigentlich auf easy gemacht, ne? Aber egal, wer mir irgendwas, ich wurde jahrelang als Lügner denunziert von Leuten, ne? Wer jetzt da im Kevin-Video erwähnt, wer irgendwie in diese Scheiße reingezogen, meine Auszeit, hab mir dann gedacht, tamam, kein Problem, ich mache eine Story, dass ich in 3 Wochen ein Video droppe, wo ich alle rasiere, was ich auch machen werde. Aber ich wollte weiter warten, was die sagen, weil ich ja nicht weiß, was sie sagen. Ich habe gesagt, ich lasse mir Notizen machen, in 3 Wochen gucke ich mir alles an und zerlege alles. Jetzt werde ich heute einfach nur mein Video reacten, weil es geleakt wurde. Und das ist dieses Video, da besuche ich die Fabrik. Und im zweiten Teil erzähle ich euch von Bedrohungen, Verarschungen, Angeboten, E-Mail-Verläufen mit Anwälten, dies, das, tralala. Weil ich will heute nur das zeigen, was ich zeigen muss, das ist der Leak. Damit ihr seht, ich kann meinen eigenen Leak, den ich nicht mehr im Kopf habe, auswendig reacten, ohne ihn vorher geguckt zu haben. Und dann in 3 Wochen, 4 Wochen plane ich noch was Größeres. Wieso Yannick Zeck Army hat irgendwie Leute gelöscht, muss keinen löschen. Wie findest du Emir Omer Ragic? Kenne ich nicht. Ich kenne nur vom Namen, aber hab nicht. Kevin hat dich nicht namentlich genannt. Ja, habe ich auch gehört. Aber der hat mich gemeint halt damit so. Er hat mich gemeint. Mir wurde das ja auch nur erzählt. Ich habe nichts gesehen. Wir können ja mal reingucken. Dann gucken wir halt da rein.
So, machen wir hier. Wie kann ich denn hier bei OBS meine Szenen einstellen? Gucken wir rein. Ich gucke mal in die Videos jetzt rein. Gucken wir jetzt mal in die Videos rein. Was muss ich gucken, Leute? Sagt mir, was ich gucken muss. Ich guck rein. Ich guck rein für euch. Für euch, meine Technologen aus meiner Auszeit. Amino liegt unten, hat aber jemand bei sich, der bei ihm schläft. Nach Amino wird geguckt. Macht euch keine Sorgen. Wir sind hier mit mehreren Leuten. So, wie heißen die Affen? Kevin Volta. Nein, nicht Affe. Kevin Volta, Back to Body, mein neuer Coach. Antwort an Uwe. Das ist das beste Könnt ihr mir die Boxspiel. Minutenangaben sagen, dass ich halt die Minuten dann auch wählen kann, damit ich sagen kann, ja, hier, da, dies, das. Ich möchte dir auch nochmal alles Gute für dich und Amino wünschen. Dankeschön von Herzen. Ich sage auch nochmal eins an ESN und an Neosubs, ne? Dass ich in dieser Phase jetzt irgendwie da reingerutscht bin, ne? Und dann dieser Leak passiert ist. Das wird in der Doku und meinem Comeback wird das ganz ekelhaft. Wirklich ganz ekelhaft. Das ist so, ihr fickt hier gerade meine Auszeit, ihr fickt hier gerade mein Dings. Der Leak hat das gefickt. Ein Telefonat von gestern hat das gefickt. Weil ich wollte von nix was wissen. Hab dann Infos bekommen, die okay waren, hab dann zu viele Infos bekommen, hab dann einen falschen Link bekommen und mein ganzes Comeback wurde zerstört und ich würde mich gerne nur um Amino kümmern. Und ich sage auch eins, Leute, besser, ne, an alle, die da mitmachen, antwortet nicht, antwortet nicht. Lasst mir lieber die 3 Wochen und ich mache nur eine Doku gegen ESN. Aber wird irgendeiner, egal wer du bist, auch an die Cutter und an die Manager, ne, einer sein Maul aufmachen, meine Auszeit. Ich bin dann in einem Modus, ne? Ich werde euch alle abrasieren. Ich werde jede Leiche aus eurem Keller krabbeln. Ich sage das nochmal. Es geht jetzt nur gegen ESN. Nur gegen ESN. Kommt aber ein Athlet auf die Idee, ne? Auf die Idee in meiner Auszeit, jetzt nochmal was zu sagen. Werde ich alle killen. Online, online, online. Auf Straße wollen ja immer die Leute killen. So ESN zum Beispiel wollte mich ja auf Straße killen. Ist ja auch noch nicht passiert. Ich laufe immer noch rum. Ich kann auch hier zeigen, wo ich wohne. Könnt ihr mich gerne besuchen am ESN. Eure Bedrohung habe ich nicht vergessen. Aber ich sage es nochmal, ich gucke jetzt ein bisschen rein, ich meine aber nur ESN. Mischt sich einer ein, ist der auch mit drin. Passiert das in der Auszeit, werde ich nichts sagen, werde aber nach der Auszeit ganz ekelhaft werden. Auf dem ich jemals. Werbung überspringen. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Volta. Warum dieses Statement? Dieses Statement leider sehr verletzend. Von meiner Seite Minute aus die 430. Worte, die. Minute 430. 34. Und so weiter. Ey, Leute, es ist doch kein Zauber. Auf den Produkten steht drauf, nicht made in Germany, sondern da steht drauf, made in EU. In einem Großteil der Produkte steht drauf, made in EU, nicht made in Germany. Made in EU. Was ist alles in der EU? In der EU haben wir aber nicht die Qualitätskontrollen, die wir in Deutschland. Ja, und auch krass, ihr hättet nicht sagen können, guck das. Ich bin sauer. Kevin, das da war meine Abrechnung mit Flying Uwe. Du wusstest, dass für dieses Jahr ein Video geplant wird, wo ich das sage. Du klaust mir noch mein Marketing. Bruder, was machst du für Filme? Bruder, was lasst ihr mich das gucken? In diese Auszeit, ich bin gerade in Dings, Vendetta-Modus. Mein Hund ist krank, ich hatte schlimme Zeit hinter mir, bin immer noch gebumst. Wenn ich das schon höre, ich krieg Dings. Der hat ja schon meine Sachen benutzt. Was benutzt meine Sachen? Du weißt das seit 1,5 Jahren. Ich habe dir das vor 1,5 Jahren gesagt, dass das so ist. Ich schwöre, Kevin, richtig eib, ja? Ekelhaft. Haben. Es gibt einen Zeugen, der das Ganze bezeugen könnte. Den will ich aber in diese ganze Scheiße gar nicht reinziehen. Was heißt bezeugen? Ich hab's rausgefunden. Das ist mein Hack eigentlich. Du müsstest meinen Namen nennen und sagen, danke, Matthias. Ich klau dir gerade dein Promo-Video, was du vorhattest mit Flying Uwe zu machen. Das ist mein Video, was ich gegen Flying Uwe geplant habe. Das wird auch noch geklaut. Oder wollt ihr mich in den Arsch ficken? Soll ich meine Hose komplett runterziehen? Wollt ihr mich alle in den Arsch ficken? Was ist los mit euch, ja? Diese dreckige Eiweißhähne. Bin ich 4 Monate weg, macht ihr alle Filme oder was? Habt ihr gedacht, ich bin tot? Guck mal, sogar in diesem gefickten Zustand, ich kann euch alle noch zerlegen. Bruder, das ist wirklich schon ekelhaft. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Was macht ihr hier? Ich sag auch, guck mal, an den Chef von ESN Murat. Ich schwöre, ne? Ich werde dein Image. Du hast mir Lügen unterstellt, bedroht, gemacht, getan. Ich zeig heute nur ein bisschen, ne? Aber. Diese Doku, ne? Ich hätte mir 8 Wochen Zeit lassen. Und dann alle, ne? An den ich geschrieben habe, an Konrad, an jeden, ne? Besser mischt euch nicht ein. Geht mir aus dem Weg. Ich schwöre John Wick. Ich schwöre John Wick. Mein Hund ist krank zu Hause. Ihr klaut mir gerade wieder Minuten mit meinem Hund mit so einer Scheiße von euch, wo ihr mich. Was? Du ziehst mich nicht rein? Hast mich doch reingezogen. Das ist doch mein Thema mit Uwe. Das ist doch mein Streit mit Uwe. Und du weißt es seit 1,5 Jahren.
ist gerade ein Problem. Ich muss Dings CBD holen. Ich habe euch gesagt, ihr habt 2 Wochen Zeit. Ich muss CBD nehmen. Ja, Kevin, nein, das schaffen wir nicht. Dann waren es 6 Wochen. Dann waren es 3 Wochen. Dann war es ein halbes Jahr. Das stimmt und nicht. Dann waren ein paar Produkte nach Deutschland geholt. Ja, Kevin, wir haben jetzt einen Produzenten in Deutschland. Wir machen da gerade eine Testproduktion. So, wenn die Produktion alles, wenn der Produktion alles stimmt, dann. Das ist gelogen halt, ne? Stimmt ja nicht. Das muss ja Kevin doch wissen. Das ist so einfach gelogen alles. Guck mal, die Geschichte war so. Ich habe Kevin angeboten. Ich produziere Neosubs-Produkte. Ich will das bald veröffentlichen. Habe ihm dann angeboten, Neosubs zu produzieren. Wenn er dann eine Linie bei mir macht. Ich habe keinen Bock, das zu erzählen, Leute. Und ich das irgendwann veröffentlichen will. Dann hat Kevin mir erzählt, nein, alles ist aus Deutschland. Und die produzieren in Deutschland und die Produkte sind nicht gestreckt. Ich bleibe bei Neosubs, dann habe ich nie wieder was von Kevin gehört und dann gestern gesehen, dass er bei ESN ist und haut jetzt die Sachen raus, die ich vor 1,5 Jahren gesagt habe und gespeichert habe und 2021 raushauen wollte. Krass, wenn das jetzt zu sehen. Krass. Übergetrieben krass. Deutschland. Ein paar Wochen später frage ich wieder nach, warum produzieren immer noch im Ausland? Ja, mit den Produzenten hat es nicht so gepasst. Wir mussten den Produzenten wieder wechseln. Jetzt machen wir da eine Testbestellung. Wenn das alles stimmt, dann holen wir sie. Und weiß ich nicht. Will ich nicht gucken. Ich mag den Typen eigentlich, den Kevin. Ey, ich schwöre, Kevin, ich sag's ja hier, ne? Ich hab dich wie einen Bruder gemocht, ne? Ich hab dich wie einen richtigen Bruder gemocht. So, das ist Schock für mich gerade. Ich bin einfach Schockstarre. Ich schwöre bei Gott, Schockstarre. Ich will das nicht mehr gucken. Erwähne mich bitte nicht, ne? Bitte lass mich einfach da raus. Das ist gerade Schock in diesem Moment. Schock, das zu sehen. Schock. Ich bin in Schock. Das ist eine John Wick-Sache, wo ich links, wenn ich ein Bild von Amino hätte. Ich schwöre bei Gott. Wie gehe ich auf Vollbild, ja? Wieso piepst mein Handy die ganze Zeit? Könnt ihr mal hier mal einen Ton ausmachen? Und der hat Ton an. Und das ist mein Ton. Uwe. Gucken wir Uwe, okay. Der lügt aber auch halt, ne? Lügen halt alle. Er bestellt bei Wish. Kommt das an. Bestellt einfach, nutzt den Code und überzeugt euch selbst. Link und Infos dazu findet ihr natürlich. Piepst du die ganze Zeit so? Mich stört nicht, dass Kevin irgendwie jetzt vielleicht glücklicher ist. Darum geht das gar nicht. Weil er jetzt viel mehr Geld verdient. Soll er so viel Geld verdienen, wie er will. Aber die Sache ist, Kevin und ich, beziehungsweise Kevin, meine Unternehmen, hatten eine Vereinbarung. Ja, Uwe ist voll der Bastard. Ausgehandelt, der über 2 Jahre ging. Natürlich auch wieder mit mehr Geld. Und wir bist haben du, einfach eine neue Vereinbarung getroffen. Bist du mehr von Kevin Wolter und Phil Ben enttäuscht? Ich sag so, wenn Kevin ein Mann ist, soll er in 4 Wochen nach Trier kommen, mit mir eine Pfeife rauchen und mir erzählen, wie das da alles zustande kam. Vielleicht kann man das klären, aber ich sag direkt, mit ESN werde ich gar nichts klären und mit ESN und ESN werde ich zerstören, weil Kevin hat mir schon geschrieben und angeboten, ich soll nach Hamburg kommen und ESN reden, werde ich nicht machen. Mit Kevin würde ich noch einmal reden vielleicht, aber ich weiß nicht, Bro, die Leute haben mich alle verarscht, ich traue gar keinem mehr. Ich bin doch Auszeit gewesen, weil ich von allen Leuten verarscht wurde. Ich will, wenn ich den Affen schon sehe, Bro, Leute, bitte, ich will mich um meinen Hund kümmern, jetzt bin ich hier. Dings, ich habe hier so eine, ich krieg die ganze Zeit Sachen geschrieben, aus der Regie, weil ich habe kein Backend. Ich kann nicht mehr auf YouTube zugreifen. Ich bin offline eigentlich. Dass ich jetzt, ist der ESN-Chef dieser Murat früher von Olymp? Nee, Murat ist schon immer der Chef von ESN. Und dann gebe ich früher eine Nummer auf dem Kiez und deswegen wollte er mich wegblasen lassen, hat er gesagt. Aber hat mich keiner weggeblasen. Gucken wir weiter. Wir gucken uns jetzt echt die Scheiße an. Dann komme ich ein bisschen rein, trigger mich ein bisschen, dann gucken wir mein Leak. In den nächsten 2 Jahren zukünftig zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben den Vertrag ausgehandelt am Essen und haben uns dann anschließend die Hand drauf gegeben. Ich mag, Uwe hat mich auch mal so einer Sache mal verarscht und deswegen mag ich ihn nicht. Und Uwe verkauft halt schlechte Qualität aus Ungarn und streckt Eiweiß. Wieso soll ich Uwe denn nicht beleidigen? Bitte keine Beleidigung lieber mehr, sonst keine Abmahnung. Guck mal, das Problem ist das Mindset. Ich zeige euch ein Video von mir, ne? Ich zeige euch ein Video von mir. Wo ist mein Kanal? Wo ist denn mein verfickter Kanal hier? Ja, bin ich doof? Matthias Klemens YouTube. Bist du gerade mitten im Studium? Und kannst du in Excel tabellenbedingt nach ihrem Inhalt formatieren?
gegen Julian Zietlow oder Klang von Julian Zietlow zu bekommen. Weil das muss ich euch sagen. Guck mal, zu diesem Zeitpunkt hatte ich ein Mindset. Ich wollte keinen mehr beleidigen. Ich wollte einfach nur noch meine Sachen machen. Dann kam ich zurück nach Deutschland. Ich hatte ein familiäres Problem. Das hat mich wieder menschlich, körperlich und geistig zurückgeworfen in meinen Burnout. Das wurde dann geklärt. Das werde ich nicht erzählen, geht euch nichts an. Familie halt, auch was Schlimmes. Sehr schlimm, sehr, sehr schlimm. Aber hat sich geklärt zum Glück, so Gott will, danke. Dann war ich in NRW eine Woche, habe im Wellness-Hotel gechillt, kam zurück, war topfit, wurde Patenonkel, wollte montags mit Bodybuilding starten und mit Sekt Plus starten und dann hat er mir nur Krebs bekommen. Und ich weiß, viele haben keine Empathie dafür, habe ich eine Woche zu Hause jeden Tag geweint und habe um Aminos Leben gekämpft und sogar dank euch habe ich Aminos Leben gerettet. Ich danke euch von Herzen, wir haben Aminos Leben erstmal gerettet, indem er in Hofheim eine Chemotherapie bekommt und einen Termin bekommen hat. Er wäre sonst gestorben. Hier, Gänsehaut, das sind echte Emotionen. Nicht, was ihr da bei diesen Affen seht, was alles gelogen ist. Und jetzt gerade kämpfe ich um Aminos Leben, dass er noch lange lebt und bin eigentlich damit beschäftigt mit meiner Auszeit. Und, also man sieht nichts. Und das war kurz vor meinem Comeback. Das klappt nicht. Das klappt nicht. So, guckt halt das Video. Das war, da soll ich zurückkommen, ne? Und, jetzt habe ich meinen Faden verloren und ja, Amino und dann ist es halt familiär, dann war ich wieder weg, dann war ich aufgebaut, wollte wieder anfangen mit arbeiten, dann wurde Amino krank und das ist für mich gerade die schlimmste Zeit und dann habe ich halt gestern über Alexikon, mit dem habe ich Kontakt, weil der hat mir in der Auszeit geholfen in, im Ausland, wo was schief gegangen ist, was sehr schlimm ist, wo ich auch fast abgekratzt wäre und deswegen kam er auch zu Sek Plus, das war dann, habe ich gesagt, ey, ich will dich bei Sek Plus haben, er sagt, ich will zu Sek Plus, habe ich im Ausland gesagt, klär das mit meinen Jungs, ich habe ja mit keinem Kontakt. Und dann wurde Amino krank und dann habe ich gestern die Info bekommen, dass ESN eine Produktionsstudie veröffentlicht hat, dass über mich geredet wurde, dass über mich gelästert wird im Hintergrund. Da habe ich mir gedacht, tamam, in drei, vier Wochen, ich kümmere mich nur um Amino und von meiner Familie, komme ich zurück, fick ich ESN. So, dann habe ich aber heute dann, hat mir jemand einen Link geschickt mit diesen Videos, die ich nachher reacte. Und dann muss ich jetzt heute dieses Video reacten, um zu erklären, was passiert ist, um die Auszeit zu erklären. Und fick hier gerade meine Auszeit und wenn ich hier Uwe und Kevin sehe, kriege ich einfach Aggressionen. Papa Joe, zu welchem Punkt soll ich denn kommen? Zu welchem Punkt? Welchen Punkt möchtest du denn? Was ist im Ausland passiert? Was sollen wir jetzt machen? Über Ausland reden, über Dings? Wo produziert Sek Plus? In Saarlouis, Sektat 1. Wir haben in Saarlouis abgefüllt zuerst, dann hatten wir eine Kooperation, was ich euch alles noch zeigen werde. Jetzt haben wir eine ganz eigene Fabrik und Saarlouis ist eigentlich nur noch Sek Plus Productions fast, so mäßig, so. Verstehst du? Ebenso wie man das bei Geschäften halt macht. Vielmehr stört mich aber, dass Kevin die Neosas-Produkte in seinem neuen Sponsor-Video auf seinem Hauptkanal so runterredet. Ja, da hat Kevin aber recht. Neosas, der letzte Track. Und Kevin weiß auch, dass ich dieses Jahr dazu ein Video drehen wollte. Hat es mir mal vorweggenommen, deswegen bin ich jetzt auch gerade wieder sauer, weil ich das eben erfahren habe. Ist schon übertrieben krass, Kevin. So übertrieben krass. Das war mein Thema. Du hast mein Thema geholt, mir gesagt, die sind sauber, mach nicht. Bist zu ESN gegangen, hast mit ESN mein Marketing geholt. Und ich sag dir auch, Konrad, du auch, klaust du mein Marketing, willst meine Filme machen? Du bist super in YouTube, du bist super in deinen Sachen, aber auf meine B-Filme, ne? Guck mal, ich habe vor 3 Jahren ein Video gedreht, was ich heute zeige, damit du nur seht, wie krank ich plane. Und das ist nur einer von meinen Plänen gewesen über 3 Jahre. Und ich habe im Ausland auch geplant. Legt euch nicht auf diesem Level mit mir an. Ihr seht besser aus als ich, ihr könnt besser diese normalen YouTube-Filme, aber diese B-Filme, glaubt mir, ich bin ein Psychopath, ich bin psychisch krank, was das angeht. Ich bin psychisch krank, ich habe Analysen von euch allen. Ich habe Leichen von euch allen im Keller. Macht nicht diese Filme auf mich. Macht nicht diese Filme auf mich. Du auch nicht, Uwe. Kevin, bitte, ich mag dich eigentlich. Wir hatten eine gute Zeit in Stuttgart, wir hatten eine gute Zeit in Berlin, wir hatten eine gute Zeit in Trier. Dass ich jetzt so in meiner Auszeit da reingezogen werde und jetzt hier so einen Scheiß machen muss, ist schon krass. Damit er einfach besser dasteht, beziehungsweise damit der Wechsel für den Zuschauer verständlich ist. Ich meine, wie kann man 3 Jahre lang zusammenarbeiten und am Ende sagen... Eigentlich war es so, Kevin sollte damals zu mir wechseln, ne, weil die Produkte scheiße sind, hat mir dann gesagt, er bleibt doch, weil die Produkte wären gut. Und jetzt, 2 Jahre später, haut Kevin raus, die Produkte wären scheiße. Und ich konnte ja 2020 keine Videos drehen, weil ich ja, wie gesagt, dann Probleme hatte, intern in der Firma, dann Burnout. Und das da wäre halt... Diese Abrechnung mit Neosubs, ich habe immer gesagt, ich werde Flying Uwe zu Lying Uwe machen. Jetzt hat Kevin quasi mein Video gegen Uwe an ESN verkauft und nutzt jetzt meine Sachen, die ich machen wollte, gegen Uwe, obwohl er mir gesagt hat, ich wäre im Unrecht, Uwe hat das gar nicht getan. Die lügen sich da beide, was zu Recht. Ne?
Ja, mein Hack wurde wirklich genommen. Ihr nehmt mir alle meinen Hack. Und ich schwöre euch bei Gott, ne, auf Amino, bitte auf Amino. Ich werde diese Auszeit machen. Haltet alle eure Fresse. Weil jeder, der nur einen Mucks macht, wenn ich zurückkomme, wird auf eine ganz ekelhafte Art abrasiert. Die Produktion von Seklus ist schon abgefilmt. Die Doku kommt aber erst bald, weil ja meine Auszeit war. Weil ich ja im Ausland war sehr lange und ich sehe den Quatsch ja jetzt erst. Dein Werbevideo, das Top-Freelancer auf Fiverr erstellt haben, erobert gerade das Internet. Sie haben das Dreh. Ich würde sagen, wir gucken und... Oh, falsches Video. Ich bin gesprungen. Boah, ich krieg Aggressionen. Ich kann das nicht mehr gucken. Ich habe Aggressionen bekommen. Ich bin aus meinem Flow raus. Ich bin... Boah, mein Mindset ist weg. Ich bin im Film gerade. Ja, Kevin, aber was willst du uns denn jetzt damit sagen? Wie können wir dir helfen? Ja, ich brauche aber trotzdem Geld und ich zähle auf eure Unterstützung. Das weiß ich nicht. Als er sagte, er ist ein Extrem. Also... Das war ganz anders alles. Das, die lügen beide. Das ist beides absolut nicht gelogen. Das ist ja alles gelogen einfach. Alles ist gelogen. Hallo Matthias, nächstes Mal, wenn du abends auf der Brücke fährst durch Saarburg und dich jemand grüßt, bitte grüßt zurück. Ein Mitarbeiter aus dem Lager Saarburg. Habe ich dich nicht gesehen, Unbait. Das würde ich niemals machen. Ich bin in Schock, Leute. Ich habe gesagt, sammelt mir die Sachen in 3 Wochen, wenn ich zurückkomme. Ich will sehen, dann sage ich was. Jetzt muss ich das heute gucken und muss mir so eine Scheiße reinziehen. Krank. Ich muss kurz zur Regie schreiben. Krank, was hier abgegangen ist. Krank. Matthias, quäl dich nicht selber und geh auf, dann kümmere dich um Amino. Ich werde mich die nächsten 3 Wochen noch um Amino kümmern, aber ich muss ja erstmal hier mit denen abrechnen. Weil das quält mich, wenn ich nichts sage. Wenn ich nichts sage, quält mich das. Aber ich hätte es lieber nicht gesehen. Ich bin ja nur hier, weil ich gleich den Leak zeige. Verstehst du, meine? Ich werde gleich den Leak zeigen. Hat Kevin Uwe verarscht oder andersrum? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da ablief in den letzten 1,5 Jahren. Dieser, dass ich, also ich bin, Bruder, ich bin Schock. Ich bin Schock. Ich wollte nur mein Video leaken. Ihr sagt, guck das. Ich denke mir, was ist los? Deswegen habe ich ja gesagt, bitte alles speichern. Und in 3 Wochen komme ich zurück. Und so Gott will, ist Amino dann noch gesünder. Es geht ihm Amino sehr, sehr gut momentan. Deswegen kann ich das auch heute machen. Er wird auch versorgt. Er schläft unten mit jemandem. Ich habe hier 3 Schlafzimmer im Wald. Alles ist cool. Und bitte guck das besagte Video. Und jetzt sagt ihr, ich guck das, ich krieg Kotzen. Das ist ja das, ich wollte erst in 3 Wochen abkotzen, nicht heute. Weißt du, ich meine, ich wollte ja heute nur mein Leak zeigen, ein paar Witze machen und sagen, ich komme zurück. Aber ganz ehrlich, Farid soll District machen. Ja, aber echt, ich schwöre, Farid soll echt District machen. Wenn ich Farid alles erzählen würde, wenn er ein District machen würde mit meinen Infos, dann müsste er ja einen 80-Minuten-District machen gegen die Leute da. Ja, alles geisteskrank. Ist ja geisteskrank, was da abgeht. Geisteskrank. Matthias, wo warst du im Ausland und was ist dort vorgefallen? So, 1 in den Chat, wenn ihr erst die Auslandsstory hören wollt, dann den Leak sehen wollt und ich dann einfach nochmal alle durchficke, so, weil ich jetzt sauer bin. Bei 1 in den Chat kommt die Auslandsstory, bei 2 in den Chat kommt direkt der Leak. Ich würde die Auslandsstory lieber vorher erzählen und schau lieber das Video, wo Kevin bei Yesenia Produktion zeigt. Zeig den Leak. Zeig nur den Lied, Bruder, und geh zu Amino zurück. Stimmt eigentlich, ja. Hast recht, das wäre eigentlich besser. Aber alle wollen Auszeit wissen. Okay, was ist eine gute Marke aus der Seklus? Keine. Ja, siehst doch, sind doch alles Lügner und Heuchler. Es gibt keinen guten aus der Seklus. Die lügen alle, die kotzen mich alle an. Ich schwöre, ich sage es euch nochmal, wenn ich zurückkomme. John Wick, guckt es euch an. So, John Wick, ich schwöre, John Wick, warte. So, ich zeige euch das. Guckt euch das Bild an. Wenn ich zurückkomme. Danach, aber ich mache nur das heute, dann bin ich offline. Ich habe keinen Bock, diese Scheiße zu geben, weil so einen Scheiß brauche ich gerade nicht. So, hier, guckt euch das Bild an. Amino, Matthias Clemens. Da, Amino, Matthias Clemens. Seht ihr, Blut an seinen Händen. Ihr müsst Kugeln durch mich jagen, ESN. Ihr müsst Kugeln durch mein Herz jagen, dass ich die Fresse halte. Uwe, du bist dich hätte ich eh gefickt, aber jetzt hat der Kevin dich mit meinen Infos gefickt, dich muss ich nicht mehr ficken, du wurdest tatsächlich gefickt, das sind alles meine Infos, weil ich bin der Aufklärer, nicht Garnikus, nicht Kevin, die wissen gar nichts, die Infos kommen von mir, Uwe, ESN hat jetzt einfach das so benutzt, aber seht ihr dieses Blut in seinem Gesicht, dies, egal was passiert, so werde ich zurückkommen, wenn ich zurückkomme, ob mit Personen, ob mit ESN, ich schwöre, das wird geisteskrank, Leute. Das jetzt hat mich richtig getriggert, dass der Leak passiert ist, dass jetzt mein Comeback wieder hier versaut wurde. Und ich sage euch noch eins, auch sehr schönes Bild, sehr schöner Hund.
Das tut Amino nicht schlecht, weil Amino liebt mich so, wie ich bin. Weil der Amino ist wie ich, der ist ein Kämpfer. Wir werden gegen den Krebs kämpfen und wir werden, so Gott will, den Krebs besiegen. So Gott will, werden wir den Krebs besiegen. Ja? Und darum kämpfen wir jetzt. Und dann kommen wir gestärkt zurück, beide, weil mir ging es auch gesundheitlich schlecht und das hat mich auch mitgenommen. Und dann wird diese Eiweißhinne, ich schwöre euch bei Gott, ich werde mich aus dem Tagesgeschäft bei 6 plus zurückziehen. Ich werde gar nichts mehr machen. Das werden alles meine Leute machen. Ich mache nur noch Öffentlichkeit und ich werde diese ganzen Leute abrasieren. Weißt du, so ganz ehrlich, über Kevin wollte ich nichts sagen, aber wenn ich das da eben gehört habe, dann ist schon crazy, crazy. Okay, was jetzt? Auszeit kurz erzählen oder Auszeit, chill ein bisschen, Regierung, Video von Anfang bis Ende ist gerade sehr wirr, nicht böse gemeint. Ja klar ist das wirr. Ich habe mich ja nicht darauf vorbereitet. Du sagst, guck das, guck das, guck das. Ich bin ja gerade natürlich auch etwas geschockt. Natürlich, ich habe mich ja nicht vorbereitet. Ich weiß ja von gar nichts. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin eine Auszeit. Ich komme zurück, will nur mein Video dingsen. Ihr sagt, guck erstmal das andere. Ich sehe direkt einfach nur Scheiße, Leute. So, ich erzähle kurz die Auszeit einfach. Die Auszeit, ich war 2020 war ein nicht so schönes Jahr aufgrund diverser Personen. Ja? Ihr könnt euch auch angesprochen fühlen. Geht mir auch aus dem Weg. Ich schwöre bei Gott, macht keine Filme auf mich. Wenn ich von euch was höre, gegen euch habe ich auch ein paar Sachen. Ne? Ist mir auch egal, ob ihr Privatperson seid oder ob ihr dies, ob ihr das. Ich bin im John Wick-Modus. Ich schwöre bei Gott, wenn ich zurückkomme, ne, ist John Wick-Programm und das tut mir auch gut, weil hier auf diesem Herzen liegen Dinge, die müssen raus und soll keiner mehr mir kommen mit dies, das, tralala, wovor wirklich, wirklich, wirklich eine große Bombe platzt. Denk an deine Gesundheit, alles gut, das hier ist Aufregung, nachher lege ich mich neben Amin und alles ist wieder gut. Auszeit war eigentlich, das Beschissenste war, Alter, du musst dir helfen lassen, wie paranoid kann man sein, John Wick, das ist ein Film, du bist ein normaler Mensch und keine fiktive Figur. Das stimmt, ich bin der einzige normale Mensch auf YouTube und alle anderen sind fiktive Figuren. Das ist auch nur eine Metapher mit John Wick. Natürlich bin ich nicht John Wick. Ich glaube eher, du bist schizophren, dass du denkst, dass ich denke, ich bin John Wick. Das ist jetzt diese Kunstfigur, die ich für dich erstelle, um zu sagen, guck mal, das ist mein Mindset, um mit der Szene abzurechnen. Weil John Wick hier so, das hier, das Bild zum Beispiel, sehr passend. Alle Waffen zeigen auf John Wick. ESN, MyProtein, Kevin, Uwe, More Nutrition, Konrad, das und das bin dann ich. Das ist nur eine Metapher, bevor wieder einer hier irgendwie einen Herzinfarkt kriegt. Nur eine Metapher, meine Freunde. Was sagst du zu Real Bestes? Gar keine Meinung, ehrlich gesagt. War eigentlich nur ein Burnout, ne? War eigentlich nur, ich schreibe mir ganze Sachen. Ich hatte einen Burnout. Durch diverse Menschen, habe ich eben erzählt, habe ich eine Auszeit gemacht, 2 Wochen, dann ist was Persönliches passiert, dann ging es mir etwas schlechter, dann musste ich ins Krankenhaus. Hast du noch Kontakt zu Goku? Was sagt zu allem? Goku, bester Mann, schöne Grüße. Goku hat bestimmt für mich gebetet im Ausland und für Amino gebetet, weil Goku ist ein herzlicher Mensch, schöne Grüße. Und dann ist was Persönliches probiert, dann ist was Persönliches passiert, in der Phase, wo ich eigentlich 2-3 Wochen Wellness machen wollte. Dann, so was Persönliches passiert, dann wurde das Burnout etwas schlimmer, dann wurde es besser, dann hatte ich körperliche Ausfallerscheinungen, ich bin hier im Flur 2-mal bewusstlos geworden, ne? Ich hatte einen Hörsturz vorher schon, also 3 Monate vor der Auszeit, wo ich nicht die Notbremse gezogen habe, ist mein im Ohr was geplatzt, ich bin nicht zum Arzt gegangen, habe ich drauf geschissen, weitergemacht, Auszeit gemacht, was Privates passiert, Burnout wurde ein bisschen schlimmer, umgefallen, Krankenhaus 3 Tage oder 4 Tage oder eine Woche, was weiß ich, wie lange das war. Da haben die halt festgestellt, dass ich 10% Hörverlust habe durch den Tinnitus, ne? Durch diesen Hörsturz und halt einen lebenslangen Tinnitus habe. Haben dann körperlich nichts festgestellt, also konnten nicht feststellen, wieso ich umfalle, wieso ich Bluthochdruck oder niedrigen Blutdruck habe und so weiter. Und dann haben die gesagt, mach einen Urlaub, fahr 3-4 Wochen weg. Habe ich gesagt, muss man hier Medikamente oder so, kann man was machen, dies, das, tralala. Die haben gesagt, nee, 2-3 Wochen Urlaub reichen, aber man kann auch Citalopram oder Mitrazepim, das sind 2 Antidepressiva, dazu nehmen, hilft ganz gut. Ich habe mir gedacht, okay, kein Problem, alles tutti, brauche ich nicht. Ne? Habe dann den Urlaub gebucht mit Karim, wollte 3 Wochen wegfliegen, habe 3 Wochen gebucht, sind 3 Wochen weg, also hatten geplant,
Wir waren, das ist die Kurzversion jetzt, ne? Weil ich habe keinen Bock mehr. Ich werde das Video gleich reacten, dann ist auch schon fast Feierabend, weil ich keine Lust habe, hier mich hier lang zu stressen. Dann sind wir weggeflogen. Ich kam im Urlaub im Ausland an. Am ersten Tag hatte ich wieder so einen Kreislaufzusammenbruch. War halt immer noch sehr geschwächt. Hab dann da nur perfekt gegessen, Sport gemacht, jeden Tag eine Stunde geschwommen, gesonnen, mich regeneriert. Und so nach 8 Tagen ging es mir super. Blendend. Es ging mir sehr, sehr, sehr gut. Und dann habe ich zu Karim gesagt, ey, lass noch verlängern, so. Ich bleib hier, ich will schon von hier arbeiten. Und dann arbeiten wir von hier und machen jetzt noch eine Woche Urlaub und fangen dann von hier an zu arbeiten. Karim meint so, ja, okay, machen wir, kein Problem. Kein Problem. Wenn ihr mir mal schreibt, das bringt mich aus dem Konzept, Leute, ne? Weil die Regie nicht mehr so viel schreiben, das bringt mich voll aus dem Konzept gerade. Ja, deswegen, da steht nur Bahnhof, das verstehe ich. Und dann habe ich gedacht, ich werde nicht sagen, wo ich war. Tinnitus wird lebenslang bleiben. Der Tinnitus wird lebenslang, ist halt geplatzt. Mir sind so Kapillare durch den Hirn, also durch den vielen Stress, sind so Kapillare im Ohr geplatzt. Und es ist halt eine organische Erkrankung, hat nichts mit dem Burnout zu tun. Und dann habe ich einen groben Fehler gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen noch 5-6 Tage Urlaub. Dann arbeiten wir von hier, machen schon mal so YouTube-Videos, dies, das. Und dieses Citalopram, was der Arzt meinte, kann man nehmen, wenn man möchte, habe ich mitgenommen dahin und hätte es natürlich nicht mehr gebraucht, weil ich war ja eigentlich schon wieder fit, mir ging es schon wieder recht gut. Ist der Beef mit Marcel von Gernix geklärt? Nein, auch ein Arschloch. Den mag ich auch nicht. Und dann habe ich zu Karim gesagt, ey, das Citalopram, wenn ich das jetzt noch nehme, dann werde ich noch fitter und ich bin schon so sportlich und so und dann komme ich noch härter zurück und ich vertrage alle Medikamente und so. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann stand halt, gut, Citalopram hast du die ersten 2-3 Tage ein bisschen so Nebenwirkungen. Danach geht es dir besser. Und ja, habe ich das genommen. 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage. Am 4. Tag ist dann etwas Schicksalhaftes passiert im Ausland, was ich jetzt nicht erklären kann, juristisch auch so. Und nervt der Tinnitus, da gewöhnt man sich dran. Nervt ohne Ende, aber man gewöhnt sich an alles, wie im Leben. Und über diesem schicksalhaften Ergebnis dann, was dann passiert ist, bin ich komplett durchgedreht. Also ich bin so komplett irgendwie in so, das hat mich übertrieben gestresst, ich war übertrieben abgefuckt und übertrieben so. Es war eine schlimme Situation, die da passiert ist, nervig, aber ich habe sie sehr übertrieben wahrgenommen. Und dann habe ich irgendwie noch, war jetzt Marcel Monte gemeint? Nee, der macht meinen Marcel von Gernikus. Und dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Das Medikament ist das, glaube ich, so. Und dann habe ich jemanden angerufen, der meinte so, seit dem Medikament bist du komisch. Dann habe ich so einen Arzt angerufen, da habe ich gesagt, ey, seit diesem Medikament kriege ich hier so Ausfallerscheinungen und so Tickse und so. Der sagt, ja, das bleibt eine Woche, dann geht das weg, nimm das weiter. Ich habe gesagt, eigentlich bräuchte ich das gar nicht, mir ging es schon wieder gut. Mir ging es jetzt voll scheiße unter dem Zeug. Ja, nach 2-3 Tagen geht das weg. Ne? Okay. Ich nehme weiter. Das wird schlimmer. Dann wird das ein bisschen besser. Und dann irgendwann, wie viel Citalopram hast du genommen? 10 Milligramm, dann 20. Ich habe es einfach nicht vertragen. Auf jeden Fall ging das dann so weit, dass ich dann irgendwann nachts Herzrhythmusstörungen hatte, auch Kreislaufzusammenbrüche hatte, also quasi mein Burnout war geheilt und das Citalopram hat etwas noch Schlimmeres hervorgerufen und im Internet wurde halt die ganze Zeit geschrieben, ja, das geht nächsten Tag weg, das ist nur ganz kurz, danach wird es total super und hab ich Affe gedacht, okay, morgen verträgst du es und dann habe ich nicht mehr ausgehalten und irgendwann so, ich war auch nicht mehr selbstreflektiert, ne? Ich habe das selber nicht so wahrgenommen. Ich konnte selber diesen, ich war so wie auf, ich habe alle Drogen der Welt genommen, bis ich 18 war. Also ich kenne jede Droge, aber das Citalopram, das war ein Film, in dem ich war. Ich konnte gar nicht die Realität wahrnehmen und habe immer die Hoffnung gehabt, okay, das wirkt morgen. Und irgendwann war es so weit, dass man meinen Puls an den Füßen gesehen hat und ich so total neben der Spur war. Dann habe ich einen richtig guten Arzt angerufen, habe gemeint, so und so, habe das genommen. Ne? Antidepressiva sind der größte Müll, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Hab den angerufen, hab gesagt, so und so sind Symptome. Das ist doch nicht normal, oder? Dann sagt er so zu mir, nimm das noch einen Tag, aber sonst musst du absetzen. An diesem Tag habe ich das dann abends genommen, statt mittags, und habe es mittags weggelassen. Und da ich das dann abends genommen habe und dann der Wirkspiegel hochging, habe ich richtig gemerkt, wie ekelhaft das ist. Dann habe ich erst richtig gemerkt, ich war aber die ganze Zeit gut drauf, also ich hatte Power, nur halt so komische Kekse. Habe ich richtig gemerkt, wie ekelhaft das ist. Habe den angerufen, habe gesagt, ey, ich habe jetzt mal abends genommen und ich merke gerade, es geht mir richtig schlecht. Das liegt 100% daran. Also ich war mir unsicher, ist jetzt mein Burnout zurück? Ist das Medikament? Weil ich hatte ja früher einen Burnout, wo ich nicht mehr einschätzen konnte. Und habe dir Wohnort von Chef geschickt auf Instagram. Mein Wohnort könnt ihr wissen, jeder weiß, wo ich wohne.
Und dann, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so verrückt, weil ich das ja nicht so reflektieren konnte, habe ich das dann abgesetzt. Als ich das abgesetzt habe, ging es mir super, 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 aber ich musste jeden Tag 15, 16 Stunden schlafen, weil das mir so viel Energie geraubt hat, weil ich war ja wie auf Koks. Also ich hatte die ganze Zeit Power, aber das war eine Power, die quasi chemisch in meinem Kopf erstellt war, die nicht dahin sollte und die mir aber auch so komische Gedankensweise und komische Kicks gegeben haben. Und da habe ich den Arzt halt nochmal angerufen und er meinte, du verträgst das einfach nicht. Du darfst das nicht nehmen. Wer hat dir das überhaupt gegeben? Wurde das stationär gemacht? Ich sage, nö, hat mir den Arzt empfohlen, habe ich mir dann so besorgt und einfach selber reingepfiffen im Ausland. Und er meinte, sofort absetzen, ne, habe ich eben schon erzählt. Und dann, wie gesagt, als ich das abgesetzt habe, was passiert? Serotonin geht natürlich runter, meine kompletten Synapsen waren verstrahlt. Mir geht es aber besser. Ich schlafe 5-6 Tage, 14, 15 Stunden, bin aber total angenockt. Burnout wieder bei 100%. Ne? So Burnout wieder bei 100%. Dann ein Schicksalsschlag. Es passiert ein Schicksalsschlag. Es passiert eine Sache, ich bin nämlich so am Aufbauen, es passiert eine Sache im Ausland, die ich nicht erzählen kann, auch privat, die mir dann in dieser schwachen Phase komplett den Boden unter den Füßen weggerissen hat. So, dann habe ich gedacht, boah, voll im Arsch. Das hat mich dann richtig ein Loch fallen lassen, richtige Depris, richtig am Ende, weil kein Serotonin mehr im Kopf, dieser Schicksalsschlag, ich will mich gerade von dem Citalopram mal holen, ne? Ich probiere das kurz zu machen, weil die Story ist so lang, da könnte man eine Stunde drüber reden. Okay, ich wieder verlängert, ich bleibe noch länger da. Dann habe ich überlegt, okay, ich bleibe über Weihnachten da. Mich haben immer verschiedene, der Leak kommt gleich, immer verschiedene Leute besucht. Über Weihnachten dann wieder was Persönliches passiert, wieder persönliche Probleme, ne? Wieder gefickt, also quasi Burnout fast geheilt, Citalopram, alles verzehnfacht, verschlimmert. Ich mich davon einmal holen, Schicksalsschlag, Anruf, private Probleme. Und dann ging das ungefähr von Woche zu Woche so weiter. Ich hatte 5 gute Tage, mich wieder aufgebaut. Irgendwer, ich hatte kein Handy, nix. Plötzlich kommt der Steuerberater zu mir durch, erzählt mir eine Geschichte, die total wahnwitzig ist. Ich wieder total abgefuckt, fall wieder so ein bisschen runter, wieder so ein Stück nach unten, will mich wieder neu aufbauen. Dieses Spiel ging dann 3 Wochen so weiter. Ne? Dann zum Abschluss ging es mir wieder sehr gut. Also war ich schon auf einem guten Weg, sag ich mal. So bei 30-50% Akku. Kriege ich eine Nachricht auf die E-Mail. Ich muss sofort nach Hause fliegen wegen Corona, weil es so eine Corona-Maßnahme ist. Alle müssen nach Hause. Ich denke mir so, krank. Ich wollt noch eine Woche bleiben, um mich halt aufzubauen. Ich fliege nach Hause, komme zu Hause an, total kaputt, nicht gepennt, weil die Nachricht kam nachts und ich muss dann morgens schon fliegen. Total behinderte Corona-Scheiße. Ich komme nach Hause, bin total im Arsch. Okay, scheiß drauf, Urlaub gefickt, 2 Monate Auszeit für nix, Akku kaum geladen, wollte zu Hause chillen, passiert wieder was Privates. Also wieder eine private Sache passiert, die ich auch nicht erzählen kann. Ne? Und okay, scheiß drauf, wieder Akku verloren, kein Problem, machst du weiter. Und dann kommt jetzt das Schlimmste. Dann habe ich gedacht, komm, weißt du was, zu Hause chillen bringt nichts. Fährst eine Woche in NRW, habe ich mir dann ein Wellnesshotel geholt, eine Woche nur geschlafen, mich ausgeruht, geschwommen wieder, Sport gemacht, Spaziergang, ganz wenig Kontakte gehabt. Sonntags komme ich nach Deutschland vor 2 Wochen, nach Saarburg vor 2 Wochen, werde dann Patenonkel von meinem besten Freund Moritz, total frisch, bin glücklich, habe dann die Feier gefeiert und habe dann geplant, schon von vornherein, montags anzufangen, ein Comeback zu machen, meine Zeit mit euch zu verbringen, meine Firma wieder zu leiten, Bodybuilding zu machen, weil ich habe nur Ausdauersport gemacht bis zum Zeitpunkt. Ja, und dann montags kommt Diagnose, Aminoid-Krebs. Und dann war so für mich so vorbei. So, ich dachte einfach, vorbei, Leben vorbei. Ich dachte, wie, mein Hund hat Krebs? Ich dachte, ich war 2 Monate im Ausland, ich wurde von einem Medikament fast umgebracht, was mir irgendein Idiot gesagt hat, dass ich leben soll. Ich habe mich wieder neu aufgebaut. Es kam ein Schicksalsschlag, privater Tour, ich habe mich neu aufgebaut. Es kam ein Schicksalsschlag, ich habe mich neu aufgebaut. Es kam ein Schicksalsschlag, ich habe mich neu aufgebaut. Und dann komme ich nach Hause, bin frisch, will arbeiten, trotz dass die 2 Monate, davon hatte ich quasi 2 gute Wochen. Und dann kommt die Diagnose, Amino hat Krebs. Und ich denke mir nur so, ich kann das gar nicht beschreiben. Das hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Das war jetzt vor 2 Wochen, ne? Das hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich bin einfach nur, ich war so am Ende, aber die Kraft, Amino zu retten, hat mir halt nochmal Power gegeben. Und dann habe ich halt diese Aktion gemacht mit Amino, wo ich mich bei euch allen herzlich bedanke für. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass ihr mir geholfen habt, den Termin in Hofheim zu bekommen. Dann bin ich nach Hofheim gefahren. Meine Hoffnung war, dass die Amino da halt direkt operieren und retten. Und dann kommt die Diagnose. Er hat nicht das, was sie vorher gesagt haben. Gut, dass sie kamen. Hätte man ihn vorher in Trieb behandelt, wäre er jetzt tot. Ich bin erstmal Schockstarre.
Und ich sage zu denen, okay, was ist Ihre Diagnose? Und die sagen, ja, der hat halt 4-5 Lymphome in seinem Körper und wir müssen eine Chemotherapie machen. Und Sie müssen das jetzt entscheiden. Und ich stehe da erstmal in Schockstarre. Ich bin einfach Schock. Ich sage, wir sind die Überlebenschancen. Der sagt 5%. Ich sage, wie 5%? Ich gehe raus, ich musste rauchen, ich musste denken. Ich bin fast durchgedreht so. Und dann rumtelefoniert mit Ärzten, Heilpraktikern, dies, das. Also Heilpraktikern telefoniert, alles gemacht. Ich habe gedacht, okay, ich habe mich nur ganz gerettet und jetzt kriege ich wieder eine schlechte Diagnose. Okay, und dann habe ich gute Nachrichten bekommen, schlechte Nachrichten, habe mich dann am Schluss entschieden, ich mache eine Chemotherapie mit ihm, weil sonst schafft er es nicht. Und danach eine Heilpraxis, weil ein Hund darf nur eine Chemo kriegen oder maximal zwei, und danach auf heilpraktische Art. Bin nach Hause gefahren, saß im Auto und war einfach komplett am Ende. Hab 3 Tage geheult und war komplett am Ende und dachte, das war's so. Ich war 3 Monate weg, hab meinen Hund 3 Monate nicht gesehen. Ich hatte Hass auf diese Menschen, die mich in diese Auszeit befördert haben. Ich hatte Hass auf die Welt so. Und ja, das war halt letzte Woche. Und dann, zum Glück, so Gott will, hat die Chemotherapie bis jetzt keine Nebenwirkungen. Amino geht's von Tag zu Tag zu Tag zu Tag besser. Und ich pflege ihn jetzt den ganzen Tag. Ich bin den ganzen Tag bei Amino. Und es geht ihm zum Glück besser. Und jetzt habe ich wieder die Hoffnung, also ich habe jetzt wieder die Hoffnung, dass ich ihn heile. Und deswegen werde ich auch auf diese ganzen Online-Sachen scheißen. Ich bin jetzt wieder da reingerutscht irgendwie, dummerweise durch den League, voll behindert auch. Und kämpfe um Amino und muss natürlich auch nach meiner Gesundheit gucken, weil ich hatte halt übertrieben krass, 2019 war ekelhaft, 2020 war ekelhaft. Und diese Auszeit war komplett ekelhaft. Und diese Medikamentensache, da war ganz komplett ekelhaft. Und das dann mit Amino war dann halt so der krasseste Tiefschlag halt so. Und jetzt bin ich halt in der Phase, wo ich eigentlich nur nach mir und Amino gucke und jetzt auch diese Uwe und Kevin Sachen da nicht weiter gucke, weil mich das triggert mich volle Kanne, da habe ich jetzt keinen Nerv mehr drauf, so ekelhaft. Ich, wie gesagt, Ansage, ich mache gleich die Reaction zu meinem Dings. Dann warten wir ein bisschen, dann wird ESN eine Doku kommen und wer sich einmischt, wird dann abrasiert, John Wick mäßig. Ne? Teuer, frech, wie teuer sowas ist? Ich habe gar keinen Preis gesagt. Hattest du vorher auch schon ständig so Privatschicksalsschläge? 2020 war wie ein ganz großer privater Schicksalsschlag und eine Verarschung und Hintergehung, die ich so in meinem Leben menschlich noch nie erlebt habe. Also 2020 war menschlich und geschäftlich für mich das enttäuschendste Jahr in 36 Jahren. Und das sagt euch jemand, der mit 18 in Drogentherapie saß und all seine Straßenfreunde keinen Brief geschrieben haben an meinem 18. Geburtstag. Ne? So. Und jetzt gerade bin ich eigentlich in der Phase, nach meiner Gesundheit zu gucken und nach Aminos Gesundheit zu gucken. Aber Amino ist unten, ich habe hier mehrere Etagen, liegt im Bett, jemand liegt daneben, mit Amino ist alles gut, er verträgt die Therapie gut. Ich bin jetzt wieder voller Hoffnung, weil es geht ihm sehr gut. Also ich bin, die Ärzte sind sehr zufrieden, wie die Chemo anschlägt. Die Chancen, dass er das jetzt lange überlebt, stehen momentan viel, viel größer. Das hat mir auch wieder die Energie gegeben, jetzt gestern wenigstens eine Story zu machen, aber dennoch wollte ich mir noch 3 Wochen nehmen, und das selber noch verkraften alles, selber mich nochmal neu aufbauen und mich um Amino kümmern. Und jetzt sitze ich hier und muss euch ein scheiß Video gleich zeigen. Oder ne, eigentlich ein geiles Video, ein raffiniertes, geiles Video. Eine geile Sache, die ich aber gerne gemacht hätte, wenn ich erst mich um Amino und mich gekümmert hätte. Und jetzt ein bisschen getriggert bin, weil ihr mir gesagt habt, guckt die Videos und ich da halt so sehe, dass beide halt lügen und beide irgendeine Scheiße reden und ich da auch irgendwie reingezogen werde und so. Und ich finde es halt absolut respektlos und ekelhaft. So, alle wussten, das ist mein Beef, alle wussten, ich muss mich da einmischen, alle wussten, Amino ist krank, alle wussten, ich habe einen Burnout. Und dass die da sowas starten gerade, wo ich dann involviert werde, das finde ich so ekelhaft. Das muss ich heute Nacht erstmal verdauen. Ne? Und dann werde ich mir überlegen, wie ich in 3, 4, 5 Wochen, wenn ich mein Comeback mache, damit abrechne. Und wie die Leute sich in der Öffentlichkeit da weiter verhalten werden. So, das reicht zu meiner Auszeit. Und jetzt reacten wir das Ding. Also, so, ich wollte eigentlich, diese, was ich euch jetzt gleich zeige, diese Reaction da. Gannikus hat gesagt, Matthias Clemens lügt, weil er von dem Geld bekommen hat oder bedroht wurde, keine Ahnung. Gannikus bläst halt jedem einen, der Geld gibt oder so. Gannikus wurde auch damals von MyProtein bezahlt. Aber scheiß mal auch auf den. Du, lass mich auch besser in Ruhe, bevor ich dich auch noch komplett abrasiere. Okay, ich wurde als Lügner denunziert. Habe ich mir gedacht, okay,
fährst du mal nachts, also da habe ich erstmal einen Detektiv beauftragt, der immer guckt, ob da wirklich produziert wird. Der Detektiv sagt, da wird nicht produziert. Das kommt auch in der Doku. Dann habe ich mir irgendwann 2017 gedacht, okay, ich fahre jetzt nachts dahin, film alles, was die da bauen, machen und tun. Das zeige ich euch gleich. Und falls die irgendwann sagen, guck mal, wir haben hier eine Fabrik, was Kevin jetzt gemacht hat, sage ich, ja, aber ihr habt doch schon 2017 gesagt, es gibt da eine Fabrik. Wir haben ja 2017 schon mal eine Fabrik-Doku gezeigt und gesagt, wir produzieren hier. Und gesagt, Matthias Clemens lügt, mir gesagt, ich werde erschossen, ich werde abgestochen, wenn ich das weiter behaupte. Dann mich probiert allein nach Hamburg zu locken, aber das kommt alles in der Doku, mit Beweisen in der Doku, weil ich will nicht zu viel verraten. Wollte mich irgendwann nach Hamburg locken, um mit mir zu reden, damit ich das alles sein lasse. Ich war aber schon vor Ort, was ich euch heute zeige, wie ein Geisteskranker, bin ich von Köln nach Dortmund, habe da eine Shisha geraucht, bin dann nach Hamburg gefahren nachts durch den Matsch und über den Zaun und so und habe gezeigt und ich habe einen riesen Shitstorm bekommen. Ich wurde bedroht, meine Familie wurde bedroht. Ihr wolltet nach Trier kommen, Filme auf mich machen. Ich habe im Internet von Bodybuildern Beleidigung auf des Todes bekommen. Und heute, nur in der Doku in 3 Wochen, hätte ich euch gezeigt, alte Produktionsvideo, ihr neues Produktionsvideo, meine Doku, dies, das, tralala. Mache ich auch noch. Nur weil jetzt mein Video geleakt wurde, der Teil, werde ich heute diesen Teil schon mal reacten. Und das hier ist der Teaser. Und für alle, die John Wick nicht gut finden, dann bin ich halt psychiatrisch krank. Ich fühle mich gerade wie John Wick in der Situation, weil ich kämpfe gerade um das Leben von meinem Hund. Und ich kämpfe gegen diese ganzen Bastarde, die mir jahrelang das Leben schwer machen wollten, mich jahrelang als Lügner bezeichnet haben. Also fühle ich mich gerade wie John Wick oder Che Guevara oder wenn ihr euch auch aussuchen möchtet von diesen krassen Personen. Und jetzt gleich reacten wir das Video. Und ich bin eigentlich nicht getriggert. Ich bin aus 2 Gründen sauer. Grund Nummer 1, ich wollte diese ganze Sache hier erst in 3 Wochen machen. Punkt Nummer 2, diesen Fehler mit diesem Leak, das war nicht meine Schuld. Das war andere Leute Schuld, deswegen bin ich ein bisschen sauer. Und ich wollte heute nichts dazu sagen, weil ich mich nur um mich nach Mino kümmern wollte. Und der 4. Grund, wieso ich sauer bin, ist, weil ihr mir gesagt habt, guckt in das Video und das wollte ich ja alles gar nicht sehen, weil das wollte ich erst sehen, wenn ich meine Doku mache in 3 Wochen, weil ich mich erst um mich kümmern wollte. Und ich sage auch noch eins, an euch ganzen Pisser mit Auszeit, die Stars, tralala. Ich bin von 3 Schulen geflogen, ich war mit 8 schon beim Kinderpsychologen, ich habe in meinem Leben alles verkackt bis 25, gebe ich zu. Ich saß mit 18 Jahren vollgestopft mit Psychopharmaka in Drogentherapie, ne, weil ich vorher jeden Tag auf Koks, Jägermeister und Gras war in hohen Dosierungen. An meinem 18. Geburtstag haben mich all meine Straßenfreunde verlassen. Keiner hat mir einen Brief geschrieben. Aus dieser Scheiße habe ich mich rausgekämpft und habe irgendwann Seklus aufgebaut. In Seklus hatte ich Filme, wenn ich dir hier erzählen würde, das geht juristisch gar nicht, ja? Und hat jetzt eine kurze Auszeit. Wer da was von Schwäche erzählt, lauft einmal hier in diesen Schlappen. Weil ich habe ein paar Kommentare gesehen. Lauft einmal in diesen Schlappen. Und diese Auszeit, habe ich euch gerade erzählt, hat ein Medikament mich fast gekillt. Und danach habe ich mich neu aufgebaut. Trotz privater Schicksalsschläge. Und dann kam ich nach Hause. Und dann wird das Liebste, was ich habe auf der Welt, mein Hund, für den ich töten würde. Ja, und das habe ich auch geschrieben. Ich wurde auf Instagram übrigens blockiert. Weil ich habe geschrieben, wer meinen Hund töten würde, den würde ich töten. Dafür habe ich eine Sperre bei Instagram bekommen, wegen Aufruf zu Gewalt. Was ich geisteskrank finde. Weil mich hat einer gefragt, wenn ich deinen Hund töten würde, würdest du mich töten? Ich habe gesagt, ja, ich würde dich töten. Also in Kommentaren. Und ich meine das auch so. Wenn irgendeiner käme und tötet vor meinen Augen meinen Hund, selbst wenn ich nicht wollte, mein Geist wird den Typen töten. Die Frage ist doch überhaupt, wer fragt dich, wenn ich deinen Hund töten würde, würdest du mich töten? Ja, ja, klar will ich dich töten. Das finde ich nicht geisteskrank. Ich finde den Typen geisteskrank, der auf die Idee kommt, den Hund eines Menschen vor diesem Menschen zu töten. Also, was für eine geisteskranke Scheiße auch da abging, ne? Aber zu diesen Schuhen, ne? Und jetzt gerade bin ich Amino, kämpfe ich um sein Leben und meine Gesundheit muss ich wieder aufbauen. Und jetzt kommen hier so Rotzlöffel, so irgendwelche, beide Firmen sind fake und ziehen mich in so eine Online-Scheiße rein, weil jetzt dieser scheiß Dropbox-Link geleakt wurde. Und jetzt soll, nein, ich bin kein Moslem, aber ich bin sehr gläubig. Ich bin John Wick auf Wish bestellt. Ja, dann habt ihr halt John Wick auf Wish bestellt. Guck, ja, aber ja, das Problem ist, Leute, wenn ich mir jetzt das Video angucke, wo Kevin die Produktion zeigt, vielleicht raste ich dann nochmal aus. Weil das will ich alles erst in der Doku machen. Weil in der Doku, ich sag nicht, was ich in der Doku zeige. Ich sage so, das Video von Kevin und andere Videos von mir
und andere Videos, die ich gespeichert habe und andere E-Mail-Verläufe, die ich gespeichert habe, kommt in dem John Wick Teil 2. Heute reacten wir nur einen Teil dieser Doku, weil er geleakt wurde. Versteht ihr das? Könnt ihr bitte eins in den Chat schreiben, wenn ihr es gecheckt habt. Checkt ihr das? Checkt ihr, dass dieser Leak von heute ist von meiner ganzen Doku, die ich über ESN drehen wollte, so 30%. Wenn ich den aber heute nicht live reacte für euch, werden die den irgendwie zerschneiden, machen, tun und mir irgendeine Lüge vorwerfen. Und deswegen reacte ich das heute live und habe gar keine Lust drauf, weil ich in 3 Wochen das in einer Doku verpackt mit allem drum und dran machen wollte. Versteht ihr? So. Und dass ich das heute machen muss, obwohl meine Auszeit ist und ich hier erwähnt wurde, ne, heißt nicht, dass ich mich 3 Wochen aufrege. Ich werde 3 Wochen meine Handys ausmachen. Ich werde jedem sagen, sagt mir keine Infos. Und in 3-4 Wochen, wenn ich zurückkomme, wird es dann ganz, ganz ekelhaft. Und ich werde heute sogar wenig Beweise zeigen. Wenig Beweise. Wenig, weil sonst habe ich ja nicht mehr alle für meine Doku. Versteht ihr? Ich bin sauer, dass ich euch das heute zeigen muss, weil es ist ein großer Teil dieser Doku. Und deswegen ist das Video auch so wirr, weil ich bin gar nicht im YouTube-Game drin. Ich kenne diese Videos nicht. Ich habe mit gar keinem Kontakt. Ich habe nichts gefilmt. Ich habe ein paar Stories gemacht. Und sonst habe ich mich nur um meine Gesundheit und Mamino gekümmert. Und deswegen bin ich auch gerade Schock. Und wenn ihr euch das wirr rüberkommt, ich habe nichts vorbereitet. Es wurde geleakt und ich muss es machen. Die Leute, die John Wick auf Wish bestellt, schreiben oder stressen wegen Leak, seid ihr von ESN oder ESN-Fans? Ja, dass mich die Leute hierfür hassen, ist sowieso klar. So, das ist sowieso klar. Und jetzt können wir uns hier mal hier angucken. Warte mal ganz kurz, ich zeig mal ganz kurz. Ich muss kurz mal einen anrufen wegen den Fotos, weil die habe ich nicht vorbereitet. Guck mal, mein Kopf ist gar nicht bei der Sache, weil ich gar nicht im Game drin bin. Deswegen rufe ich kurz jemanden an und frage den nach den Fotos. Ich habe noch Fotos, die habe ich aber nicht, die habe ich archiviert. Ich frage kurz. Das geht ja nicht dran. Bruder, diese Fotos, ne? Das ist ja nicht mein Ding, aber das will ich auch kurz zeigen. Soll ich die nicht für die Doku aufheben? Das sind ja Fotos, die hat Dings dir geschickt, ne? Ja. Ja, aber da sieht man einfach einen weiteren Beweis. Aber macht ja keinen Sinn, heute zu zeigen. Sollten wir lieber sagen, wir haben noch Fotos, die zeigen wir in der Doku. Machen wir doch besser so. Weil ich will ja, umso mehr wir jetzt hier verpulvern, umso mehr holen wir der Doku weg. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch so, ich weiß auch nicht, wieso ihr sagt, ich soll mir Kevin Uwe angucken, hat jetzt auch schon die Doku weggenommen. Das sind alles Dinge für die Doku, ne? Wusstest du das schon, dass der da über mich redet eigentlich? Ja. Ja gut, aber du wusstest doch, dass ich gegen Neo Subs so einen Film drehen wollte. Ist doch krass, dass die das da benutzen. Das ist ja quasi ich kläre das auf, die erzählen mir, ich wäre im Unrecht, hebt mir das auf und ESN hat jetzt einen Marketing-Move draus gemacht und für sich benutzt, obwohl das ja meine Sache war. Ist doch krank, oder nicht? Ja. Ja, deswegen, die Leute verstehen das ja nicht. Die Leute verstehen nicht, wieso ich gerade geschockt bin, weil ich habe gerade Danny am Telefon, der sollte das alles für mich sammeln, der hat es mir nicht erzählt. Deswegen frage ich ihn gerade, ob er das wusste. Ne? Deswegen ist das eigentlich der realste Livestream der Welt, weil ich komplett unvorbereitet von gar nichts hier in kurzer Hose, so kurze Hose und Schlappen sitze ich hier, habe von gar nichts eine Ahnung und versuche jetzt das Nötigste nur zu zeigen und noch genug für die Doku aufzunehmen. Deswegen will ich die Bilder nicht zeigen. Die Bilder sind doch viel zu scharf, meiner Meinung nach. Die Bilder sind ja Dings, für die Doku gedacht. Ja, ja, aber das will ich auch erst in der Doku zeigen. Vielleicht hören die das. Warte, das will ich auch erst in der Doku zeigen. Weißt du, was ich meine? Das macht keinen Sinn. So, wenn wir jetzt heute alles verpulvern, ist doch langweilig. So, dann ist ja bewusst dann die Angst bei ESN. Lass doch lieber heute die Leute denken, vielleicht lüge ich immer noch und in der Doku dann wie Motherfucker zurückkommen. Ne? Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel, wenn wir heute das Video zeigen, wo du da warst, dann zeigst du ja sowieso, dass du da warst und zwar nichts da. Und einfach, wenn du vorher nochmal das von der ESN-Produktion zeigst, dann würdest du eher nochmal auf die Mauer so nach dem Motto, heute zeige ich das und dann bin ich da. Wie ist der Stream jetzt? Ist okay oder? Wie ist der Stream jetzt? Langweilig oder okay? Weil ich bin so lustlos ein bisschen. Findest du gut? Ich habe gar keinen Bock, ja? Das hat mich richtig abgefuckt mit Kevin. Das hat mich richtig verletzt, ich schwöre. Das hat mich aus dem Konzept gebracht. Das hat der Chat mir ja gesagt. Das hätte ich nicht gucken sollen. Weil das sind die Sachen, was ich im Lager sagte. Sag's mir erst in 3 Wochen, wenn ich plane, weil ich werde ja wütend dann. Weißt du, was ich meine? Und ich wollte ja in der Auszeit nicht wütend werden, sondern relaxen. Also echt nochmal hier an denjenigen, der das geleakt hat, ne? Ich bin echt sauer, dass du hier einen Leak gemacht hast, so, ne? Und das an Kevin, ganz ehrlich, uncoole Aktion auf jeden Fall.
Soll man einfach nur zeigen, wenn du das Nötigste heute, oder? Keule E schreibt, mach jetzt nicht den 31er und zeig halt. Was hat das mit 31er zu tun? Also kann man mal bitte diese ganzen ESN-Fans einfach bannen, die ja eh nicht die Wahrheit hören wollen? Nein, Bruder, nein, nein, alles in die Doku. Bruder, ich habe jetzt so einen Hass, die Doku wird jetzt 8 Stunden, Bruder. Diese Doku wird 5, wird 8 Stunden. Guck mal, sammel alles. Sammel ihre Vergangenheit, sammel ihre, alles, was du auf online findest. Speichere alle Videos, die gedreht haben. Ich will eine Komplettrasur von diesen ganzen Leuten machen. Also jeder, der sich meldet, nochmal, ne? Nur jeder, der sich einmischt. Wenn die Fresse halten, halte ich auch die Fresse. Fick ich nur ESN und Neosubs ist ja schon gefickt, weil das war ja mein Film da. Neosubs zeigt irgendwann die Analyse, dass die halt gestreckt haben. Guck mal, sammel bitte alles, ne? Sag mir nichts davon. Ich will es nicht wissen. Und in 3-4 Wochen machen wir einen 8-Stunden-Doku, okay? Und wenn was ist, ruf ruhig an. Das hier ist eh der lustigste Livestream der Welt. So mit, ich hab ja nicht mal ein Backend. Ich weiß nichts. Ich bin gerade so, als wäre ich, kennst du, als wäre ich nie in der Eiweißszene gewesen. Als wäre ich so neu. Ich bin so zurück, weil ich, obwohl ich gar nicht zurück sein will. Ich bin so gezwungene Comeback. Weißt du, was ich meine? Die gezwungene Comeback mache ich gerade. Das hier ist der realste Livestream der Welt. Ich bin voll verballert. Ich muss erstmal fragen, was sind da noch für Bilder, wo das meine eigenen Bilder sind. Und jetzt kommt der Witz, Leute. Das Video, was ich euch zeigen wollte, rein, habe ich heute selber nicht mal geguckt, weil ich will das live reacten für euch. Reacten das jetzt aber mal. Reacten das und danach, macht dein Gesprächspartner leiser, sagt er. Ach so, die hören dann alles, was du sagst. Ja, aber ist nicht schlimm, machen wir alles in Doku, ist kein Problem. Das ist ja nicht schlimm, wenn ihr das jetzt hört. Können wir trotzdem Doku machen. Wenn wir den Doku schön draus machen, ist das kein Problem. Okay, ich zeig jetzt mal das Ding. Habt ihr mir einen Link geschickt dazu? Bei YouTube haben wir das bei YouTube ganz. Hier sind 4 YouTube-Links, habe ich hier. Müsste der letzte sein. 29 Minuten? Das dauert eine halbe Stunde? Das ist alles Material, was ich damals aufgenommen habe, aneinander gekartet von mir. Okay. Voll der Film, das Ganze. Die ersten 6-7 Minuten, also ja. Intro und dann 6-7 Minuten eigentlich nur Autofahren und sowas, das kann man skippen. Okay. Wie mache ich jetzt die Kommentare dahin? Dass du das Intro laufen? Ja. Ja, ich reacte trotzdem ganz jetzt einfach, damit es witzig ist, damit wir heute was haben. Dann ist das wenigstens, da macht es auch einen Sinn, dass ich überhaupt heute live bin, weil es macht uns gar keinen Sinn. Und bitte klärt mal, dass ich wieder in mein Backend reinkomme. Das hier ist richtig nervig ohne Backend irgendwie, ne? So, ich muss echt in mein Backend kommen. Und ich habe Durst. Hat jemand was zu trinken? Nee, okay. Ich mach mal weiter, ne? Okay, bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Okay, ja, ich brauche was zu trinken. Ja, Leute. So, ihr seht, ich bin gar nicht im Game. Das dauert 30 Minuten, Leute. Das ist jetzt echt nervig. Ich wusste nicht, dass das 30 Minuten dauert. Ihr habt mich gefickt. Ihr habt mich gefickt, in dieser Auszeit dieses Video jetzt zu machen. Gefickt habt ihr mich. Wieso muss das geleakt werden? Wirklich an die Personen, die schuld sind, dass das geleakt wurde. Ne? Ich bin echt mit euch sauer. Ich liebe euch von Herzen, aber ich bin echt sauer. Das war echt eine dumme Scheiße. So, jetzt kommen wir zum spannendsten Teil. Für diese Doku, die jetzt kommen soll, habe ich vor 3 Jahren nachts geisteskrank Aufnahmen gemacht, ist ja gar keine da. Und damals gab es einen riesen Beef darum, dass sie eine Doku haben, dass die eine Fabrik haben. Und die Videos sind leider gelöscht. Ich kann euch die nicht zeigen, aber für meine Doku werde ich diese Videos nochmal rauskramen, da werden die drin sein. Also heute seht ihr einen Teilbeweis. Aber ich muss ja ein 4-Stunden-Video drehen, dass ihr seht, was sie damals gezeigt haben, was die heute zeigen, was ich da gefilmt habe, was für E-Mails ich habe und so weiter. Aber jetzt reacten wir nur, was ich vor 3 Jahren nachts gemacht habe. Okay, auf entspannt. Das jetzt aber auf entspannt. So. Man sieht auf jeden Fall. Bitte. Jo Leute, ich bin hier gerade on the road für die Aufklärung. Und zwar ist eine sehr interessante Sache, die mich sehr interessiert. Ich habe letztens so ein Video gesehen, wo eine Firma gesagt hat, sie würden in diesem Gebäude produzieren. Haben sie damals gesagt? Über ein Portal ausgestrahlt. Der bestimmt auch glaubt, dass sie da produzieren. Und der bestimmt auch keine Falschaussage gemacht hat. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Das war Garnicus, ne? Also Garnicus war da, hat ein Bild für die Produktion gepostet und hat gesagt, die produzieren hier. Ich bin hingefahren, hab gefilmt. Shitstorm kam aber auf mich. 3 Jahre habe ich geschluckt. 3 Jahre habe ich geschluckt und auf den Tag von gestern gewartet. Nur gefickt hat mich der Leak, weil ich hätte das gerne als ganze Doku gemacht. Verstehst du, ihr kriegt jetzt so einen kleinen Arschfick heute. Aber ich wollte so ein Dildo holen, so einen riesen Dildo und so. Und so. Also weil ich wollte so Ausschnitte von Marcel, dann von den ESN-Chef, von Matze Busse, dann dieses Video reinkatten und so wollte ich das machen und mache ich auch noch. Nur
Ihr wisst ja jetzt schon alles. Ihr wisst ja schon, ich bin da hingefahren. Aber wir gucken weiter. Sicher, dass die Firma ihm eine richtige Aussage, dem Portal eine richtige Aussage zugespielt hat, beziehungsweise hört das Video doppelt. Mich selbst davon überzeugen. Hört man das Video doppelt? Das Video hat 3 Aufrufe. Kein Mensch hat das Video gesehen. Keine Ahnung, wieso du so ein Drama machst und nicht 3 Wochen wartest. Nein, Muffin. Muffin, du verstehst das nicht. Das Video da haben nicht 3 Leute gesehen. Es gibt einen Dropbox-Link, der hochging und den alle gesehen haben heute. Das da ist mein YouTube für mich, um es jetzt zu reacten, aneinander geschnitten. Das waren 8 Videos und die sind im Internet verteilt. Und deswegen reacte ich das heute. Versteht ihr? Hört man das doppelt? Pulverproduktion durfte nicht gezeigt werden bei ESN. Ja, noch besser, mashallah. Das ist 2 falsche Handy. Das ist mein Privathandy. Hört man mich doppelt? Hört man das doppelt beim Gucken? Das ist ein Handy, das hat nur meine Familie. Das ist mein Sekt-Plus-Handy und mein normales Handy ist aus seit 3 Monaten. So Leute, jetzt kommt der Leak. Ich bereue, dass ich das gemacht habe, weil ich habe in Uwe und Kevins Video reingeguckt. Das hat mich sehr getriggert. Ich kann nur sagen, an alle haltet euch bedeckt, bis ich zurückkomme. Das heute mache ich, weil ich muss. Danach bin ich wieder in meiner Auszeit, kümmere mich um Rino. Haltet euch bedeckt. Ich bin sehr wütend geworden. Wir reacten jetzt nur das Ding, weil es geleakt wurde. Dann machen wir aus diesem Ding und allem, was ich noch habe, eine schöne Doku in ESN, sein After. Und jeder Athlet, Cutter, Hintergrundmann, Manager, der sich einmischt, kriegt auch eine Doku. Also haltet euch besser bedeckt, weil die hat mich schon hier reingezogen. Ekelhaft. Entweder hat es eben dumpfen Sound und man hört es durch deine Boxen doppelt. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht. Die Firma hat mir mal angeboten, dort vorbeizukommen. Ich habe gesagt, ich komme nur mit Anwalt vorbei, damit man sieht, ob ich das war das, genau. In die Produktion rein, als ich dann den Anwalt ins Spiel gebracht habe. Wären wir jetzt in der Doku, würde ich jetzt diese Anwaltsverläufe zeigen und die Telefonate erklären. Kommt in der Doku. Und das juristisch ist, haben die mich ausgeladen, obwohl sie mich vorher eingeladen haben. Das war so? Also war das wieder so eine tolle Falle, in der man mir irgendwas bieten wollte. Es war eine Falle und es gab 6 Monate vor ein Telefonat, wo man mehr Leute schicken wollte, die mich abstechen sollen und so. Kommt in der Doku. Oder mich überreden wollte. Auch zu Fallen gehe ich aber nicht ein. Entweder ich komme mit Anwalt. Wir wollten, dass ich allein nach Hamburg komme. Ganz alleine. Und danach eine Person. Dann habe ich gesagt, eine Person ist ja kein starker Zeuge. Ich will einen starken Zeugen haben, einen Anwalt. Dann haben sie mich ausgeladen, weil es keine Produktion gab, was ich jetzt hier zeige. Scheiße, ich bereue das so. In der Doku, ne, das ist ja eine Doku geworden mit Trailer, dies, das, tralala. Und jetzt muss ich euch schon mein Herzstück der Doku zeigen, weil es diesen Leak gab. Oder ich mache es so wie heute und fahre selber hin und gucke mir das Gebäude an. Aber krank, das war nachts, ne? Ob man das jetzt so darf, so ein Gebäude angucken, heimlich, weiß ich nicht. Liebe Arabella Poth, Anwältin, wenn das Haus Friedensbruch ist, bitte, bitte, du hast mir schon, geschrieben, bin ich ab morgen dein Mandant, ich kenne mich da nicht aus, hätte ich die Doku getreten, es gäbe keinen Leak davon, hätte ich vorher mit dem Anwalt telefoniert. Jetzt nochmal liebe, schöne Grüße, Arabella Poth, super Anwältin, wird mich dann vertreten, falls ich jetzt morgen eine Anzeige kriege. Aber ich meine, ich kann mir auch die Tankstelle angucken, ob hier wirklich Tank ist. So mache ich jetzt bei dieser Fabrik. Es wird gesagt, jeder, der will, kann vorbeikommen. Ich nehme die Einladung heute dankend an. Ich finde aber schon, ey, das ist so schade, dass es kein Druck ist. Ich bin so ein geisteskranker Typ, ne? Ich sage, ich nehme die Einladung an, fahre dann nach Hamburg mit 3 Leuten, gehe so über Zaun und Kletter und filme. Voll, ich bin geisteskrank, ja? Suche ich mal und gucke, ob ihr da wirklich Stand. Das macht mir Spaß jetzt wieder. Bis später, Leute. Peace. Autobahn, ein bisschen fahren. Wir sind von Dortmund gefahren, waren in der Shisha-Bar und nach Hamburg dann, weil 4-5 Stunden. Das ist ja voll versetzt. Hier war auf der Autobahn langweilig. Ich kann keine Kopfhörer anschließen. Ich habe Kopfhörer hier, Leute. Hier sind meine Kopfhörer. Ja. Problem ist, ich habe keinen Bluetooth. Wir sind hier auf einer ganz dubiosen Raststätte. 5 Kilometer vor dem Ziel.
Wir scheuen wieder keine Kosten und Mühen, um der Aufklärung nachzugehen. Wir fühlen uns so ein bisschen wie auf Klassenfahrt mit 15 Jahren, wenn man irgendwo was Geheimes gemacht hat, weil es ja irgendwie auch geheim. Wir wissen jetzt noch nicht, wo die Reise hingeht, beziehungsweise wo die Reise hingeht, wissen wir, aber wir wissen nicht, ob wir erfolgreich sein werden. Deswegen. So witzig. Ich reacte jetzt nur. Ihr müsst das in der Doku eigentlich sehen, dass die 6 Monate vorher eine Produktionsdoku zeigen. Ich sage, das ist keine Doku. Die sagen, ich lüge, die bedrohen mich, tralala, knicken aber ein, weil ich mich nicht habe bedrohen lassen. Dann bieten die mich an, ich soll alleine nach Hamburg kommen, mir das angucken, alleine, ne, so, alleine in einer Stadt, hätten die mir wahrscheinlich Geld geboten oder mich bedroht, keine Ahnung, was sie gemacht hätten, keine Ahnung. Ich denke eher Geld geboten oder so. Und dann fahre ich kranker Motherfucker nachts um 3 Uhr einfach dahin und film, um dann 3 Jahre später auf den Tag von heute zu warten, um eigentlich in 3 Wochen in einer Doku euch zu zeigen. Und leider muss ich heute einfach nur reacten. Nicht, was am Ende dieses Blogs passiert. Es kann viel passieren. Auf jeden Fall werden wir recherchieren. Wir werden hart recherchieren. Also quasi, in dem Moment war ich ja noch nie selber da. Ich hatte schon Detektive da. Ich wusste, da ist nichts. Aber ich habe es ja nicht selber gesehen. Deswegen sage ich da, ich werde da recherchieren. Und die Detektive haben halt so, kannten sich mit Produktion nicht so aus. Deswegen habe ich so nur, ich wusste, da ist nichts. Ich wusste, Marcel lügt. Ich wusste, die lügen. Aber natürlich wollte ich es für die Doku, was hier war ja für eine Doku geplant, auch so, kennt ihr Wallraff? Das wollte ich so, wollte ich das aufziehen. Recherchieren. Ein bisschen wie Wallraff auf RTL, ja, der macht ja dieselben Filme. Ja, da sag ich sogar Wallraff, guck. Der kriegt weniger Ärger, weil deine... Guck mal, witzig, ich sag sogar Wallraff auf RTL, und das habe ich gerade auch nochmal gesagt. Dings, wie heißt das? Journalistentätigkeit nachgeht. Aber uns ist der Ärger ja egal. Bei 55 Klagen kann auch noch die 56. kommen. Hauptsache, ihr wisst Bescheid, wer sauber produziert und wer nicht. Bis gleich, peace. Ja, ich zeige jetzt gerade, dass ich da hingefahren bin vor 3 Jahren, wie so geistkrank und da keine Doku, kein Dings ist. Es macht mir Spaß, selber zu sehen, wie geisteskrank ich bin, aber es ärgert mich ungemein, dass das geleakt wurde und ich nicht, dass ich in 3 Monaten nach fetten Doku so verschachtelt gepackt hätte. Weil heute reacten wir das nur, aber heute wird schon jeder sehen, dann wird die Doku nicht mehr so spannend, aber die Doku wird trotzdem gemacht. Langweilig. Nervt doch nicht, Mann, hört alles. Dreh dein Handy weg von der Cam. Du hast mein Handy weg drin, ist doch egal. Ich habe eine Story gemacht. Guck dir mal kurz, geh was trinken holen. Da passiert ja gerade nichts. Wenn was passiert, dann. Ich brauch was zu trinken. Warte mal kurz. Wir sind jetzt fast da. Wir sind jetzt hier im Gewerbegebiet. Ist nichts passiert, ne? Ist irgendwas passiert? Naja, ne? Nichts Wichtiges passiert, ne? Ich habe hier CBD-Isolat. Ne? Seht ihr das? Aus meiner Fabrik. Man darf das nicht juristisch verkaufen. Aber ich nehme das, weil ein Messlöffel. Es sind 500 Milligramm. 2 Messlöffel sind 1 Gramm. 1 Gramm. Jetzt habe ich gerade
ein Gramm CBD genommen. Das ist eine Flasche von Health Plus. Also ich habe gerade eine Flasche Health Plus CBD genommen. Kurz da, deswegen kann ich das jetzt beschreiben, was wir gleich sehen. Auf jeden Fall sehr, so dass man sehr wenig sieht. Ich schwöre, das ist so schade im League. Man sieht auf jeden Fall... Wenn das in 3 Wochen so als Doku kommen wäre, wäre viel kranker. Hier wird scheinbar angebaut. Da wurde was gebaut. Das sieht so aus, als wenn man da wirklich produzieren könnte. Könnte man produzieren, aber auch eher nicht. In der Doku hätte ich das bewiesen mit Bildern und so. Kommt aber noch. Nee, wir machen es so. Ich reacte das jetzt so, dass noch offen bleiben könnte, ob es stimmt oder nicht. Wenn das dazu gehört, aber das gehört dazu. Das, was man da vorne sieht, da produziert... Das ist ja so eine geile Doku geworden, Leute. ...seit 10 Jahren Eiweiß und macht so viel Umsatz wie diese Firma. Das hier sieht eigentlich aus wie eine kleine Lagerhalle maximal. Was ist los, wie ein Versand oder maximal wie eine Umfüllung. Ja. Das, was da angebaut wird, sieht aus wie... Da könnte man theoretisch produzieren oder auch nur lagern. Auch, es gibt auch Lagerhallen, die so groß sind. Fakt ist, die Firma sagt ja, dass sie seit 10 Jahren hier produzieren. Also, damals hat ESN gesagt, wir produzieren seit 10 Jahren hier. Aber das ist alles geheim, das darf keiner sehen. Und deswegen haben wir das nie gezeigt. Jetzt hat Kevin Wolt ein Video gemacht, wo er die Produktion zeigt. Und ich zeige damals eine Baustelle. Damals wurde aber ausgesagt, wir produzieren seit 10 Jahren hier. In der Doku mit Beweisen. Das sieht so aus wie von, ich glaube, laut Eintrag seit 2 Jahren gebaut. Da steht doch nur ein kleiner Sprinter. Ich weiß nicht, was der machen soll. Also, was da angebaut wird, kann sein. Damals wurde es halt behauptet, ne? Ne? Kann sein, dass hier mal produziert werden soll. Fakt ist, hier produziert keiner seit 2 Jahren. Wir gucken jetzt mal hier ein bisschen weiter, was wir noch sehen können. Ja, und schauen weiter. Ist ein bisschen sehr hell und sehr, sehr... Da hängen auch Kameras neben den Lichtern. Vielleicht werden wir auch gerade jetzt gefilmt, das wäre nicht so cool. Ja, wir gucken. Wir wurden übrigens gefilmt. Mal weiter. Mehr dazu in der Doku. Mal Lichtes. Da hängen Kameras neben den Lichtern, ne? Mal Scheiße, dieser Leak, das nee. Ärgert mich also so. Als Doku in 3 Wochen so geil. Wenn wir klettern würden, theoretisch, wären wir hier irgendwelche Jammer. Filmer. Willst du ein bisschen filmen? Ja. Nehmen wir mal an, dort soll produziert werden, was realistisch wäre. Man sieht sehr schlecht, aber. Jetzt schon seit 10 Jahren hier links produziert werden kann. Hier sieht man, das ist einfach ein Gebäude, was gebaut wird, ne? Mehr in der Doku. Und ich frage mich, wo diese Riesenproduktion vorgestanden haben soll, denn wir wissen auch, wo das Nutra-Korb-Lager vorher war. Da ich habe noch ein Video, wo. Egal, ich habe noch ein Video. Egal jetzt einfach. Ich darf nicht so viel verraten. Ich bin immer so. Ich bin jetzt wieder so in Freude, übereifrig für die Doku. Ich habe noch ein Video. Schöne Grüße Peter Zabelewski. Der war auch mal für mich in Hamburg. In der Doku. Ja, hier habe ich ja noch Bilder zu, glaube ich. Und das war allerdings nur ein Lager. Das rechts könnte eine Produktion werden. Das links ist definitiv keine Produktion. Und was das rechts wird, weiß man aber auch nicht. Also die haben damals ein Video gedreht, behaupten, hier ist eine Produktion. Ich sage, da links ist keine Produktion. Der Rest könnte eine werden. Jetzt zeigen sie eine. Wird also bedeuten, könnte sein, oder es scheint so zu sein, dass da jetzt eine Produktion ist. 2017, wo sie das behauptet haben, mich eingeladen haben, den gucken kommen soll und Marcel von Garnick gesagt haben, ja, hier ist eine Produktion. Weil, soll ich jetzt sagen oder im Doku? Eins in den Chat, wenn ich jetzt sagen soll, wer das alles weiß, der jetzt lügt. Und zwei in den Chat, wenn ihr auf Doku warten wollt. Ich bringe euch ein Beispiel. Komm, ich mache einen Teaser, was in Doku gehört. Machen wir das klein, weil Görki hat meinen Hund gepostet. Danke, Görki. Stabil. Ich schwöre, du hast mir mal ein Unrecht getan. Ich habe von dir abgelassen, weil du mich drum gebeten hast. Aber du hast Amino gepostet. Wir sind quitt. Diesen Screenshot, den ich veröffentliche, ist nicht gegen dich. Deswegen ist der absolut in Ordnung. Ah, das ist für Doku. Das ist auch für Doku. Jo, Görki, weißt du noch, was ESN dir damals als Begründung genannt hat? Damals, als du die Produktion nicht besuchen durftest? Ich glaube, die hatten keine eigene. Ja, die hatten, dass sie keine hatten, wissen wir ja. War jetzt nur eine Frage, ob die das auch so zu dir gesagt haben oder einen anderen Grund kam. Kein Plan, ist ewig her. Wie gesagt, Props an dich, Görki, aber das sind so Teile, die in der Doku vorkommen, weil ich muss ja doch ein bisschen was zeigen. Das triggert mich jetzt.
Ach, jetzt habe ich die zugemacht. Nein. Wo ist die Doku hin? Wo ist die Doku jetzt hin? Ach, da war die Doku. Wo ist Skype hin? Scheiße, ich habe die Doku zugemacht. Man sieht auf jeden Fall, hier wird scheinbar angebaut. Niemals. Die Frage ist, was jetzt da gemacht wird, ne? Was hier hinkommen wird. Sehr interessant. Das reicht eigentlich schon. Das hier ist immer okay. Was ich jetzt sehr interessant finde, diese kleine Halle, die wir gesehen haben, da könnte man maximal umfüllen oder Big Packs aus dem Ausland hinbringen und dort den Beutel füllen. Was sogar richtig als Made in Germany durchgeht, aber nicht für mich Made in Germany ist. Wieso ja, nach dem Matze-Busse-Video hat ESN ja gesagt, ja, wir sind offiziell hier auf Papier Made in Germany, was sie ja wären mit einer Umfüllung hier in Deutschland. Das ist leider so. Das ist leider legitim, da sind die deutschen Gesetze schwach. Fakt ist, Matze Busse war in Hamburg in einer Produktion. Man hat aber nur gesehen, wie eingefüllt wurde, dieses bekannte Umfüllen. Dieses bekannte Umfüllen könnte dort in diesem linken Nutra-Korb-Gebäude gefolgt sein. Wieso? Reine Umfüllmaschinen sind nicht groß, hier kriegt man eine kleine Halle rein, aber ein Labor, ein Qualitätsmanagement und ein Mischsystem. Hier fragt jemand. ESN ja gesagt, ja, wir sind offiziell hier auf Papier Made in Germany. Entschuldigung. Hat jemand, mein Video sieht aus wie du. Das bin ja auch ich. Du brauchst echt mehr Mods. Ja, meine Leute haben mich heute wieder voll hängen lassen. Matthias Technik, seid ihr jetzt nur rumgefahren oder auch ins Gebäude geschaut? Wir haben teilweise ins Gebäude geschaut, aber ich reacte jetzt nur das Video. In der Doku zeige ich euch das. Ist halt scheiße, dass das heute online ging, weil das kann man ja verwenden. Wäre viel größer, gerade die Mischer sind teilweise zweistöckig, dass man teilweise auf den zweiten Stock... Ich erkläre da quasi, dass das, was die damals als Produktionsdoku gezeigt haben, keine Fabrik gewesen sein kann. Um den Mischer zu bedienen, zu befüllen, sieht man auch in anderen Produktionsvideos, sieht man sogar bei MyProtein, obwohl die Schrott produzieren, haben die eine Riesenproduktion mit tollen Maschinen, die niemals da reinpassen würden. Und definitiv wurde ja auch versichert von einem Portal, dass das Video, was Matze Busse gedreht wurde, in dieser Nutrokop-Halle gedreht wurde, die auch seit einem Jahr steht, deswegen auch Anfang des Jahres das Video. Sprich, es wurde nur gezeigt, dass dort umgefüllt wird. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Einzelne... Ich kann noch mehr erklären. Was ich da sage, ist, ich könnte jetzt genau erklären, dass das komplett gelogen war von Matze Busse damals, aber hebe ich mir für die Doku auf. ...wirklich erhalten hat, vielleicht auch mit Fehlinfos versorgt wurde. Big Mac Banse weg. Also, dass er das nicht bewusst falsch rausgebracht hat. Ich glaube sowieso nicht, dass er es bewusst falsch gemacht hat. Ich finde nicht, so sieht eine deutsche Produktion aus. Ihr könnt auch mal googeln. Es gibt ja 4 große Abfüller in Deutschland. Wie groß die ungefähr sind. ESN ist riesig. In der Doku zeige ich schon Beispiele. Das heißt, die müssen annähernd so groß sein wie so ein Abfüller. Das, was man daneben dran sieht, das kommt so in die Region. Da wird maximal umgefüllt. Was rechts irgendwann passiert, wissen wir nicht. Wird aber noch Jahre dauern. Ob man da umfüllen kann oder nicht, Doku. So wie das aussieht, wir gucken jetzt mal weiter, ob wir noch Anhaltspunkte finden, ob hier wirklich so produziert wird, wie gesagt wird. Und die nächste Frage ist... Was soll man jemandem glauben, der 10 Jahre nicht dort produziert hat und jetzt Kevin Wolter vor die Kamera stellt und sagt, wir sind Made in Germany, wir haben hohes Qualitätsmanagement. Ja, sollte eigentlich in der Doku kommen. 10 Jahre nichts weiß, wo kein Rohstofflieferant weiß, dass er mit Rohstoffen beliefert wurde, was übrigens auch... Hier schreibt jemand, ESN hat nur eine Abfüllanlage und Riegelproduktion. Doku, 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 Doku. Fakt ist aber auch, wenn jetzt dort in dem linken Gebäude Beutel umgefüllt werden, wie von Matze Busse gezeigt, was man ja dort damals gesehen hat, darf man leider mit in Germany draufschreiben. Matze Busses Video, Doku, Doku. Und was ich da sage, dass man eigentlich mit in Germany draufschreiben darf... Aber dass Made in Germany nicht Made in Germany ist, habe ich ja schon 100-mal erklärt. Tschechien, CS, ESN. Bin ich auch der Meinung, dass ich nicht mit Anwalt dahin durfte, wie ich wollte, weil ich wahrscheinlich stärker nachgebohrt hätte. Doku habe ich so Anwaltsverläufe mit so einer Einladung und Ausladung und so weiter.
als andere Menschen, denen das schon gezeigt wurde. Vielleicht hat sogar Matze Busse wirklich auch geglaubt, dass es eine Produktion war, weil er noch keine gesehen hat. Vielleicht wurde anderen Leuten... Also hat dann mehr Geld bekommen und gesagt, Matthias Clemens lügt. Und ich wurde jahrelang als Lügner bezeichnet. Heute seht ihr die Wahrheit. Ich habe nie gelogen. Matthias Clemens sagt seit Tag 1 die Wahrheit. Scheiße, nur dass das jetzt schon raus ist und nicht in 3 Wochen in der Doku. Kacke. Matze Busse, du auch. Siehst du, hast du gelogen, hast bei mir in Trier Steak gegessen, auf meinen Nacken, hast bei mir geschlafen. Wenn ich die Liste aufzähle von euch, der mich alles verarscht hat, Matze Busse, wie ich jetzt denke, auch Kevin, Tim und Nico, Phil Bane, der eine, der andere, ist Wahnsinn. Wahnsinn. Jeder hat mir gesessen, gegessen und mich probiert online zu ficken und als Lügner hinzustellen. Und heute zeige ich euch vor meiner Doku, was mich ärgert, aber irgendwie auch freut trotzdem gerade, dass ich, ist eigentlich auch gut. Die ganze Welt, wer jetzt noch sagt, ich habe gelogen, ihr, bitte Gott soll euch strafen. Ihr seht, die haben euch jahrelang belogen und mir einen Image-Schaden verpasst. Vielleicht haben uns andere Leute auch geglaubt, weil ihnen nicht genug gezeigt wurde. Man weiß es nicht. Sollte Matze Busse in diesem Gebäude gefilmt haben, was er hat er ja, und das geglaubt haben, ist das für mich nicht perfekt. Weil, wenn es so wäre, hätte man es ja... Der wusste das. Der wusste das, der Bastard. Sowieso ganz gezeigt, mit allen Mischern, mit allem drum und dran. Weil es gibt mir kein Geheimnis. Damals wurde gesagt, wir wollen das schützen und so, aber die Maschinen sehen in jedem Land gleich aus. Damals wollten sie schützen, jetzt zeigt Kevin eine Produktionsdoku. Mhm. Die Maschine macht nicht das Gütesiegel aus. Die Maschine ist dasselbe. So ein bisschen so, wie wenn ein Auto dasselbe ist, aber der Tank, den man reinfüllt, ist ein anderer. Und zwar für mich sind dann Qualitätsmanagement, Labor. Und auch die Mischung. Auch die Mischung ist jetzt keine keine so schwierige Sache, das kann jeder gleich machen. In meiner eigenen Fabrik zeige ich dann mal, wie man es das richtig macht und so. Eigentlich Qualitätsmanagement und Labor sind das Wichtigste. Für mich, was Made in Germany angeht. Und noch der interessanteste Aspekt, wenn man eine Produktion zeigt. Übrigens, ein Labor bei uns wird auch anders aussehen als bei deren. Ganz anderer Standard. Was die da gezeigt haben, was ich so weit gesehen habe, ich habe ja wenig geguckt, ist schon lächerlich alles. Schon dramatisch lächerlich. Weil die Mischa oder die. Ich bin so sauer, dass diese Doku nicht auf einmal kam und ihr jetzt schon. Das ist so. Ich weiß, wie das gerade ist. Ihr habt ein Album geplant, ihr seid Rapper mit 24 Tracks und die 3 Singles wurden schon geleakt. So ist das gerade. Dann wird das Album zwar trotzdem krass, aber ihr habt die 3 Singles schon gehört. Ein Jahr vorher und das Album hat ballert nicht mehr so. Kennt ihr? So fühle ich mich gerade. Das ist hier so eine kranke Doku geworden. Schwierig, ich bin so sauer, Leute, dass das geleakt wurde. Ja, auch mal hier in diesem Nachtblock zu erklären. Ich glaube sogar, dass man sogar bei Made in Germany Scheiße machen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Also mit so Tricksereien hier, ne? Dass so Made in Germany leider nicht immer Made in Germany ist. Selbst wenn man sich so zurecht trickst. Können wir mal noch egal Scheiß drauf kommen. Ich habe jetzt die ganze Zeit Drang, weitere Beweise zu zeigen, wie ich als Lügner bezeichnet wurde, aber ich muss hier für die Doku aufheben. Ich muss gerade in meinem Kopf so klarkommen, hier auf meinen 1 Gramm CBD, dass ich nicht zu viel verrate, damit die Doku überhaupt noch spannend wird, weil ich sage ja hier schon was alles. Nachdem man halt Shitstorm bekommen hat. Ich denke, wenn ich nicht vor 2 Jahren angefangen hätte, so auf Made in Germany zu pochen, hätte man auch gar nicht versucht, hier seit einem Jahr irgendwie ein Made in Germany darzustellen, ja. Und weiter. Ob es dann wirklich dasselbe ist wie bei Sekbus oder wie bei anderen Firmen, die es ehrlich machen, das ist natürlich die... So Leute, ich brauche euren Support. Eins in den Chat, wenn ihr glaubt, dass ESN schon immer, wie sie sagen, Made in Germany ist und selber produzieren. Bitte eins in den Chat. Das will ich jetzt schon mal wissen nach dem Teil, den ihr gesehen habt. Oh, Ismail Bojo aus Salui. Schöne Grüße. Spürt man die 1 Gramm CBD? Ja, normal, Mensch wird einschlafen. Kommen keine Einsamen in den Chat. 2, ihr glaubt, die haben immer in Deutschland produziert? Ach so, nee, 2 ist ja richtig. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Ja, ja, ihr wisst alle, die haben gelogen. Ja, war mein Fehler. Ich habe 1 und 2 verwechselt. Ich bin müde, ich habe auch keinen Bock. Aber wir gucken weiter. Die große Frage. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen rundfahren, uns die Gegend angucken. Wir werden noch mal gucken, ob die beiden alten Gebäude noch da sind, die ich aber schon mal gesehen habe. Bevor das da entstanden ist, das waren 2 alte Lagerhallen. Da Doku, kommt in der Doku. Gar keiner was produziert. Ob es sie noch gibt, wissen wir nicht, gucken wir jetzt. Und ansonsten werde ich euch up to date halten. Und wenn dieses Video hier rauskommt, was jetzt schon interessant ist auf jeden Fall, wird ja sowieso eine Klage kommen und wird bestimmt ein großer Krieg entstehen. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, das habe ich vor 3 Jahren gedreht, geisteskrank wie ich bin. Und wenn die jetzt die
wenn Kevin jetzt dieses Video macht oder jemand anderes, dann eine Doku zu machen. Und die Scheiß wird heute geleakt damit, und ich muss euch jetzt schon zeigen, dass ich die in der Doku zerficken werde. Voll nervig, ich schwöre. Das ist so als, ja, ich habe kein Beispiel mehr. Entfachen, aber dieser Krieg wird dann auch zeigen, ob wirklich hier, wie gesagt, vor ungefähr 8 Wochen habe ich ein Schreiben mit der Firma gehabt, dann soll ich vorbeikommen. Ich hätte aber nur mit Malik kommen dürfen, nicht mit Anwalt oder nicht. Naja, damals sollte ich mit meinem ehemaligen besten Freund, mit dem ich nichts zu tun habe, kommen, der ja dann voll der scheiß Zeuge ist, weil die hätten sagen können, ja, der ist dein bester Freund und Partner. Das wollte ich halt nicht machen, weil es kein Zeuge ist. Ich wollte meinen Anwalt mitbringen, damit was juristisch ist. Das wollten die dann nicht. Doku. Nicht mit irgendwelchen weiteren Zeugen, weil im Endeffekt mir und Malik hätte sowieso keiner geglaubt. Genau, uns hätte eh keiner geglaubt. Ja, der Stream bleibt online. Rabattcode, Geburtstag 30, wird auch einen Tag verlängert wegen dem Stream. Wer hat Doku geleakt? Ja, ich selber. Ich bin in meiner Auszeit. Deswegen reden private Leute mit meinen YouTube-Leuten. Dann haben die mir einen Link geschickt, der nicht verschlüsselt war. Dann habe ich das in meine Story gepostet und dann wurde das geleakt. Aber ich wusste das nicht. Und ich war verpeilt, weil ich an anderen Sachen beschäftigt war und nicht gerade mich auf Instagram, YouTube konzentrieren konnte und vertraut habe, dass der verschlüsselt ist. Und ich mit dem Bürgermeister was klären musste und das so nebenbei gepostet habe und dann nicht reingucken konnte, dass das geleakt wurde. Ich habe es also selber geleakt, aber weil ich in einer Auszeit bin, mich nicht mit dem Kram gerade hier beschäftige. Es ist gerade für mich hier so, als ich werde gerade aus einem ganz anderen Leben rausgerissen, wieder mein altes Leben und muss gleich wieder zurück in das andere Leben, was ich gerade führe. Weil man uns gerade hat, ja, ihr lügt, ihr wart nicht da, bla bla bla. Wenn ich einen Anwalt aber mitgebracht hätte, was ja nicht so schlimm wäre, der halt juristisch notiert hätte, okay, hier wird nicht produziert oder hier wird produziert, wäre das juristisch gewesen. Diese Firma hat auch ihren Anwalt vor 8 Wochen eingeschaltet, aber ich einfach nie wieder gemeldet, auch nicht auf Nachfrage. Ja, okay, jetzt habe ich in dem Video auch geleakt, dass der Anwalt so sich gar nicht mehr gemeldet hat. Ja, können wir meinen Anwalt vielleicht in die Doku packen? Ey, in der Doku interviewen wir meinen Anwalt, das ist geil. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich denke sowieso, wir wären nur eingeladen worden, um uns hier zu schmieren oder uns hier Geld anzubieten oder einen Deal anzubieten, damit wir aufhören nachzurecherchieren, weil... Warum hast du Stress mit Malik? Lass uns nicht darüber reden. Muss ich ja 29-Stunden Video drehen. 100-Stunden Video müsste ich dann drehen. Ich bin mir sicher, die Firma hätte es weniger gekostet, mir irgendwie viel, viel Geld zu überweisen, statt mit mir in den Krieg zu ziehen. Aber die wissen natürlich, dass ich das Geld nicht annehme, beziehungsweise wäre nur Malik mein Zeuge gewesen, hätten die einfach gesagt, haben wir nicht angeboten. Wäre ein Anwalt mein Zeuge gewesen, hätten sie da Probleme bekommen. Deswegen denke ich, sind die Einladungen schon nachgegangen. Den E-Mail-Verlauf habe ich übrigens auch auf meinem Handy natürlich. Mein Anwalt ist auch eingeschaltet. Schönen Grüße an Eberhard. Der Anwalt der Gegnerfirma ist auch eingeschaltet. Wie gesagt, es kam nie zu diesem Treffen. Es wäre ein faires Treffen gewesen in der Produktion. Ihr Anwalt, unser Anwalt, hätten wir uns getroffen. Das war übrigens, das Gespräch war am 20. Juli. Ich kann mich gut daran erinnern, weil es kam in Abfolge einer anderen Geschichte, die passiert ist. Und 20. Juli, jetzt haben wir heute aktuell 3.48 Uhr am 20. Oktober bis zum 19. Das heißt, das sind einige Monate her. Ich durfte die Produktion nicht mit einem Anwalt besichtigen. Krass, du und Malik waren so dicke, ja. Deswegen war ich auch 2020 so enttäuscht. Aber ich will nicht über Malik reden, das ist privat. Ist doof, dass jetzt im Video ist. Ich hätte das nur rausgeschnitten. Wenn das nicht geleakt worden wäre von mir, weil es nicht verschlüsselt wurde, von einem anderen Scheiß drauf und mich nicht jemand da Kopf gefickt hätte, hätte ich Malik rausgeschnitten. Weil ich will nicht da mehr über ihn reden einfach. Also hat man hier was zu verheimlichen. Wir gehen jetzt weiter auf die Jagd. Nennt mich dabei, dafür, wie auch immer heißt, wenn du das siehst. Vielleicht machen wir mal was zusammen. Peace. Aber guck mal Leute, ich bin jetzt sehr enttäuscht, dass ich das nicht als Doku gemacht habe. Wir wollen uns jetzt das Gebäude von hinten anschauen. Na, laufen wir jetzt hinten rum und versuchen so reinzufilmen, wo angeblich produziert wird. Aber das ist ja nur, das ist ja Rohmaterial. In der Doku kann man zoomen, kann man andere Sachen reinschneiden, dies, das, tralala. Ich will nicht über den reden. Fragt ihn. Ich weiß nicht, wieso wir Stress haben. Ich habe gehört, dies, das, tralala, keine Ahnung. Ja. Und mal weiter recherchieren. Für alle, die sich fragen, wieso ich tagsüber hier im Wald rumlaufe, nachts im Wald rumlaufe, tagsüber kann ich hier nicht selber hingehen, weil die würden mich sofort anzeigen. Genau, tagsüber hätte ich nicht selber hingehen können, weil die filmen da mich und so und weiter und so fort. Und deswegen war ich nachts da. Tagsüber gab es aber auch Leute, die da waren. Oder wahrscheinlich würden die irgendwelche Leute beauftragen, mir aufs Maul zu hauen und es wird dann zu einer Eskalation führen. Und im Endeffekt wird es dann so ausgesehen lassen werden, als hätte ich die attackiert oder was weiß ich. Nachts kann ich mir die Sache in Ruhe angucken. Fakt ist,
falls dieser Block hier rauskommt, bevor der rauskommt, werden wir auch noch Leute tagsüber hingeschickt haben, gucken, die man halt nicht erkennt, die nicht ich sind, weil ich bin für auffällig. Weil man kann ja niemandem vorwerfen, dass er sich eine Produktion angucken möchte, ne? Oder was dort gebaut wird, oder was dort vorher war. Ich weiß nicht, ob eingefallen, so riesig wieder angeht. Auf der Homepage ist der Rabattcode, ist der Rabatt schon drin, ist, oder ist das per Code? Ich weiß nicht, ich bin ja inaktiv. Ich rufe mal Danny an. Rabatt ist schon drauf oder sie müssen einen Code eingeben? Nee, der läuft noch weiter. Also wenn müssen sie einen Code eingeben oder ist der Rabatt automatisch im Produkt drauf? Automatisch abgezogen, Geburtstagsrabatt ist verlängert. Ah, nee, weil früher muss man einen Code eingeben bis vor kurzem. Das wird geändert, ne? Das ist jetzt gerade nicht mehr bei der Aktion. Sicher? Ja, sicher, ich bin die ganze Zeit auf der Website mit der parallel. Okay. Alles klar, weil die haben mich das gefragt, weil vor kurzem muss man immer Code eingeben. Also nochmal, die Preise sind schon abgezogen. Ich bin, wie gesagt, inaktiv, ich krieg von nichts mit, muss über Danny anrufen, deswegen. Realster Livestream meines Lebens. Bis dann. Wie ist es bis jetzt so? Ist Doku gefickt, oder? Sag mal ehrlich, vor allen Leuten, die Doku wäre kranker geworden, als jetzt das zu leaken, oder? Oder ist so schon krank? Die Leute hören zu. Ja, aber wegen deinem Anspruch, trotzdem ist jetzt gut, gib Gas. Ja, okay, mach weiter. Alles klar, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber bis dann, ciao, ciao, ich höre mich. Gebaut wird, wer hätte es das vorher gegeben, hätte man das auch gefunden. Jetzt hat man auch gefunden. Übrigens könnte das auch eine Lagerhalle sein. Man weiß ist schon nicht. Abgezogen. Wir werden der Sache weiter auf die Spur gehen. Wahrscheinlich müssen wir auch noch mehr mit Rohstofflieferanten reden. Noch ja, Rohstofflieferanten ist auch interessant. Es ist eine Lagerhalle und das, was die jetzt als Produktion zeigen, was ich da zeige wahrscheinlich. Weitere Dinge, Indizien suchen. Wir werden uns schon mal hier gucken, wie wir das Gebäude von hinten sehen und uns versuchen, nicht erwischen zu lassen. Beziehungsweise wir machen ja nicht illegal. Also wir gucken nur von außen, was abgeht, das darf man ja. Ihr könnt auch gerne zu meinem Lager kommen. Übrigens mal als Vergleich: ESN ist viel, viel größer als Sekt+, weil die viel länger auf dem Markt sind. Und gerne könnt ihr auch meine jetzige Lager. Schon übertrieben fett da, ne? Schon da übertrieben fett. Lagerhalle gucken können, wo nur gelagert wird. Lagern bedeutet, Produkte kommen just in time von der Fabrik rein und gehen wieder raus. Selbst diese Lagerhalle ist größer als die Produktion, obwohl da nur gelagert wird und just in time kommt Ware rein und raus. Während bei einer Produktion gelagert werden muss, Rohstoffe müssen gelagert werden, die Maschinen müssen dastehen, die fertigen Produkte müssen über mir gelagert werden. Guck mal Leute, ich wollte ein perfektes Comeback, hier Tristan W., ich wollte ein perfektes Comeback mit einer kranken Doku. Und jetzt wird das geleakt und der geilste Teil meiner Doku ist schon draußen. Natürlich bin ich enttäuscht. Natürlich war es zur Zeit auf Testo. Die Zeit habe ich genauso viel Testo genommen wie jetzt. Aber jetzt bin ich lean. Mein Bauch ist weg, hier fast weg. Ich mache Ausdauersport, ich bin sehr dünn. Ich wiege so 112, 13, 14 Kilo. Und da habe ich so 125, 130 Kilo gewogen. Das heißt, das ganze Gebäude muss doppelt. Der ist immer auf Testo, das stimmt. Wie unsere Lagerhalle muss auch 10-mal so groß sein, damit man produzieren, versenden, alles da machen kann. Deswegen, jeder ist herzlich eingeladen, auf meine Halle zu gucken. ESN übrigens, falls ihr euch beschwert, ihr dürft auch nachts meine Halle gucken kommen. Ihr könnt auch nachts gerne zu uns. Tatsächlich gab es mal nachts Besuch auch. Das war krass. So eine komische Sache habe ich auch auf Handy, aber egal. Doku. Aber wenn ich das noch finde, das weiß ich nicht, ob das in Doku kommt, weil wie viel Testo nimmst du aktuell? Ganz wenig. Wie soll ich zum Friseur? Ich muss die ganze Zeit illegal Haare schneiden, ist doch Lockdown. Und ich bin noch in Auszeit. Ich wusste doch nicht, dass ich heute streame. Ich nehme momentan wenig Testo. So, 52 Milligramm pro Woche einfach für Wellness. Zum Lohnabfüller gucken und wie es da aussieht, um euch Inspiration zu suchen. Wir haben damit kein Problem. Wir sind auch nicht sauer. Ihr könnt auch da filmen, ihr könnt da machen, was ihr wollt. Ja. So wie wir das hier auch machen. Gleiches Recht für alle. Ja, wir suchen jetzt weiter. Wir dürfen nicht zu viel Zeit verlieren, weil bald geht die Sonne auf. Bald werden vielleicht da auch die ersten Arbeiter kommen. Was auch nicht schlimm ist. Oder wir gucken einfach mal, wer da so arbeiten kommt, wo die LKWs herkommen. Wir verfolgen die Spur weiter. Bis später, Leute. Peace. Guck mal, ich bin teilweise so stolz auf mich, dass ich vor 3 Jahren so krank was geplant habe, um eine Doku rauszuhauen, wenn die ein Produktionsvideo raushauen. Aber ich ärgere mich gerade, dass das heute geleakt wurde und ich das jetzt zeigen muss. Aber es ist trotzdem krank, weil es beweist einfach, Matthias Clemens hat immer die Wahrheit gesagt und wurde dafür von halb Deutschland als Lügner bezeichnet.
Und Matze Busse hat gelogen, die Zeugen haben damals gelogen. Und ja, diese Kevin-Uwe-Sache gucke ich mir besser nicht an, bevor ich einen Ausflipper kriege. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ich glaube, das gucke ich mir nach meiner Auszeit auch nicht an, weil sonst kriegen wir wieder so ein Tim und Nico-Video von der Art her. Weil ich will gar nicht wissen, wo die da meinen Namen benutzen oder nicht, habe ich gar keinen Bock drauf. Da fahren wir jetzt hinten ins Gebäude, um das Gebäude von hinten anzuschauen. Und ja, ich habe versucht, über den Zaun zu klettern. Das ging wegen Sicherheitssystem nicht. Das war zu gefährlich. Also, wir waren ja 4-5 Stunden da, aber wir haben ja nur 30 Minuten gefilmt. Weißt du, was ich meine? So, über den Zaun klettern ging nicht. Habe ich probiert. Aus Friedensbruch, scheiß drauf, mach Anzeige. Kein Problem. Hier, Christian Mock schreibt, hab mal bei ESN gearbeitet, was du sagst. Stimmt, ja natürlich, ich habe noch nie gelogen. Ich habe bei Biotech nicht gelogen, wurde als Lügner bezeichnet. Ich habe bei ESN nicht gelogen, wurde als Lügner bezeichnet. Ich werde immer als Lügner bezeichnet. Und hätte ich heute nicht jetzt den Leak reacted, hätten die das auch wieder gedreht und verschachtelt. Also musste ich heute schon mal weisen lügen und mein eigenes Comeback habe ich gefickt. Richtiger Spionierfilm. Ey, ich sage euch eine Sache. Guck mal, jetzt leak ich eine Sache von mir privat. So arbeite ich bei jedem Beef. Ich schwör's euch bei Gott. So arbeite ich bei jedem Beef. Ich sammle Sachen, ich speichere Sachen in meinem Kopf, ich mache Screenshots. Jeden Beef, der entstehen könnte, den mache ich so. Jeder, der mit mir Stress hat, so arbeite ich. Ich kann euch, ich zeig nicht. Ich habe meine Auszeit ein Skript geschrieben, 24 Seiten lang, was ein Teaser ist für ein Video, wo ich in meinem Kopf ein 3-Stunden-Video geskriptet habe. Und da habe ich 2 Tage mich mit so mit beschäftigt. Und so arbeite ich bei jedem Beef. Also jeder von euch, jeder, der mich angreift, so arbeite ich bei jedem Beef. Ihr seht es jetzt. Ich habe 3 Jahre nichts gesagt. Nix. Hab gestern gesagt, ich mache eine Doku. Nun, weil es geleakt wurde, kommt es heute raus. Weil sonst hätte ich nochmal gelauert 3 Wochen, um dann richtigen Arschweg zu geben. Und so arbeite ich bei jedem Beef. Also überlegt euch 3-mal, ob man sich mit mir anlegen sollte. Aber ich sage eins, was ich nie mache, Telefonate aufzeichnen, weil das machen diese ganzen Leute, alle YouTuber, alle Rapper, ich hasse das wie die Pest, Telefonate aufzeichnen, das hasse ich wie die Pest, das mache ich nie, weil das wurde, finde ich, ekelhaft und wurde bei mir schon oft gemacht und dann wurden, das kann man aus dem Kontext schneiden, weißt du, so ein Telefonat kann man aus dem Kontext schneiden, meine Beefs sind immer so mit Zeugen und dass ich das so erkläre oder solche Sachen mache, wo ich dann ganz genau weiß, was Sache ist, weil Telefonate aufzeichnen finde ich einfach auch ekelhaft, macht man nicht. Weil sonst könnte ich sie komplett ficken. Jetzt Telefonat, diese 1:40 mit Bedrohung, da würdet ihr denken, dass ich komplett psychisch krank bin, was ich da gesagt habe, und dass die richtig ekelhaft sind. Konstamok hat, ich habe verschwiegen jetzt erklärt, geschrieben, musst du natürlich ein paar Sachen erzählen. So Leute, wir sind jetzt auf dem Rücken. Guck mal, ich schwöre, merkt euch das heute im heutigen Tag, damit mich keiner nervt. Matthias, 10 Schritte voraus. Ich bin wirklich psychisch krank, was das angeht. Ne? Ich bin autistisch veranlagt. Wenn ich Krieg habe, ich meine, Kriege sind immer so. Wollte ich einmal in der Doku sagen, aber ihr wisst ja heute schon, leider durch den Leak. Von der ESN-Produktion. War ich ein ganz fettes ehrlich, Gesicht, ne? Von dem, was wir heute gesehen haben im Dunkeln, kann man kein Fazit ziehen, so. Ne? Kann ich jetzt nicht sagen, nein, da wurde gar nichts gemacht. Doch, kann man Fazit ziehen, habe ich da so extra so gesagt, so Wallraff-mäßig, das wollte ich dann in der Doku, wollte ich dann so, kann man kein Fazit ziehen? Doch, kann man, so wollte ich das halt machen. Also ich habe da schon die Doku geplant, versteht ihr? Wie ich da rede, ist schon geplant, obwohl ich habe das gar nicht gesehen, 3 Jahre, war schon geplant, wie ich dann die Doku baue, damit ihr seht, wie behindert ich bin. Ach, da ist nichts. Versteht ihr? Ich sag jetzt da so, man kann denken so, und dann der Doku so, bam, versteht ihr? Das wäre heuchlerisch irgendwie. Und dann wird man sich vielleicht selber ins Knie schießen. Was wir jetzt da gesehen haben, ist so für mich, mein Gefühl, mein Bauchgefühl sagt mir, nur die Abfüllung von fertigen Dingen, wo so wird es wieder größer. Mein Bauchgefühl hat mir natürlich noch viel mehr gesagt, aber ja, gut, egal. Wenn es die Vergangenheit nicht gäbe, in der Lieferanten, andere Firmen, Mitarbeiter von denen gesagt hätten, die produzieren nicht hier, und diese Halle da schon 10 Jahre stehen würde, und ich nicht die Umsatzzahlen von denen wüsste. Also da erkläre ich quasi, dass das ja eine ganz kleine Ecke, wo so ein bisschen abgefüllt wurde, ein Schauraum sozusagen haben die gebaut und dann damals als Doku präsentiert, sage ich dann da, wenn ich jetzt denken würde, die wären kleiner und ich wüsste nicht alle Infos und ich wüsste nicht von den Machern, wie die damals,
dann würde ich jetzt denken, man hätte in dieser kleinen Halle für eine kleine Firma produzieren können. Aber ist auch Schwachsinn. Das war so ein kleines Gebäude, man sieht das hier schlecht. Das muss man ja für Doku alles hell machen. Das wird ja heute geleakt, muss ich jetzt leaken. Würde ich sagen, okay, da produziert man im Kleinen, ne? Da produziert eine kleine deutsche Firma. Da ich halt die... Das Geräusch im Hintergrund ist im Video, ich kann nichts dafür. Ich muss sagen, von Matze Busse damals kenne. Da ich weiß, die Halle steht erst ein Jahr, da da ein Riesenanbau ist, da diese Firma riesig ist, ist das für mich immer noch sehr skeptisch, dass da so viel produziert wird. Vier Jahre Test und dann hat man Erdnüsse in der Hose. Guck mal, ich habe echt eine große Hand, ne? Guck mal, ich habe eine große Hand, oder? Ich bin ja 2 Meter. Sieht man, dass ich eine große Hand habe? Ich schwöre, wenn ich meine Eier hole auf Testo, sind trotzdem noch eine ganze Handvoll. Ich schwöre bei Gott. Ich will zeigen, ich kann ja auch in die Fenster-Account machen, kann ich euch das zeigen. Die Eier sind eine ganze Handvoll, weil mich hat mal jemand gefragt, sind deine Eier auf Testo geschrumpft? Und da habe ich abends getestet, habe gesagt, noch eine Handvoll. Habe ich meine Hand gezeigt, meinte, boah, nicht schlecht. Eier, wo sehr groß produziert wird, plus unsere Versandhalle, ist einfach viel größer, obwohl wir jünger und kleiner als diese Firma sind. Das ist eine Firma, die will sich mit MyProtein messen. Können die vielleicht auch von der Größe? Aber MyProtein, die auch scheiße sind übrigens, sind halt riesig einfach, so 80 mal so groß. Sind aber nicht vom Umsatz 80 mal so groß, das ist auch noch komisch. Das sind aber alles nur Indizien, ne? Das sind ja keine Beweise. Ja, so, ne? Ich rede dann halt schon da so, Indizien, dies, das, um in der Doku dann so bam zu zeigen, deren neues Video, was sie jetzt gemacht haben, dann das, dann das, dann das. Aber ihr könnt jetzt eigentlich auch deren Video gucken, das gucken, dann wisst ihr... So. Doku gefickt. Andere Leute so Halbwahrheiten verbreiten, die dann nicht stimmen, sondern ich will halt versuchen, das richtig zu beweisen. Komm. Genau, und ich will ja so Wallraff-mäßig, sage ich dann, ich probiere das richtig zu beweisen. So, um dann in der Doku alles so zu verschachteln. Und Schuhe filmen. Ich habe hier wirklich vollen Einsatz gegeben. Da, guck, das mit den Schuhen habe ich erzählt und in der Story. Gibt, auch nur mal zur Information. Das ist mit den Schuhen ist passiert, wo ich über den Zaun klettern wollte, weil ich wollte so das Gebüsch über den Zaun, ging aber nicht. Bis jetzt denken 90% der Leute, die sind eh nicht von hier. Das heißt, das, was ich hier mache, muss ich gar nicht machen, weil die sind eigentlich eh in den Arsch gefickt, so gesehen. Ja? Also die, das hier ist ja fast schon, könnte schon fast auch eine Promo sein, wenn ich aufdecke, die wären doch von hier theoretisch. Ich schwöre. Das ist der nächste Punkt, wenn man doch da ist. Also für mich, wenn ich hier so mache, könnte das ja aussehen. Das Gebäude von außen gezeigt. Wieso ist man da in so einer Einbahnstraße so abgelegen? Das ist doch wirklich, das Ding ist auch übrigens ein Hochsicherheitstrakt. Ne? Da ist Licht 24 Stunden. Da ist alles beleuchtet, man kommt doch nicht da. Das war wirklich ein Hochsicherheitstrakt, Leute. Ich schwöre, das war wirklich ein kranker Hochsicherheitstrakt. Man kommt nicht in die Halle ran, man kann auch nicht reinsehen. Und auch ganz komisch, wir haben jetzt 5.22 Uhr, da ist... In der Produktion wäre auch nachts was los, 5.22 Uhr wäre schon was los. Und man konnte ja ohne Kamera mehr sehen, man braucht Tageslichtaufnahmen noch aus der Zeit, wir haben auch noch Bilder und so für die Doku. Und das, was sie jetzt da zeigen, ist dieses Gebäude, was gebaut wurde. Und vorher war da nur so ein kleiner Showroom, wo die dann halt dann abgefüllt haben, um damals eine Fake-Doku zu drehen. Also sie haben damals nicht nur gelogen, sondern auch eine Fake-Doku gedreht. Und eigentlich müsste ich jetzt Matze Butze und ESN, wenn ich verklagen würde, verklagen auf Image-Schaden, weil damals haben die ein Video gegen mich gedreht und ich bin Lügner und ich habe dann einen riesen Shitstorm gehabt nach dieser Sache. Nach diesem Beef, ne, damals, wo ich die Wahrheit gesagt habe, 2017, hatte ich einen übelsten Shitstorm und die meisten haben denen geglaubt. Und heute seht ihr, ich habe die Wahrheit gesagt. Das ist krass, krass, krass. Da ist doch mal nichts los. Ne? Da ist auch nicht irgendwie, dass da LKWs parken. Was passiert hier in der großen Fabrik? Es werden jeden Tag Rohstoffe. Nehmen wir mal Kickdown. Kickdown genau. Hat 30 Rohstoffe. Das heißt, 30 verschiedene Lieferanten. Wir werden morgens um 5 schon LKWs angekommen. Was ist los gewesen in der Fabrik? Ist meistens 24 Stunden Action und so weiter und so fort. Deswegen weiß man, dass man nur ein Showroom und ein Gebäude, was gebaut wird. Rohstoffe. Das kommt in riesen LKWs. Das, kann man das hier mal kurz filmen, wie das hier aussieht, die Tankstelle? So müsste das eigentlich aussehen. Genau, so wird das bei der Produktion ausstehen. LKWs, dies, das. So sieht aus, wenn du produzierst, weil die LKWs müssen ja schon morgens ankommen, bringen Rohstoffe. Du hast ja ein riesen Rohstofflager. Du hast ja alles Mögliche. Also wir zum Beispiel, wir produzieren, ist das jetzt jahrelang auf 4-5 Hallen aufgeteilt gewesen, weil die auch andere Firmen waren, und wird jetzt auf 2 Hallen, also 3 aufgeteilt. Und dann ist das Labor sogar außerhalb der Fabrik, bei so Professoren und so weiter und so fort, was in meiner Produktionsstufe kommt. Und bei denen war halt ein kleiner Showroom und ein Büro und nebendran ein Gebäude, was gebaut wird. Und jetzt plötzlich gibt es eine Fabrik, ja. Schon der LKW, der kommt mit BCAs meinetwegen aus Europa. Da steht der LKW mit Rohstoffen aus Deutschland. Da ist dann irgendwie sogar... Jetzt fragt einer, ob ich der Einzige bin, der nicht lügt. Wer, guck mal, so, ihr habt mein Doku schon gefickt. Ihr habt meinen Auszeit gefickt. Wer jetzt noch sagt, dass ich einmal, wann habe ich gelogen? Biotech Wahrheit gesagt, MyProtein die Wahrheit gesagt, hier die Wahrheit gesagt, ich habe immer die Wahrheit gesagt. Was wollt ihr noch von mir?
Ne? Kam eine Spedition, die bringt den Boxenklee aus Indien. Ne? Dann behaupten die auch, die machen ja Kokosnussöl hier. Eine Öl ist da auch nicht zu sehen. Entschuldigung. Der hat geschrieben, dass ich der Einzige bin, der nicht lügt. Okay, Entschuldigung, tut mir leid, war ein Lob, habe ich falsch verstanden. Genau, die haben sogar damals behauptet, die würden Kokosnussöl selber machen. Ne? Kokosnussöl, fahrt euch mal in den Kopf. In der Doku zeige ich euch mal eine Ölpresse, wie man Öl presst. Wenn man da Öl pressen würde, das wird ganz anders aussehen. Kokosnussöl, Kokosnussöl. Ihr seid so ekelhaft, ich schwöre. Ich habe so einen Hass auf euch. Ich wollte 3 Wochen keinen Hass haben. Jeder Athlet, oder jeder, der mit euch arbeitet, der mit euch produziert, der mit euch zu tun hat, der mit euch verheiratet ist, der mit euch befreundet ist. Und weißt du, was gut ist? Vielleicht ist es gut, dass das heute geleakt wurde, weil wahrscheinlich hätten die so einen Film bis zur Doku gemacht. Nee, hätten die nicht machen können. Die hätten mich vielleicht abknallen können, ja. Aber dann sollen die mich jetzt abknallen. Weil jetzt ist es geleakt, jetzt ist es ja online. Aber ein Doku wäre geiler gewesen. Aber ihr seid echt so ein krasser Laden. Ihr seid echt... Die Fitnessmafia. Ihr seid die Fitnessmafia. Ist geisteskrank. Geisteskrank. Auf jeden Fall. Ja, das ist alles sehr, sehr undurchschaubar. Aber es ist halt kein Beweis. Das ist jetzt wie so ein Intro. Wenn ich das jetzt so raushauen würde, wäre das so okay. Viele würden mir glauben. Genau, deswegen wollte ich eine Doku machen. Ich teaser, also vor 3 Jahren wusste ich schon, dass ich eine Doku mache. Und deswegen sage ich da, das hier ist ja kein Beweis, um dann der Doku den Beweis zu zeigen. Ich musste aber warten, bis die ihre echte Fabrik zeigen und dann alles zusammenzuschneiden. Und jetzt reacte ich das, schneide trotzdem alles zusammen, wir machen trotzdem eine Doku. Aber es wird nicht mehr so ballern, weil das alle schon wissen. Ihr kennt, also ich drehe jetzt einen Film, wo ihr das Ende schon kennt. Egal, aber egal. Die denken, Matthias Klim ist der Aufklärer, sagt schon die Wahrheit. Aber ich muss ja meine eigene Skepsis auch walten lassen. Und ich muss natürlich auch die Möglichkeit offen halten. Es gibt da auch noch so Tricks, ne? Du kannst auch theoretisch, was sie machen könnten, auch momentan, sogar in der jetzigen Fabrik, nur die Abfüllung machen, aber die Produktion im Ausland machen, weil du kannst zum Beispiel in Polen die Big Packs abfüllen. Eigentlich für Doku, aber ich verrate das jetzt schon. Die Big Packs abfüllen, dahin fahren und abfüllen lassen. Und das traue ich denen auch 100% zu. Ich glaube nicht, dass diese Fabrik, die wir da sehen, wirklich rein ist. Weil wir 15 Jahre oder 20 Jahre oder 12 Jahre und mich als Lügner denunziert hat, mein Image geschädigt habt. Eigentlich müsstet ihr mir 500.000, 1 Million Schadensersatz zahlen. Weil ich hatte damals so einen Shitstorm und weil ich als Lügner hingestellt wurde, weil die Bodybuilding-Community komplett gegen mich war. Und heute seht ihr alle, ich habe die Wahrheit gesagt. Die haben damals, ich schwöre, auch diesem einen Cutter, den ich geschrieben habe, schreibt mir nie wieder. Ja? Ich will mit keinem mehr von euch zu tun haben. Das hat mich so getriggert gerade. Deswegen wollte ich das in 3 Wochen machen. Jeder, der mit ESN arbeitet, Dreck. Dreck. Was ziemlich immer noch Betrug wäre, aber wir müssen weiter recherchieren. Wir müssen eigentlich richtig auf die... Ekelhaft, ja. Alter, hier schreibt jemand, sehr dreckiges Geschäft, ekelhaftes Geschäft, ekelhaftes Geschäft, ekelhafte Firmen, ekelhafte Leute, ekelhaft, 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 ekelhaft. Wenn das hier rauskommt, dieser Teil hier, werden wir eh schon weiter recherchiert haben. Wenn die... Genau, wenn der Teil rauskommt, wir weiter recherchiert haben, deswegen wird das in der Doku kommen. Aber nur diesen Teil hier seht, ne, werden wir dennoch weiter recherchiert haben. Genau, und jetzt hatte ich Angst, dass durch den Leak dieser Teil gesehen wird und mir nicht geglaubt wird und ich meine Auszeit nicht mehr chillen kann. Deswegen habe ich heute das reacted, um euch zu beweisen, ich sage die Wahrheit, um dann eine Doku zu drehen. Aber wahrscheinlich wird alles gebündelt rauskommen, am laufenden Band. Sobald das hier rauskommt, muss die Firma ja sowieso in die Rechtfertigungslage gehen. Ich finde sowieso eigentlich, was ich hier mache, ist albern, weil ich habe der Firma 8-mal vorgeworfen, ihr seid nicht von hier, und sie haben es nie richtig bewiesen. Ja, ich habe 8-mal vorgeworfen, die haben es nie bewiesen. Und jetzt 2020 drehen die ein Video und sagen, wir sind made in Germany. Wer dann noch kauft, ne? Wer dann noch kauft? Eigentlich entschuldigt euch alle bei mir, dass ihr mich als Lügner hingestellt habt. Entschuldigt euch alle bei mir, dass ihr mich als Lügner hingestellt habt. Entschuldigt euch bei mir. Entschuldigt euch. Schreibt mir, also ich mache keine Nachrichten auf in der Auszeit, aber schreibt mir, tut mir leid, du hast immer die Wahrheit gesagt. Ekelhafte Szene. So, der ist der Beweis, den ich schon 3 Jahre habe. Guck mal, 3 Jahre habe ich den Beweis. Ich habe mich 3 Jahre als Lügner hinstellen lassen, um dann diese Doku zu machen, die mir heute gefickt wurde durch diese Sache. Ja? Aber egal, ist ja auch schon der Beweis. Ist trotzdem eine Genugtuung für mich, aber 3 Jahre habe ich mich von der ganzen Bodybuilding-Szene beleidigen lassen, lästern, dies, das. Und ihr seht alle, ich habe damals die Wahrheit gesagt. Immer noch sehr klein bei 50 Euro Umsatz, was sie machen müssen. Aber macht ihr hier. Komplette Produktion, Rohstoffe, Labor, Mitarbeiter. Also so eine Firma, so eine Produktionsfirma, jetzt diese großen Unabfüller haben 300, 400 Mitarbeiter.
Es gibt einen im Osten, bei der ich nichts mache, die haben 400 Mitarbeiter. Ne? Ja. Da in die Halle, wenn da 30 Mitarbeiter reinpassen, ja, ist das viel. Natürlich ist so ein großer Lohnhersteller größer als eine einzelne Firma. Auf der anderen Seite hat ESN so viele Marktanteile, ne? Dass die eigentlich schon an einen Lohnhersteller drankommen. Das ist alles sehr, sehr, ja, ich bin sehr, sehr skeptisch. Ich bin auch sehr, sehr skeptisch, was halt die Leute, die da waren. Abgesehen vom Manager, was kannst du für Qualität sagen? In meiner Produktionsdoku werde ich alles zeigen. Labor, dies, das, tralala. In meiner Produktionsdoku zeige ich, wie ich am Tag 1 produziert habe. 2015, 16, 17 und dann 2020 die eigene neue Halle in derselben Stadt gebaut habe. ZEGPLUS produziert seit Tag 1 in Saar Louis. Ich weiß auch wieder wer. Ich habe einen Partner da, das ist eine Fabrik. Die haben früher für alle Firmen produziert. Und dann irgendwann vor 3 Jahren haben wir fusioniert. Und jetzt ist das eine Partnerschaft. So, einfach ganz easy. Und ich produziere auch für andere. Und ja, detaillierteste Partnerschaft wird man ja irgendwann bei Norddata sehen können. Und ja. Da gesehen haben. Ich muss aber auch nachträglich einen Matze Busse in Schutz nehmen, obwohl ich ihn immer noch scheiße finde, den Typ, weil er immer noch über mich gelogen hat. Wenn man ihm als Unwissenden diesen Teil gezeigt hat, ja, natürlich wusste Marcel Busse die Wahrheit. Den Schutz zu nehmen, ist, der wusste 1000% die Wahrheit. Er hat es mir selber vorher in Trier im Steakhouse erzählt. Da, so fing das ja an, dass ich das 100% wusste. Marcel Busse war doch mein Kronzeuge. Der hat mir damals erzählt, dass die Sachen in, kann man glauben, das ist dort, müsste aber auch noch Skepsis haben. Bei allen anderen, die das gesehen haben, weiß ich nicht, was gezeigt wurde. Ich war nicht dabei. Ich weiß auch nicht, wie viel Einfluss sie haben. Wie weit man auch denkt, wie weit man recherchiert, wie tief geht man. Ich am Anfang produziere ich nur für HPN, weil ich keine Lust habe. Ich produziere nur mit Leuten, die ich mag. Ich gehe da nicht auf Geld oder so. Würdest du sagen, dass alle Sportler bei ESN Lügen kennen? Die Lügen kennen? Ja klar, die ganze Szene weiß das. Leute, das ist doch der Witz an der Sache. Das ist doch der Witz. Görk hat es doch eben auch geschrieben. Die ganze Szene weiß das. Der Chef von Gigas weiß das. Flying Uwe weiß das, Kevin Wolter weiß das, Roman Fritz weiß das, wer ist noch bei den, jeder weiß das, Konrad Wolf weiß das, der Olli weiß das, jeder, der mit dem, Christian Wolf weiß das, jeder, guck mal, so, ich mache einen Doku-Teil voraus. Im Video, wo ich mit More Nutrition mich beefe, mit Kevin, mit Christian Wolf, kommt raus, dass ESN. Jetzt vor kurzem hat Gernikus das Video gelöscht. Ja, denkt weiter. Doku. Das Ganze ist ein bisschen ernster. Ne? Vorher habe ich übrigens auch noch nie behauptet, dass ich das zu 100% weiß, dass sie nicht hier sind, sondern habe immer Indizien walten lassen. Ja, vorher habe ich schon zu 100% gewusst aus diversen Quellen, aber ich war nicht selber da. Deswegen sage ich das ja so. Ja. Es gibt ja noch alte Videos von mir gegen Matze, Matze gegen mich und so weiter. Und die hätte ich dann zusammengeschnitten. Aussagen von Leuten geholt, wie mir auch letzte Woche nochmal gesagt wurde von einem Rohstofflieferanten, dass die keine Rohstoffe direkt an ESN liefern. Würdest du sagen, die Qualität ist so viel schlechter in anderen EU-Ländern? Dazu sage ich was in meiner Produktionsdoku, wo ich meine neue Fabrik zeige und die alte. Wieso macht keiner die Fresse auf wegen dir? Das kann ich dir zeigen. Ich zeige euch jetzt mal, wieso keiner außer mir die Fresse aufmacht. Warte. Wo habe ich denn diesen Ordner? Wo ist der Ordner hin? Ich hatte vorhin so einen Ordner. Mal kurz. Ich muss kurz ein anderes Bild machen, eine Sekunde. So, ihr wollt ja wissen, wieso keiner die Fresse aufmacht. Weil ich bis heute. So, hier redet Michael Janicek über ESN und sagt, was passiert, wenn man gegenüber ESN die Fresse aufmacht und wieso er mich feiert, obwohl er mich, wo wir Feinde sind. Okay, zeige ich euch jetzt. Heute ganz bestimmt nicht von den Produkten überzeugt bin. Und ja, mittlerweile gibt es ja da andere Leute, die da in der Szene aufräumen. Also man kann über Matthias Clemens sagen, was man will. Er ist auch nicht positiv gegenüber mir gestimmt. Und was er momentan macht, das finde ich gut. Er hat da richtig Eier. Wir haben das damals auch.
probiert, als wir mit Profi in den Start gegangen sind. Das hat dann dazu geführt, dass man bei Nick, also beim Geschäftsführer von Profi, angefangen hat und gesagt hat, hey, wenn ihr weiterhin über Whey und solche Sachen ablässt und uns da ins schlechte Licht stellt, dann werdet ihr bald keine Hände mehr haben, um Auto zu... Genau, so war das. Also wenn du damals halt über ESN schlecht geredet hast oder das verraten hast, wurde es halt bedroht. Mein alter Chef bei meiner alten Firma wurde bedroht, ich wurde bedroht, Marcel von Gannikus wurde bedroht, hat danach wahrscheinlich Geld lieber angenommen. Mir wurde auch schon mal Geld geboten von ESN, kann ich auch hier leaken, sollten mir viel Geld mal geben. Und Mick Weigel wurde jahrelang bedroht von ESN und Mick Weigel hat sich auch damals nicht getraut, auf die FIBO zu gehen wegen ESN. Also ESN ist die größte Mafia in Deutschland, was Eiweiß angeht. Und wenn man nicht glaubt, ist dann komplett auf den Kopf gefallen. Habe ich jetzt wieder das Fenster zugemacht, ich Affe, von dem Dings. Wartet kurz. Muss mal kurz was aufmachen. Man sieht. Ich bürge dafür. Ich kann auch nur dafür bürgen, dass ich alles perfekt mache in Deutschland und es nicht irgendwie komplett beweisen. Ich kann nicht, also den Rohstoff irgendwie so jetzt jedem perfekt zeigen. Ich habe mal so ein Olivenöl-Beispiel gebracht, da kann man das so am Geschmack erkennen, ihr kennt dieses Beispiel alle. Aber ich will mich jetzt nicht wieder in den Sachen verlaufen, das mache ich live ja lieber, euch erklären, woran man gute Qualität erkennt. Hier sind wir nur auf der Suche nach der Wahrheit. Ich selber bin genauso skeptisch wie vorher. Also ich habe eigentlich nichts nicht richtig gewonnen dadurch heute. Na klar habe ich gewonnen dadurch. Das hätte ich dann in der Doku gezeigt, weil das da ist ja quasi wie so ein Trailer gewesen, dann die Doku zu machen mit, seht ihr hier, seht ihr da, seht ihr hier, seht ihr da, seht ihr da. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Doku noch mache, ehrlich gesagt. Ich überlege gerade, ob das schon reicht, weil das beweist alles. Vielleicht mache ich die Doku noch so als Schmankerl oder so, weil eigentlich beweist das alles, weil ich reacte ja gerade jetzt, wie ich geisteskrank vor 3 Jahren rede, um dann in der Doku anders zu reden und die Beweise zu zeigen. Aber ich musste ja warten, bis die so ein Video wie mit Kevin machen, um die Doku rauszubringen. Ich habe 3 Jahre gewartet. Und jetzt war der Tag, und weil die Scheiße geleakt wurde, wisst ihr jetzt schon alle, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Dass hier etwas ist, dass hier etwas passiert, ist das lustig. Dass erst ein Jahr passiert, macht mich sehr skeptisch. Dass angebaut wird, macht mich noch skeptischer. Das ist so klar. Der Chef von ESN heißt Murat Yasser. So ein sehr, sehr deutscher Türke. Also ist ein Türke, aber von seiner Art sehr deutsch. Aber der Geschäftsführer ist so ein Ex-Hooligan aus dem Osten und die beiden machen halt immer auf Rambo und wollen jeden bedrohen. Ich denke mal auch, dass jetzt nach diesem Stream hier wieder Drohungen kommen und Palaver und was weiß ich. Oder vielleicht schicken sie jetzt wirklich Leute vorbei, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist mir aber auch komplett scheißegal. Kleines, aber die Firma so groß machen noch skeptischer. Die Aussagen hunderter Leute in der Vergangenheit, dass sie nicht hier produzieren, macht mich sowieso skeptisch. Ne? Und ja. Welchen Rücken es ändert, habe ich keine Ahnung. Ich habe nur mit denen telefoniert und gesagt, ich lasse mich nicht ficken. Dann kneift mich halt ab und dann haben sie es nicht gemacht. So, mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe da keinen involviert. Ich habe selber keine Leute involviert. Schon mit den anderen habe Stunden telefoniert und bin durchgedreht am Telefon und habe gesagt, ich würde für Sektor sterben. Dann schießt Kugeln durch mein Tattoo und dann halte ich die Fresse. Und dann haben die gesagt, okay, der ist krank, weil du kannst ja nicht eine Person der Öffentlichkeit einfach umbringen. Also ich wurde so oft über seit Sekt Plus bedroht, dass man mich umbringt. Und ich habe einfach gesagt, okay, mach. Und dann hat es halt nie einer gemacht bis jetzt. So, ne? War halt wirklich so. Könnt ihr denken, ich lüge oder nicht. War halt bei Biotech so, war bei ESN so. Und es gab schon 1000 Bedrohungen. In dieser Scheiße lebe ich seit 7 Jahren. So. Und ich sage dann einfach immer, okay, ich würde für Sekt Plus sterben. Ich meine, ich mache jetzt meine Auszeit, wo ich selber krank bin. Und ich wichtigere Sachen tun habe, dieses Video, weil es geleakt wurde. Und war im Burnout und mein Ohr ist geplatzt, weil ich gearbeitet habe. Ich habe 7 Jahre gearbeitet und ich würde für Sekt Plus sterben. Ich habe das hier auf den Rücken tätowiert. Und wer möchte, dass ich die Fresse halte, muss mich halt abknallen. Und die haben es halt nicht gemacht. Aber sonst ist doch nichts passiert. Es wird halt gedroht. Ich habe gesagt, ich mache weiter. Ich habe da keinen involviert. Mich hat aber auch keine dritte Person angerufen. Die haben mich immer selber angerufen. Also mich hat jetzt nicht irgendein Rücken von denen angerufen oder so. Die haben natürlich persönlich angerufen, einfach persönlich rumgedroht. Ich habe gesagt, ich lasse mich nicht bedrohen. So, das war's. Ne? Ich glaube, ich habe gesagt, nee, sage ich nicht. Ich habe natürlich dann gesagt, was ich machen würde, wenn mir was passiert, aber will ich jetzt nicht sagen, weil ich will nicht hier zur Gewalt aufrufen oder so und nicht ekelhaft drüber kommen. Aber ich habe, ja, weil ich kann sagen, ich habe gesagt, Köln und Trier sind meine Heimatstädte. In Köln bin ich aufgewachsen. Jeder liebt mich.
jeder mag mich, aber nicht, weil ich der Pate bin oder der Krasseste, sondern weil ich ein guter Mensch bin. Und in Köln habe ich auch viele Freunde. Und setzt ihr einen Fuß in die Stadt und greift mich an, müsst ihr mit Gegenwehr rechnen. Und natürlich werde ich mir das auch nicht gefallen lassen, wenn ich angegriffen werde. Aber ich bin bereit zu fallen. Wenn ihr auch bereit seid zu fallen für diesen Krieg, dann beginnt ihn. Ich werde ihn nicht beginnen, weil ich bin kein Fan von Gewalt. Aber wenn mir natürlich Gewalt angetan wird, werde ich mich in den Maßen wehren. Und soll ich das jetzt hier erzählen? Ja, ich habe auch in der Zeit von Sieglos einen Antrag auf einen Waffenschein gestellt. Berechtigterweise, weil halt ich ständig bedroht wurde. Also ständig. Zu Recht auch so. Und bin damit aber nie zur Polizei gegangen, weil mich das nicht interessiert. Ich habe immer gesagt, okay, dann müsst ihr mich ficken, wenn die Firmen, also die Firmen jetzt, ne? Und so ist halt nichts passiert. Keine Ahnung, so Gott will, passiert doch niemals was. Ich habe natürlich keine Lust jetzt, dass meine körperliche Unversehrtheit. Doch einmal wurde mir einer geschickt. Einmal gab es eine Situation, wo mir jemand geschickt wurde. Und die hat auch mal einer online erzählt sogar. Aber die hat sich dann aufgelöst, indem der Typ einfach nichts gemacht hat. Aber ich weiß auch nicht genau von wem. Ich habe Vermutungen, von wem der kam. Da kam es dann zu einem. Also das war so ganz crazy einfach so. Und auch ganz ekelhaft, weil ich war da nicht alleine, sondern mit einer weiblichen Person. Und das ist zweimal passiert. Und dann war also eine komische Situation da gewesen. Und dann habe ich die Situation halt so auf eine, ja, gefragt, was hier Ambach und so, ne, was soll das, dass wir uns hier so oft sehen. Und dann kam nichts. Dann gab es Telefonate mit diversen Leuten, die das gewesen sein könnten. Und dann kam nie wieder was. Aber das war auch eine Eiweißfirma, aber ganz andere Ecke. Und das war so, ich weiß nicht, ob diese Leute das waren. Aber ich hatte dann selber einen guten Kontakt, der sich sehr gut auskannte in dem Land, wo die Leute herkamen. Und am Telefon habe ich zum einen gesagt, guck mal, wenn das halt von dir kam, ich habe da bessere Kontakte in diesem Land. Ich habe so und so gehört und mach nicht so. Und danach ist nie wieder was passiert. Ich kann aber nicht beweisen, dass diese Leute waren. Aber kann ich das sagen? Mein Bruder Eugen aus Trier, ne, der ist ein sehr guter Spion und hat in Russland sehr gute Kontakte, hat das so recherchiert und ist der Meinung, dass das da diverse Personen gewesen sein könnten. Ich habe da mit diversen Personen telefoniert, habe das denen so vorgeworfen, die haben gesagt, nein. Ich habe nur gesagt, passt aber irgendwie zusammen. Danach kam halt nie wieder was. So, ne? Das war auch eine Eiweißfirma. Abschließend dazu einfach, wir müssen weiter recherchieren. Wie gesagt, wenn ihr das hier seht und wir dann weitere Beweise haben, ja, werde ich das jetzt nicht nochmal neu einsprechen, dann seht ihr einfach, wie das passiert. Und das auch zu erklären, vielleicht kommen jetzt in der weiteren Dokumentation Beweise und ihr sagt, hä, wieso hat der Clemens am Anfang gesagt, er weiß nicht. Genau, und da und seht so ihr? Liegt natürlich daran, dass wir jetzt selber erst auf Beweis. Guck, dann habe ich also vor 3 Jahren, damit ihr meinen, seht, ich bin nicht dumm und sogar jetzt im Burnout funktioniert mein Gehirn, vor 3 Jahren habe ich also gesagt, jetzt hier sagen wir haben keine Beweise, um dann in der Doku, die jetzt gedreht hätte in den nächsten Wochen, die Beweise zu bringen. Und dann so bam, das wäre halt das Geile an der Doku gewesen. Ist zu vergehen. Ich will nicht nochmal alles mehr einspreche, weil ich will sehen, dass ihr seht, dass ich hier nicht einfach irgendwelche Halbwahrheiten verbreite, sondern wirklich von der Pike auf geguckt habe. Ich recherchiere das schon seit Jahren, aber ich wusste ja nie, wo das Gebäude steht. Das weiß ich seit 2 Wochen. Vor 2 Wochen habe ich erfahren, wo das Gebäude steht. Zack, bin ich hin. Hätte ich schon ein Jahr von mir schon ein Jahr. Genau, ich habe erstmal dann natürlich recherchieren müssen, wo das Gebäude steht. Hab's dann dadurch rausgefunden, dass Marcel von Gankos ein Foto davor gepostet hat, bin dann sofort hingefahren. Hat aber schon eine Einladung, da hinzukommen, aber wie gesagt, ich sollte da alleine kommen, beziehungsweise mit dem einen ex-besten Freund. Und ich wusste, dass wir keine guten Zeugen sind und ich war halt der Meinung, dass wenn ich da hinkomme, Geld angeboten bekomme, dass ich die Fresse halte oder halt die vielleicht doch was machen mäßig, so was Ekelhaftes. Weil ich eher glaube, die hätten mir einfach Geld angeboten oder Kooperation und ja. Muss dazu sagen, schöne Grüße an meinen geheimen Informanten. Ich habe mal, den nehme ich auch hier in den Druck noch einschalten, jemanden in Kooperation zum alten Mutterkopf. Genau, schöne Grüße an Peter Zalewski. Peter Zalewski aus Berlin hat schon mal für mich gefilmt, was dann in der Doku, wenn er das Material noch hat, verarbeitet wird. Deswegen Doku, halt schade, der liegt heute. Geschickt. Von dem Umzug hat jemand erzählt, dort wurde nichts produziert, von dort wurde nur versendet. Wann? Da gab es 2 Gebäude, einmal Fit. Welche deutsche Eiweißszene mehr Hinterhalt als bei Game of Thrones? Also, ich kann euch sagen, ich war in der Rap-Szene, hatte ich auch schon mal Palaver mit Leuten, also immer indirekt so. Und ich wurde in der Rap-Szene,
niemals so bedroht wie in der Eiweißszene. Also in der Rap-Szene gab es auch, also so in dieser Rap-Bubble, wo ich war, gab es auch Palaver. Und er wurde dann meistens irgendwie geklärt. Man hat sich geeinigt und meistens ist da nichts auf so eine krasse Art gewesen. Also ich, das ist wirklich Real Talk jetzt. Ich lüge nicht. Ich kenne die Rap-Szene auswendig, YouTube-Szene auswendig. Und die Leute in der Rap-Szene ist ja auch immer Leute involviert. Ist wirklich, wenn da Palaver ist, also bei mir zumindest, wenn ich das mitbekommen habe, war das noch nie so immens wie eine Eiweißszene. Also das war immer so, schon Palaver, ne? Und also bei Rap-Szene war es eher immer so, zwei Rapper streiten sich, wollen sich hauen und die haben dann Freunde, die das klären, sich hinsetzen und so, sind bestimmt auch schon Sachen passiert. Man kennt das ja online, aber so massiv wie ich, also ich zumindest, wurde in der Rap-Szene noch nie so massiv bedroht wie eine Eiweißszene oder bin in so massive Probleme gekommen wie eine Eiweißszene. Was ja niemand glaubt, so und nach außen halt, ne? Was jetzt wahrscheinlich auch hier nach Tausenden nicht glauben, was aber 100% so ist. Und diese Rap-Beefs, die ich mitbekommen habe, wo ich jetzt nicht involviert bin, ich war ja nie selber involviert, waren immer meine Freunde an der Streit mit anderen, gab es auch schon mal Palaver auf jeden Fall. Ich meine, man kennt es ja, es gibt ja ein paar Videos online, wo der eine mal dem anderen auf die Mütze haut oder mal was passiert. Und das ist auch schon scheiße, dass sowas passiert. Aber das jetzt so vehement in der Eiweißszene, also bei Biotech oder bei ESN so, das, nee, also bei Biotech sogar wurde mir halt gesagt, wer meine Familie ist und wo die wohnen und so, ganz anderer Film, also ganz anderer Film, der läuft. Aber ich habe das nie so oft erzählt, weil eh alle sagen, ach, der lügt, der will auf Eier machen, dann wird wieder rumerzählt, ich hätte Leute auch, Leute eingeschaltet, sucht ja auch immer rumerzählt, dass ich Leute bedrohen würde, das ist totaler Kappes. Stimmt, dass ich viele Freunde habe, die Profikampfsportler sind und einen gewissen Namen haben. Und ich kenne auch viele Leute aus dem Milieu, ja, und ich habe auch Freunde im Milieu und ich habe auch in Trier mächtige Freunde, sag ich mal mächtig so in der Welt, aber ich habe noch nie diese Leute irgendwen bedrohen lassen, eingeschaltet, ich habe meine Sachen immer selber geklärt. Ich bin mir sicher, wenn man mir was tun würde, gäbe es allein in Trier oder auch in Köln genug Leute, die sich auch für mich einsetzen würden, so, bin ich ehrlich, aber ich habe nie, so weil Christian Wolf hat das mal erzählt, irgendwen bedroht oder unterdrückt, ich weiß gar nicht wieso, ich habe keinen Dreck am Stecken, ich muss keinen bedrohen. Und ich habe auch nie diese Leute von mir eingeschaltet, um diese Feinde fernzuhalten. Was natürlich aber klar ist, da bin ich mir auch bewusst, dass natürlich meine Feinde auch wissen, okay, bei Sek Plus gibt es auch stabile Leute so im Umfeld, so. Also Dings, ne? Das wird bestimmt auch eine Antwort geben, so. Also ich rede jetzt nur mal von Trier, so, ne? Oder von meinem Bruder Jupp aus Köln. Die würden natürlich nicht zugucken, wie man mich jetzt totschlägt. Ne? So klar, hier kann das passieren. Ich laufe jeden Tag alleine rum und so. Aber man weiß ja nicht, was danach passieren würde. Ne? Also das wissen die ja nicht. Und die wissen ja, ich bin, also in Trier, jeder liebt mich. Sogar Leute, die mich hassen in Trier, hart auf hart, würden, glaube ich, für mich aufstehen. Weil ich habe für viele Leute viel Gutes getan. Und ich bin auch in Deutschland sehr beliebt. Ich weiß es nicht. Ne? Man sieht ja nur hart auf hart, wer es macht. Ich habe jetzt noch niemanden gefragt. Aber ich kann jetzt zwei, drei Leute in meinem Kopf, würde ich jetzt nicht anrufen, drum bitten so mäßig, aber bin ich mir sicher, dass sie nicht jetzt mich im Stich lassen würden, wenn hier 30 Autos kämen oder so. Also in Trier bin ich mir eigentlich sicher, in jeder Shisha-Bar, in jedem Restaurant, wo ich bin, die Leute würden aufstehen. Und nicht, weil ich der Pate bin oder krass bin oder ich bin einfach ein netter Mensch, bin hier aufgewachsen. Ich war halt in meiner Jugend selber so ein bisschen straßaktiv und habe aber auch immer zu jedem korrekt gewesen. Und ich glaube so, Trier ist, ich laufe aber alleine rum, ne? Also ich bin auch nachts allein im Lager, das heißt, die hätten mich ja trotzdem ficken können, weil ich laufe ja nicht mit Schutz rum oder mit Sicherheit. Nur kann schon sein, dass die auch denken, okay, Matthias Clemens kennt viele Leute, den machen wir besser nicht weg. So, bevor jetzt einer sagt, boah, der Matthias tut, als wäre der irgendwie Rambo oder so. Ich bin 2 Meter, wie 120 Kilo, ich kann mich wehren, ne? Aber klar, wenn ich nachts im Lager bin oder hier rumlaufe, weil ich laufe auch nachts hier spazieren und so, das bin in Trier allein unterwegs, ich bin auch in Köln allein unterwegs, Kolbstraße immer so und so, doi doi und da, ich gehe auch alleine essen. Klar, wenn 4 Jungs kommen und die sind stabil, dann ballern die mich weg, so, ne? Ist ja logisch, so. Und das könnte ESN machen, das kann Biotech machen, das kann auch eine kleine Firma machen, das kann aber auch irgendwer machen, aber du kannst dich ja nicht unterdrücken lassen von diesen Firmen und dann nicht die Wahrheit sagen, weißt du, was ich meine? Aber ich will wirklich auch nicht auf Rambo machen, also wirklich, ich will da bescheiden bleiben. Ich habe einfach immer gesagt, ich lasse mich nicht von euch bedrohen, so, hab durchgezogen. Aber ich habe nie, wenn das was bestimmt behauptet, dass da irgendjemand angerufen hat, der krass ist oder so, oder irgendwelche Leute von mir involviert, die ich kenne. Hätte ich bestimmt machen können, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe meinen Streit mit denen selber geklärt und nur gesagt, wir werden das bestimmt nicht so liegen lassen und ich lasse mich nicht bedrohen. So, das waren die Sachen. Und wie gesagt,
Eiweißszene 100-mal schlimmer als jede Szene. Ich kenne das in keiner Szene. Also ich glaube nicht, dass in der Lebensmittelszene Dr. Oetker Wagner Pizza Leute schicken will oder bedroht. So. Wenn ihr habt eben das Michael Janicek-Video gesehen, wollten dem die Hände abschneiden. Ich glaube, die haben sogar mal, ESN hat sogar mal einen Shop aus Österreich bedroht, der mich kontaktiert, dass wenn der einen Shop aufmacht, die ihn platt machen, bei dem Chef, bei meinem alten Chef, müsst ihr euch vorstellen, das war ein 60-jähriger Mann bei einer alten Firma mit zwei Kindern, haben die gesagt, wir schicken dir viele Leute, wir stechen dich ab. So, ne? Ich, bei mir, verstehe ich ja noch ein bisschen, ich bin ja so ein straßenaffiner Typ gewesen, bin ich auch nicht mehr richtig, feiere ich auch nicht mehr so einen Straßenshit, kann ich noch so verstehen, so eine Ansage, aber die wollten meinem alten, also meiner alten Firma, haben den Chef auch bedroht. Und die haben mich Janicek bedroht, die haben Mick Weigel bedroht und dann müsst ihr euch vorstellen, Christian Wolf von Mo Nutrition geht dann von Mick Weigel zu denen, obwohl der weiß, ein alter Chef wird bedroht. Ehrenlos. Direkt nebeneinander. Fitmann hat versendet, Nukakorb war so eine kleine Halle, wo nichts gemacht wurde. Da wurde auch mit Personen gesprochen, die gesagt haben, hier... Mike schreibt gerade, ich kenne Mike nicht, ich komme aus Trier und jeder würde dir Rücken geben. Ja, das ist aber nicht, weil ich der Pate bin, sondern Trier liebt mich halt. Ich glaube, Trier liebt mich wirklich, weil ich bin aufgewachsen, ich gehe in alle Cafés, ich gehe in alle Läden, ich bin mit jedem gut. Ich schwöre, ich habe sogar in Trier Leute. Ein Beispiel, ich habe Leute, mit denen habe ich einen Streit. Und wo Amino war, haben die sogar geschrieben, ey Bruder, brauchst du was? Weil Trier ist anders, für mich ja, ich bin aus Trier, also ich will nicht in einer anderen Stadt schlecht reden. Ich liebe auch Köln und Düsseldorf und so. Aber natürlich, wo du geboren bist, sind deine Wurzeln. Weißt du, was ich meine? Und da hast du halt deine Freunde, mit denen du aufgewachsen bist. Aber ich habe auch viele zugezogene Freunde. Und ich glaube, viele in Trier würden für mich aufstehen. Also ich glaube, es wäre nicht so einfach, mich wegzumachen. Es wäre auch juristisch nicht so einfach. Der Schutz der Öffentlichkeit ist ja auch da. Guck mal, ich bin gut mit dem Bürgermeister. Ich kenne den Bürgermeister von Trier, von Saarburg. In meiner Familie, sie ist sehr, sehr deutsch. So. Also wird man mich jetzt umbringen? Ich bin ja kein Gangster. Ich bin ja Eiweißverkäufer. Wenn man mich jetzt wegmacht, ich muss ja keine Anzeige machen. Die Polizei ermittelt ja sowieso. Und es ist ja klar, wer meine Feinde sind. Und es ist ja auch ganz klar öffentlich, wer welche Firmen mich bedrohen. Und es ist ja ganz klar, dass wenn mich jetzt einer wegmacht, dass wer das war. So, das ist ja ganz klar. Weil ich streite mich ja nur mit Eiweißfirmen. Ich habe auch mal mit YouTubern Beef, aber das sind ja keine Gangster. Bei Rap-Beef habe ich nichts mit zu tun. Da war ich mehr so Zuschauer, habe es mitbekommen. Habe da auch mit keinem Streit in der Rap-Szene. Also, wenn mir jetzt was passiert, dann weiß man, okay, ESN... Biotech ist Geschichte. Wenn jetzt was passiert, weiß man ESN. Und da muss ich ja selber, ist natürlich scheiße, ne, weil ich habe auch keinen Bock ins Krankenhaus zu gehen, aber, oder zu sterben, aber die wissen ja, dass wenn die mich wegmachen jetzt nach diesem Video, Polizei ist ja nicht dumm, die gucken dieses Video, dann hören die mein Handy ab, die gucken Instagram, die gucken deren Instagram, oder die haben Dings, heute Polizei ist auch abgewichst. Und nicht, ich bin ein Zinker, ich gehe nicht zur Polizei, ich hätte die anzeigen können, habe ich nicht gemacht. Weil das wäre übrigens nicht mal Zinken, übrigens, das auch nochmal. Eigentlich, ne, wenn dich jemand bedroht, einfach so, und du gehst zur Polizei, bist du auch kein Zinker. Dann bist du kein Zinker, weil du musst dich ja nicht bedrohen lassen. Was ist das denn für eine Welt? Also ich finde das total Schwachsinn. Das würde ich auch mal sagen. Ein Zinker ist jemand, der mit einem eine Sache macht und ihn dann anscheißt, damit er eine kleinere Strafe kriegt. Und der gehört auch definitiv weggesperrt. Ne? Und jemand, oder ein Verrät oder so. Aber wenn jetzt irgendwie, das sage ich mal für euch als Mindset, ich bin nicht zur Polizei gegangen, aber für euch mal, wenn jemand euch bedroht, einfach so, und ihr habt nichts gemacht, geht zur Polizei. So, das ist nicht schlimm so. Wenn zwei Rapper sich gegenseitig bedrohen oder so, und dann zur Polizei gehen, ist ein bisschen komisch, ne? Wenn irgendwie da Leute gegeneinander aussagen, die auf einem Level sind im Milieu, komisch, ne? Aber wenn ihr als normale Bürger, also ich finde, Mick Weigel zum Beispiel hätte einfach ESN anzeigen sollen. Das ist sein Recht. Mick Weigel hat mit Straßen nichts zu tun. Ich selber habe es nicht gemacht, weil ich es für Schwachsinn hielt, weil ich mir sicher war, dass mir nichts passiert und ich mir sicher war, dass das, was ich denen am Telefon gesagt habe, schlimmer ist als eine Anzeige und ich halt noch nie mal Leben habe ich einen angezeigt. Ich habe noch nie einen abgemahnt und noch nie einen angezeigt. Aber ich fände es sogar nicht mal schlimm so. Aber es war mir eh klar, wenn mir was passiert, dass das eh auf die zurückfällt. Weil ich habe, meine Feinde sind halt eine Eiweißszene. So, meine Feinde sind eine Eiweißszene und jeder weiß das so. Und ich meine, in der Zeitung der Zeit steht ja, dass... ich Morddrohungen von vielen Firmen bekommen habe. Das heißt, die größte Zeitung Deutschlands hat geschrieben, Matthias Klimtz hat Morddrohungen bekommen. Und wenn ich dann abgeballert werde, ist ja klar. Und guck mal, denen geht es nur um Geld. Die wollen ja auch nicht in den Knast gehen, 15 Jahre. Für so eine Sache, guck, ich bin Person der Öffentlichkeit. Ich bin bekannt, ich bin kein Gangster. Ich habe keine Vorstrafen mehr. Ich habe keine Straftaten am Start. Testo und Wachs, nur Eigenkonsum. Ich baue keine Scheiße. Das heißt, wenn man mich jetzt tot findet oder mich hier einer ansticht so oder zusammenschlägt und ich meine...
dann wird ja automatisch ermittelt so. Und ich habe auch 50 deutsche Leute in der Firma. Wenn ich da auf dem Lager liegen bleibe, wird bestimmt einer von denen die Polizei rufen. So, ne? Das kommt ja eh raus. So. Und wenn ich jetzt nur eine Abreibung kriegen würde und die würden mir auf die Fresse hauen, dann würde ich mir auf die Fresse hauen lassen und die weiter dissen. Weil ich würde mich einfach nicht unterkriegen lassen. Ich würde einfach nicht bei so einer Scheiße einknicken. Und ganz ehrlich, eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ne, jetzt soll Mick Weigel und Michael Janicek die mal anzeigen, dass sie mal eine Anzeige kriegen. Eigentlich krank, dass ich... Wahrscheinlich haben die Leute auch so Angst vor einer Anzeige, weil die denken, dass sie doch durchziehen, so. Weißt du, ich meine? Und, aber dass sowas überhaupt passiert, ist halt crazy, so. Ist richtig crazy und cringe. Wird nicht produziert, ja. Da, also, war ich nicht live dabei. Das wurde mir aber so berichtet von jemandem, der definitiv keinen Grund hat, mich anzulügen. Ich habe es auch noch nie veröffentlicht, also, wo ich jedenfalls schon ein Jahr habe, macht es auch keinen Sinn, das jetzt so auszupacken, ist aber so. Von dem Umzug wurde ja dann von ESN selber berichtet. Ich höre gar nicht mehr zu. Nutrakorb gab es schon vorher. Ja. Diese Person, um auch die Glaubwürdigkeit dieser Person zu sagen, hat mir auch schon mal bei MyProtein eine Info gegeben. Und das war damals mit den Qualitäten A bis C, sowie eine Steuersache, die ich veröffentlicht habe, wo ich auch verklagt wurde und einen Freispruch kassiert. Peter, das war mein Spion Peter. Ich hatte mehrere Spione bei denen. So, das war ein Pion später. Peter, bester Mann aus Berlin. Peter werde ich einladen für die Doku, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich die Doku noch drehe, weil alles gesagt wurde. Das will ich vom Feedback sehen, weil ich mache jetzt danach wirklich Auszeit. Und wenn ich die Doku drehe, werde ich Peter einladen, ein YouTube-Team noch neu aufbauen. Ja, heute sind irgendwie nur noch einer ist dabei, finde ich auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Und werde halt die Doku richtig groß aufziehen. Aber wahrscheinlich wird die Doku erst in 2 Monaten drehen, weil ich habe jetzt schon so viel verraten, dass die Doku dann ja so perfekt werden muss, dass sich überhaupt noch lohnt. Und da gab es halt einen Typen, der heißt Peter, und der hat für mich halt schon vorspioniert am Tag, weil ich werde ja erkannt als Person, ich konnte nicht am Tag dahin gehen. Passiert habe, zum Glück, wie immer. Hat mir auch gesagt, dass ich diese Bilanz. Guck mal, hier schreibt Udo Hackenberger, moin, moin, mein Freund, hier bist du auch nachts, ich bin für dich da. Udo Hackenberger, bester Bäcker in Saarburg, ne? Und der Mann hat auch 120 Kilo auf jeden Fall. Schreibt, der ist ja mal nachts wach, weil er backt. Der wäre auch für mich da. Das heißt, wenn mich jemand auf dem Lager wegmacht, Udo Hackenberger wird sogar kommen und helfen. Ihr seht, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht der Krasseste. Ich bin gar nichts. Ich bin auch kein Gangster. Ich will auch mit sowas nichts zu tun haben. Aber die Leute in Trier und Saarburg lieben mich. Deswegen, gut, bringt mir nichts, wenn mich nachts einer auf dem Lager abknallt. Aber das ist dann vielleicht mein Schutz. Aber ich glaube, die Öffentlichkeit ist mehr mein Schutz. In den Nutrakorb angeguckt hat und dass da jetzt auch keine so großen Summen getätigt wurden, eine Produktion zu bauen, dass die Firma erst 2 Jahre eingetragen ist. Ja, und deswegen mehr in der weiterfolgenden Doku. Ihr seht, wir nehmen die Sache ernst. Ihr seht, wir gehen die Sache auf die Spur. Ihr seht, wir wollen nicht einfach irgendwas behaupten. Ne? Wir wollen das wirklich komplett beweisen. Mach Auszeit, sei für den Hund da. Werde ich sein, aber was soll ich machen? Was soll ich machen, Leute? Es wird geleakt, die Leute haben Scheiße gebaut. Ich habe gestern einen Anruf bekommen, der mich verwirrt hat, musste was klären deswegen heute. Ich hätte heute gar nicht gearbeitet, ich hätte nur mit Amino. Aber leider hat mein bester Freund mir eine falsche Info gegeben, deswegen musste ich auf Lager fahren, was mit dem Bürgermeister klären. Das war aber nicht so, dann war ich voll verpeilt, krieg diesen Link von einer Privatperson, wusste es nicht gesperrt, poste eine Story, wollte danach mit meiner Familie essen, Amino, und dann ruft mich alle an und sagt, das Video ist geleakt, du musst heute Nacht live gehen. So ist das passiert. So, mein Comeback gefickt, meine Auszeit gefickt und alles. Aber ich kann halt nur sagen, an ESN und jeden, der mit euch arbeitet und die Videos, die ich gesehen habe, ich mache meine Auszeit. Sagt über mich, was ihr wollt. Aber nach dieser Auszeit, ich schwöre euch, das hier war der Teaser, kommt John Wick und jeder, der sich mir in den Weg stellt, werde ich online abrasieren. Und ich rede nicht von Straße, damit habe ich nichts zu tun. Ich will mich auch mit keinem hauen, ne, sondern so, ne, auf Online-Basis. Und ihr seht jetzt, wie krank ich bin, dass ich vor 3 Jahren ein Video gedreht habe, wo ich jetzt eine Doku draus mache und ihr seht jetzt, wie ich das live reacte, ohne das gesehen zu haben heute und euch erklären kann, wie ich da geredet habe, um das mit der Doku zu verschachteln. Und jeder, der mit mir Streit hat, das ist alles in meinem Gehirn. Ich schreibe das nicht auf, ich nehme keine Telefonate auf, aber ich habe für jeden Menschen, der mit mir streiten will, so einen Plan in meinem Kopf. Und ich plane über Ecken. Ich bin ein Mensch, der denkt über 20 Ecken. Wenn ich dir einen Plan mache, ich glaube, der Einzige, den ich online nie gesehen habe, der krassere Pläne macht als ich, ist LG mit seinen DaVinci Codes. Der LG ist definitiv eine Liga über mir. Also mit LG würde ich mich niemals anlegen. Und wer definitiv ein Beef-Gegner ist, den der unbesiegbar ist, ist Farid Bang auf jeden Fall. Also Farid. Das sind so 2 Leute, die auch um 20, also LG denkt, glaube ich, um 100 Ecken. Aber ihr seht hier, ich denke um 20 Ecken. Farid denkt um viele Ecken, hat aber seine ganz andere Art. Der LG macht ja seinen DaVinci Codes da. Und ich kann nur jedem sagen, der sich hier mit mir anlegt, ich werde alles speichern, alles machen und um 400 Ecken denken. Ich kann ja notfalls mein LG und Fahrrad um Hilfe bitten, ob vielleicht helfen die mir sogar noch. Das wäre natürlich super. Ich möchte nicht in der Luft hängen lassen. Und ja, ich wünsche euch sehr früh morgens. Wir haben jetzt 5:09 Uhr.
wenn die so krass sind, hätten die schon was gemacht. Oder ja klar, die haben natürlich nur geblufft. Ich meine, du bringst ja nicht Menschen um. Ich meine, ihr müsst ja auch mal nachdenken. Mein Telefon wird wahrscheinlich eh abgehört. Das Gespräch wird vielleicht abgehört. Stell dir mal vor, die hätten mich abgestochen. Denen wäre ja eh was passiert. Wir sind ja in Deutschland, ne? Also, Real Talk Geschichte am Ende. Hier draußen muss übrigens ein Video geschnitten werden. Richie und alle, die heute nicht am Start sind, Tobi oder wer auch noch bei uns arbeitet, weiß ich ja nicht mehr, ein Video geschnitten werden, wo die besten Szenen drin sind auf meinem Kanal. So, dann das nehmen wir dann Teaser John Wick Doku oder so. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin schon so müde. Ich bin ja platt. Ich bin ja immer noch in meiner Auszeit. Ich würde sagen, mit betrogen. Ich habe es vergessen. Was habe ich gerade vorher gesagt? Ja, ach so, genau. Die Biotech hat mal gesagt, wir können Martinez in Deutschland nichts tun, aber wenn er nach Ungarn kommt, dann machen wir den weg. Das war zum Prozesszeit so. Schwöre ich euch auf alles, was mir heilig ist, war so. 20, wir fahren jetzt wieder nach Hause und in der fortlaufenden Doku kriegt ihr noch mehr Infos. Peace. Genau. Und am Ende sage ich dann, in der fortlaufenden Doku, ihr seht immer dreckige Schuhe, das haben wir gar nicht gefilmt. Da müsst ihr euch vorstellen, da war so ein Wald und da war die Produktion, da bin ich durch diesen Wald getappt. Und wollte dann über den Zaun klettern, aber das ging nicht. Deswegen sind meine Schuhe hier so komplett vermatscht und so, ne? Und ich bin jetzt eh schon live. Ihr werdet ein paar Wochen nichts von mir hören. Ich bleibe jetzt noch live, um die meisten Fragen zu beantworten. Den Stream lassen wir online. Und dann schneiden wir ein Best-of, was wir dann Trailer John Wick nennen, auf meinen Kanal. Und dann überlege ich mir jetzt, weil ich muss jetzt neu planen, wie ich die Doku jetzt doch noch krass mache, obwohl ich schon alles verraten habe. Ja, das war's. Das habe ich halt so gedreht. Jetzt beantworte ich noch ein paar Fragen, weil ich werde jetzt, guck mal, ich bin jetzt eh wach, jetzt bleibe ich auch wach. Jetzt können wir auch noch ein bisschen weitermachen. Und ich beantworte noch ein paar Fragen. So, jetzt bin ich für euch da, um ein paar Fragen zu beantworten, weil ihr werdet nichts mehr von mir hören. Ich sage euch jetzt auch so ganz ehrlich, ne, ich meine es so wie es ist, ich werde nichts mehr posten. Ich werde jetzt mich um meine Familie kümmern. Ich bin übertrieben sauer. Übertrieben sauer, dass ich jetzt das hier machen musste. Ich bin übertrieben sauer, dass hier mein, dass das geleakt wurde. Ich bin übertrieben sauer, dass hier wieder Leute bei, auch bei Seklus irgendwie mir reingekrätscht sind und so. Ich bin übertrieben sauer, dass Kevin mich da erwähnt hat. Ich bin übertrieben sauer, dass ich finde es irgendwie von Kevin als Person unkorrekt, dass er einen Move bringt, wo er in einer Zeit, wo er weiß, ich habe einen Burnout und mein Hund ist krank, der mich automatisch fast dazu zwingt, was zu sagen. Dann habe ich mich noch zurückgehalten, habe für 3 Wochen geplant und dann kam der Leak halt, ne? Aber sie haben es ja quasi provoziert. Also ich gebe jetzt ESN und Neosubs die Schuld, dass ich in dieser schweren Zeit heute live gehen musste. Weil es der Leak passiert ist, ist ja nur passiert, weil die es gemacht haben, weil die mich involviert hatten. Und ich einen Anruf bekommen habe von der Lexikon, dass sie da Filme machen und über mich im Hintergrund auch gelästert wurde. Also es wurden halt Lügen über mich verbreitet. Und deswegen muss ich gestern diese Story machen, weil das ist ja das Ekelhafte. Guck mal, diese Leute gönnen dir nicht mal eine Auszeit, wenn dein Hund krank ist. Diese Leute haben nix, gar nix. Die glauben nicht an Gott, die glauben nicht an Karma, die glauben an nix. Wie groß bist du? 2 Meter, ganz genau. Wie heißt der Chef von ESN mit vollem Namen? Murat Yasser. Mach Schluss und sammel dich, kümmere dich um dein Privates, wir stehen hinter dir. Nee, ich will jetzt einfach mich ablenken noch mit euch so ein bisschen quatschen auf korrekt. Ich will jetzt so ein bisschen auf korrekt noch mit euch reden, weil ich will noch ein bisschen quatschen. Danach rufe ich Danny an, der Einzige, der hier stabil am Start ist heute Nacht. Mach mich auch ein bisschen wütend, dass nur einer am Start ist. Na, wütend nicht, aber habe ich jetzt mehr erwartet ein bisschen. Ihr könnt mir jetzt noch Fragen stellen auf Relax. Guck mal Leute, ich mache eine Auszeit, aber mit euch reden tut mir gut. Eigentlich wäre dieses Video, was mir nicht gut tut, ist, dass mein Doku jetzt gefickt wurde. Was mir gut tut, das ist heute jeder zeigt, ich habe die Wahrheit gesagt. Was mir gut tut, ist mit euch zu quatschen. Was mir nicht gut tut, ist, dass ich schon Kevin gesehen habe. Das hat mir nicht gut getan. Sonst wäre mir alles egal. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Sonst wäre mir alles Wumpe. Das mit Kevin hat mich getroffen, hart getroffen eben, gebe ich zu. Da bin ich ja kurz ausgerastet, musste einen Gramm CBD nehmen. Und dass die sowas abziehen in meiner Auszeit, wo mein Hund krank ist, das weckt den John Wick in mir. Und jetzt werde ich aber heute noch mit euch quatschen, von mir ist nur eine halbe Stunde oder so. Und dann reicht es aber auch. Wirklich ekelhafte Szene einfach. Dreckszene, wirklich Dreckszene. Ja, erzählst du was bald über Malik? Nee, auf gar keinen Fall. So, würde ich gerne mal machen, aber ist privat. Ich weiß gar nicht, wie ihr jetzt alle auf den kommt. Der ist jetzt Star geworden durch das Video.
ist ein Wunderpunkt bei mir. Kevin ist ein Egoman, der lügt wie am laufenden Band. Keine Ahnung. Ich habe Kevin wie ein Bruder gesehen. Ich bin 36. Bei Kevin musst du richtig aufpassen. Ja, ich weiß nicht. Warum ist immer CBD Watermelon Liquid ausverkauft? Weiß ich auch nicht. Ich war 3 Monate nicht da. Ich bin inaktiv. Müsst ihr Danny fragen. Soll Danny anrufen? Machst du zurzeit noch Sport? Ich habe wegen Amino 3 Wochen nichts gemacht, sonst jeden Tag Ausdauersport. Und auf der grundaktuellen Lage von Amino war ich jeden Tag auf Tabletten und CBD und habe mich nur um ihn gekümmert. Aber ich habe in meiner Auszeit 2 Monate lang bin ich jeden Tag eine Stunde geschwommen. Ich habe ein Schwimmbad jetzt hier im Haus mit Gegenschwimmanlage und schwimme eigentlich jeden Tag. Ich hatte, soll ich euch meinen Körper zeigen, wie ich aussah in Teneriffa beim Schwimmen? Soll ich euch das zeigen? Ich zeige euch mal, wie ich da aussah. Wo habe ich das denn? Wie habe ich das geschickt? Ach da. Ich zeige euch ein Bild, wie ich eine Testonadel im Arm habe und richtig dünn bin, so schwimmermäßig, wenn ihr das sehen wollt. Hier habe ich das nicht. Ich muss so meine Freunde durchgucken, wem ich das geschickt habe. Wollt ihr das sehen? Meine dünnste Form auf Schwimmsport, wo ich so richtig dünn war. Falls ihr das sehen wollt. Also nur wenn ihr sehen wollt. Ach guck mal, hier, so sah ich aus. Als ich auf Holzfäller Trafo war, also letztes Jahr, so sah ich letztes Jahr aus und so sah ich nach 2 Monaten Schwimmen aus. Oh, unten sieht man Bilder, ne? Ups. Ja, ich sehe gerade die guten Bilder von Amino, könnte ich anfangen zu weinen. Das ist ein bisschen ekelhaft. Das sind guten Zeiten. Ja. Hier. So sah ich nach 1,5 Monaten Schwimmen aus, ungefähr. Das war so mein Schwimmkörper halt so. Und habt ihr gesehen, wie ich vorher aussah? Ne? So. Habe ich natürlich noch ein bisschen Bauch, aber halt ganz dünn vom Schwimmen und ganz dicke Waden. Ich glaube, meine Waden waren da sehr krass im Urlaub. Also ja. So sahen meine Waden aus im Urlaub, in meiner Auszeit, wo es mir gut ging. Weil ich halt jeden Tag geschwommen bin und jeden Tag 10.000 Schritte gegangen bin. So, habt ihr noch Fragen oder so? Habt ihr noch Bock, dass ich noch eine halbe Stunde Fragen... jetzt weiß ich nicht, habe ich jetzt geleakt, wo ich war? Wie kam das raus? Schmeiß da oben drauf. Egal. Ist ja egal. Nach diesem Tag hier brauche ich eh noch länger Auszeit, weil ich bin auf sehr viele Leute sauer gerade. Von der ganzen Dr. Smile-Sache hat Matthias wohl keine Ahnung. Ne, weiß ich schon nicht. Ein paar Monate intensiv Kraftsport, dann bist du der alte Holzfäller. Nee, ich will nicht mehr der alte Holzfäller. Ich bin nicht der alte, ich will ganz lean werden. Ich will so ganz trocken, also ich will diese Form, die ich da habe, das war so 115 Kilo, noch ein bisschen Bauch weg und dann ganz trocken Bodybuilding. Ich will ganz gesund werden, ich lebe ganz gesund. Also ich habe mein Mindset komplett verändert im Ausland, ich mein ganzes Leben geändert. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen impulsiv und ruppig, weil halt jetzt ich aus meiner Auszeit gerissen wurde. Aber wenn ich zurückkomme, werde ich mich auf ein altes Mindset fokussieren. So Gott will, geht es Amino dann gut, Amino lebt und ich bin gesund. Und dann werde ich so mit Kraft ausdrücken und ich werde Sport machen und mich gesund ernähren und mich von dem ganzen Scheiß distanzieren, den ich damals gemacht habe. Also ich werde Testo nehmen und so, aber halt nicht mehr in so Dosierung wie damals und ich werde sauber essen, keine Süßigkeiten mehr, ich werde gesund leben, ich werde viel meiner Zeit mit meiner Familie verbringen. Das hier, heute war jetzt vielleicht nochmal der alte Matthias, so musste sein, aber den wird es auch geben, Abrechnung, habe ich ja vorhin gesagt, aber
habe in Kevins Video nichts gegenüber gesagt, wurde ich erwähnt. Er hat gesagt, hat meinen Namen nicht gesagt. Er wieder weiß, dass er mich meint und ich weiß, dass er mich meint. Deswegen hat es mich genervt, dass er mich überhaupt erwähnt. Hätte er mich darum bitten müssen, fragen müssen oder klären müssen, hat er aber nicht. Dr. Smile, Zahnschienen, Abzocker, aber da war klar, dass er für Geld alles macht, Matthias. So viel zu verkaufen, meine Fans zu kriegen. Keine Ahnung, wer Dr. Smile ist. Ich weiß das nicht, kenne ich nicht, aber ihr seht mich, juckt sowas eigentlich gar nicht. Ich bin auch so ganz anderer Film, Leute. Ich bin auf dem Film Familie, Abrechnung mit Eiweißfirmen. Ich treibe mich nicht mit YouTubern auch rum. Ich habe auch letztens auf diese Stay Dekadent Sachen nicht reagiert, obwohl das mich abgefuckt hat. Ich habe auch mit Rap Beef nichts zu tun oder so. Ich werde aufklären bei Eiweiß-Szenen. Na klar, würde mich jetzt ein YouTuber angreifen, würde ich den natürlich dissen, aber wenn ich zurückkomme, ich will Aufklärung machen, ich will euch gute Qualität zeigen, ich will euch gute Produkte liefern, ich will euch einen gesunden Matthias zeigen, ich will euch, so Gott will, einen gesunden Amino zeigen und will euch ein gutes Mindset mitgeben. Ich will mit so einer, aber ich werde mich trotzdem natürlich nicht von so Drecksleuten unterkriegen lassen. Ich habe das heute bewiesen, wenn so Leute was gegen mich machen, stehe ich auf, habe heute ein paar Sachen erzählt, aber diese Smile-Doc, Sek-Plus-Athleten-Sache ist, weil damals noch nicht Krieg war mit Uwe und ich das alles noch nicht wusste und die Verträge dann schon liefen, würde ich heute meinen Athleten verbieten, bei Smile-Doc zu sein. Holle und habe ich ja bei Smile-Docs weggeholt ganz. Und Gix und Memo kamen auch dazu, die Jungs und Monte. Schöne Grüße übrigens nach Buxtehude an die drei Jungs und Monte. Die haben als erstes Amino gepostet, das werde ich euch nicht vergessen. Dankeschön an dieser Stelle. Und ja, Matthias, wie wird Eiweiß eigentlich gestreckt? Kannst du das erklären? Ja, das ist nicht, gestreckt hört sich hart an. Du machst entweder Taurin rein, das ist eine billige Aminosäure, dadurch ist dann weniger Eiweiß drin, das wird billiger in der Produktion. Oder du machst Zucker rein, dann ist ganz billig, das gibt es auch. Oder du machst Glycin rein, das hat Biotech damals gemacht. Was dampfst du für Liquid? Ja, ich habe mir einen neuen Dampfer gekauft, aber ich war zu blöd, ihn zu installieren und wollte mir dann irgendwann passenden Liquid kaufen. Aber ich war in der Auszeit, das wollte ich mir alles vor meiner Auszeit gönnen. Immer noch Lisa N. am gönnen. Klar, ich meine, ich habe einen Burnout, aber natürlich habe ich noch mir dreimal am Tag einen runtergeholt. Ich war nicht tot, ne? Wieso habt ihr überhaupt noch Beta-Alanin im Kickdown? Ist doch mittlerweile debunked. Beta-Alanin im Kickdown gibt es ja nur in einem Kickdown, im zweiten gibt es den nicht, aber ist halt so, das wird rauszunehmen, wird ein paar Cent ändern an dem Produkt. Deswegen kann man rausnehmen, wenn das so ist, aber es gibt ja zwei Kickdowns. Hoffentlich wird Vario jetzt nicht verarscht, kam immer korrekt rüber. Vario wird auf jeden Fall verarscht und Vario wird jetzt auch gegen mich schießen. Meinung zu Powerstar Food, auch Schrott. Powerstar Food ist der größte Schrott. Habe ich mal genommen als Jugendlicher, ganz Schrott. Guck mal, was die da gerade machen. Vario ist Konrad Wolf und den haben die geholt, der jetzt Kevin managt und Kevin bei ESN und Wolf, Christian Wolf dazu, damit die alle gegen mich schießen. Also die verbünden sich gerade alle und haben alle gegen mich zu schießen. Das ist halt der Plan, weil die sonst keine Chance haben. Deswegen machen die diese Filme. Aber ich verbünde mich mit gar keinem. Ich bin allein mit Amino gegen alle. Ne? John Wick denkt, ich bin geisteskrank. Vielleicht bin ich ja in dieser Zeit krank geworden. Dann ist das noch schlimmer für meine Feinde. Aber dann bin ich nur für nachts für euch John Wick und tagsüber bin ich für meine Familie und meine echten Freunde da. Weil ich habe ein neues Mindset im Urlaub gefunden. Ja. Was hältst du von Big Zone? Habe ich gar keine Meinung zu, ehrlich gesagt. Ich bin noch nicht wieder da. Gib mir noch ein paar Wochen. René geht nicht mehr dran. Yo, Brother, bist du noch Lager? Bist du noch Lager? Soll ich noch ein bisschen weiter talken? Ist noch interessant, weil dann, wenn ich jetzt dann mache ich länger Pause, weißt du, meine? Weil wenn ich jetzt ich brauche noch diese Zeit, mache ich jetzt noch einen Talk, dass ihr Highlights habt und so, weißt du, meine? Dann macht ihr einen fetten Dings da draus, paar Highlights und ich rufe dich nach dem Streamer nochmal an. Vielleicht komme ich noch kurz Lager auch eine Pfeife rauchen, wenn du noch Zeit hast. Oder komm zu mir oder so. Ich will kurz mit dir reden. Es sei denn, du bist total müde. Okay. Den Leuten, wenn die Fragen haben zu Produkten, ja. Sekt-Plus-Seite schreiben oder ich bin auch da, wenn Fragen. Ja, das wissen die doch, das wissen die doch. Ja, aber das ist so. Die sollen zur Sekt-Plus-Seite schreiben, das ist ein bisschen unseriös, wenn die jetzt alle privat schreiben, finde ich. Oder an Beratung an Sekt-Plus. Haben die Fragen gestellt oder was? Oder wieso meinst du das? Ja, verschiedene, ne? Wegen was jetzt gut ist für Diät, abnehmen. Oh, ja, okay, ich sag das. Okay. Alles klar. Bis schmeckt mich gleich, ne? Ciao, ciao. Also guck mal, Leute. Ich will meine Auszeit jetzt noch verlängern durch diese Scheiße hier. Deswegen talken wir noch ein bisschen, haben wir vielleicht ein paar Highlights. Was war im Ausland los? Was war ein neues Mindset? Ein Video hier draus. Das kommt alles auf Matthias Clemens Kanal. Habt ihr ein bisschen Stuff?
Weil ich werde die Doku jetzt ganz lange handplanen, weil ich habe jetzt schon so viel verraten. Jetzt muss ich bei der Doku noch einen draufsetzen, als, ist ja logisch. Und deswegen könnt ihr mir jetzt noch eine halbe Stunde Fragen stellen oder so. Fettburner, also, achso, und Danny hat mir gerade gesagt, wenn ihr Fragen habt, Beratung, bitte nicht hier rein, weil es ist so jetzt unnötig, hier über Fragen zu reden. Könnt ihr dann Kamil anschreiben, kamil@plus.de, Danny anschreiben, danny@plus.de oder Danny oder Kamil bei Instagram schreiben oder an diese Plus-Seite schreiben. Bitte auch mir nicht mehr schreiben. Matthias, hast du Nummer von Stephanie Davids? Nee, nur Instagram-Kontakt mal gehabt. Ist aber korrekt. Ich mag die sehr eigentlich. Ich habe mal was, sowas richtig Dummes gemacht bei Stephanie Davids. Und das war gar keine Absicht. Dann habe ich ihr direkt geschrieben, ey, das tut mir so leid. Und hat das direkt angenommen, meinte, ey, ich feiere dich und so. Stephanie Davids mag ich. Das ist doch die, oder? Von diese schwarzhaarige Dünne. Ist das die? Nicht, dass ich über eine falsche rede und nachher einer sagt. Wer ist Konrad Wolf in 3 Sätzen? Was macht der alles Firmen? Konrad Wolf ist so ein Manager, der immer die Fäden im Hintergrund zieht bei den Leuten und so. Ich hätte ihn heute nicht erwähnt, weil ich ihn eigentlich mag, aber das war so dreckig und ich weiß, dass Konrad das Video gemacht hat. Deswegen bin ich sauer. Ich bin auch auf Olli sauer, weil der war bestimmt auch dabei. Ich bin auf euch alle sauer, ne, damit ihr das wisst. Ist richtig dreckige Aktion von euch. Ich schwöre bei Gott, nur mich zu erwähnen in dieser Auszeit, wo ich schon mal mit ums Leben kämpfe, nur mich zu erwähnen ist sehr dreckig. Dreckig, 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 Leute. Merkt euch das. Merkt euch das für den Tag, wo ich zurückkomme. Ich werde euch nicht beleidigen. Nichts machen. Aber noch ein Mucks aus eurer Richtung, ne? Ich schwöre, eure Masken werden fallen. Ich werde Dreck rauskramen, um 80 Ecken denken, Pläne machen und mich nur damit beschäftigen. Den Rest der Zeit bin ich noch in meiner Familie, aber ich muss hier arbeiten, weil wenn ich zurückkomme, werde ich das Tagesgeschäft abgeben, ich mache keine Deals mehr, ich rede nicht mehr mit Athleten, also Training schon, aber ich werde die Plus komplett umstrukturieren. Ich bin auch heute noch mal enttäuscht, weil in der Plus Gruppe ein paar Leute verkackt. Ich bin enttäuscht, dass ich heute das geleakt habe und ich selber schuld war. Ich habe ganz die Plus umgebaut, ich werde die Plus noch weiter umbauen und ich werde nur noch das gesunde Gesicht von der Plus sein. Das heißt, ich bin für euch da, für die wichtigsten Geschäftspartner wie Fabrik und so, für die Athleten als Freund bin ich da, werde mit den Athleten streamen und werde das Gesicht von der Plus, das gesunde Gesicht. Aber kommt mir jemand in die Quere, gibt es eine Doku nach der anderen. Wie ist deine Meinung zu Markus Rühl und was sagst du zu seinen Produkten? Markus Rühl finde ich gut. Seine Produkte habe ich keine Meinung, kenne ich nicht, nie analysiert, nie geguckt. Er hat mal ein Video gemacht, wo er eine Lüge erzählt hat über ein Produkt. Das hat mich ein bisschen genervt, aber das war komisch. Bist du jetzt komplett offline abends? Wieder Instagram-Stories? Ja, Instagram-Stories habe ich keinen Bock mehr drauf. Diese Instagram-Stories-Scheiße hat mich doch dazu gebracht, dass ich das jetzt heute machen muss. Ab jetzt gibt es Instagram nur noch privat. Ich zeige euch Amino, ich zeige euch vielleicht was von mir privat, aber... Darf Erdem noch mit Tobias Hane Videos drehen, da er auch bei ESN jetzt ist? Ja, Tobias Hane hat mir jetzt nichts getan. Also ich glaube jetzt, Tobias Hane hat nichts damit zu tun. Tobias Hane hat Amino gepostet. Also Tobias Hane hat Amino gepostet, also hat er damit nichts zu tun. Er ist mir zwar entfolgt, das verstehe ich nicht ganz. Habe ich dann gesehen, als er gepostet hat. Aber er hat Amino gepostet, also ist Tobias Hane schon mal raus. Hat nichts damit zu tun, ne. Tobias Hane hat nichts damit zu tun. Und ich glaube nicht, dass Tobias Hane sich bei mir einmischen wird und so. Aber mit ESN-Athleten, wo ESN-Werbung ist, darf keiner drehen natürlich. Aber jetzt, wenn die befreundet sind und Tobias Hane hält sich da so raus und Tobias Hane ist doch gar nicht bei ESN. Der ist doch bei dieser Firma, die mit ESN kooperiert. Das ist so, Tobias Hane ist um so eine Ecke. Wenn ich so weit gehe, dann muss ich ja ganz Deutschland bekriegen jetzt so. Dann müsste ich ja jeden töten, der Amino, der ESN nimmt so. Hier Sport Neu Engel verkauft auch Sekt Plus. Der ist jetzt auch nicht mein Feind. Verkauft auch Sekt Plus und ESN. Der ist auch nicht mein Feind. Ich rede von den Leuten, die mich dazu gebracht haben, heute das zu machen. Ich rede von den Leuten, die über mich reden und ich rede von den Leuten, wo ich weiß, dass sie die Fäden ziehen. Aber Tobias Hane ist einfach noch Dings. Gibt es noch Kontakt mit Kollegen? Ja, ich hatte mal Kontakt mit Kollegen und werde es bestimmt auch nochmal haben. Ist Eiweiß von Rossmann okay? Puh, keine Ahnung. Ich gucke mir ja nicht Eiweiß bei Rossmann an, in so einem Schuppen da. Du brauchst mehr Mods, wenn du live bist. Ja, ich brauche mehr Mods und mehr Mitarbeiter. Das habe ich heute Nacht auch festgestellt. Amino ist sein Hund und sein bester Freund und Gesicht von Seklus. Das stimmt, Amino ist Gesicht von Seklus. Woher nimmst du die Kraft, nach jedem Rückschlag wieder aufzustehen? Ich schwöre bei Gott, diesmal weiß ich auch nicht, woher ich die genommen habe. Diesmal weiß ich auch nicht. Ich schwöre, es gab Tage im Ausland, da habe ich mir echt gedacht, weißt du was, da habe ich mir von PS Sports diesen Suizidcheck angehört mit diesem, man will einfach wieder Endorphine haben, habe einfach gedacht, weißt du was, knall dir eine Kugel in den Kopf. Ich sage das wirklich so, es gab so Tage, wo ich mir dachte, ey, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf diese Klus, baller dich einfach weg. Habe ich mir so gedacht halt, am Meer, wenn ich saß so. Und danach habe ich mir gedacht, nee, niemals, meine Feinde sollen niemals sich freuen. Das war so mein einziger Antrieb. Ich dachte, meine Mutter soll nicht weinen, meine Familie soll nicht weinen und meine Feinde sollen sich nicht freuen. Aber ich hatte so den Gedanken, lieber so jetzt einfach tot umfallen.
So, hatte ich wirklich im Ausland. So schlimme Tage hatte ich, aber ich bin aufgestanden. Bei dem Amino-Tag habe ich gedacht, alles so weit bin ich auch wieder aufgestanden. Und wenn jetzt was kommt, werde ich auch wieder aufstehen. Sunny noch bei Zeklus, ja klar. Sunny ist Zeklus Ladies Boss, sozusagen. Sunny ist der Chef von Zeklus Ladies. So, also Sunny ist nicht nur bei Zeklus, die ist sogar, es gibt nur eine Sunny, die meint ja, ne? Ja, also Sunny knows. Sunny knows, leitet Zeklus Ladies und ist Athletin. Sie ist quasi Mitarbeiterin und Athletin. So, wieso soll die weg sein? Warum nicht zu normalen Zeiten live? Ja, ich habe keinen Bock gehabt, zu normalen Zeiten live zu gehen. Hast du noch Kontakt? Ja, ich rede nämlich schon über den. Wie war es allein im Ausland? Du warst doch teilweise alleine dort. Ich war teilweise, ich hatte drei Personen eingeladen dahin, verschiedene Personen. Karim war die meiste Zeit mit mir. Karim Löwe. Ne? Karim ist ein Löwe, ich schwöre, Karim ist ein Löwe. Karim ist ein Löwe. Ich habe noch nie, ich schwöre, in 36 Jahren, ne? Habe ich fast nur schlechte Menschen kennengelernt. Aber Karim, boah, was ein Löwe. Ich schwöre, Löwe. Löwe, 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 Löwe. Löwe, 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 Löwe. Also, ich glaube, zwei Menschen so, die so, also ne, bei vielen, ich kann jetzt nicht zwei loben, dann sind die anderen beleidigt. Aber Karim, was der mir bewiesen hat, Löwe. Für Karim würde ich mir auch morgen eine Kugel fangen. Was Karim gemacht hat in dieser Auszeit, wie wird Sunny nicht mehr von Zeklus gefolgt? Sunny ist die Chefin von Zeklus Ladies. Alles gut mit Flair? Ja, ich war drei Monate weg. Ich habe mit gar keinen Kontakt gehabt. Deswegen kann ich nicht, habe ich mit Flair jetzt auch keinen Kontakt gehabt natürlich. Aber von meiner Seite ist alles gut. Oder war irgendwas Negatives in meine Richtung? Ich glaube nicht. Ich glaube, der findet mich auch ganz gut. Aber ich hatte wirklich mit gar keinem Kontakt. Ne? Also klar, ich hatte mit Alexi Kontakt. Ich hatte mit ein paar Leuten Kontakt. Heute wollte ich Jan aus Duisburg anrufen, weil der nach mir gefragt hat. Habe ich aber nicht machen können wegen dem Palaver hier. Und so weiter. Und Karim ist, ja, muss man online sagen, Karim ist ein Löwe. Der hat mir so beigestanden. Ich schwöre, der hat am Schluss selber Burnout gehabt, weil er gesehen hat, wie ich gefickt wurde. Ich wurde wirklich drei Monate gefickt, 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 gefickt. Karim ist auch wie ein Löwe mit mir nach Hofheim gefahren, um Amino zu retten. Es gibt so, boah, ich glaube, so an meiner Seite wie Karim in den letzten Monaten war in meinem Leben noch keiner. Und ich habe schon für Leute, bin ich wirklich ins Feuer gegangen, die mich alle verraten haben. Alle. Nicht verraten, aber hängen gelassen haben, mit mir gestritten haben. Mich, ja, hängen gelassen, hängen. Gestritten ist scheiße, aber gestritten, gestreiten, vertragen ist okay. Aber hängen gelassen haben. Leute, für die ich gestorben wäre, haben mich hängen gelassen. Und Karim, den ich einfach nur 10 Jahre kenne als Freund und der Managa, ist wirklich wie ein Löwe mit mir marschiert und hat mit mir zusammen Tränen vergossen, als wir Diagnose Amino hatten. Hat mit mir Amino zusammen gerettet und so, der Typ ist ein Löwe. Das ist so, so sollen die Leute, diese ganzen Leute, da sollen Karim angucken und seinen Charakter holen und ein bisschen nur 10% davon haben, dann werden die Männer. Und die ganzen Leute, die in 36 Jahren mich enttäuscht haben, guckt euch 10% von Karim an, werdet ihr auch Männer. Ich hege seit meiner Auszeit einen großen Hass auf diese ganzen Enttäuschungen. Weil so, dass diese Enttäuschung, mich hat nicht die Arbeit ein Burnout gebracht, mich hat wirklich der Hass so, ich habe 2020 war ich voller Hass auf Enttäuschung so, ich schwöre, ich will mir auch unbedingt einen Therapeuten suchen, mit dem ich drüber reden kann, wie ich diese Enttäuschung verkrafte, weil ich bin ein Mensch, der gibt immer 100% Loyalität und fast jeder lässt einen hängen, so, deswegen liebe ich Amino so krass, deswegen ist diese Liebe zu Amino so unfassbar krass, weil ich liebe auch Menschen, aber weil ich immer 100% gebe, ich kann nicht anders. Deswegen werde ich ja auch mein Geschäft trennen und meine Geschäftsführung und mein Marketingteam alles übernehmen lassen, weil ich einfach so, mich kann man schnell possieren, habe ich in dem Video gesagt. Und ich bin einfach zu loyal. Und das wird immer ausgenutzt. Dazu 80-90% wird das ausgenutzt. Deswegen liebe ich Amino so unfassbar. Und wie ich es gesagt habe, und ich wurde ja auf Instagram gemeldet und blockiert, wird jemand Amino töten, töte ich den. Fertig aus. Mit Stolz töte ich den und gehe in den Knast. So. Kontakt mit Martin Ratnikowski, was soll ich mit dem Kontakt haben? Der Hass der Enttäuschung ist übel. Ich kann selber, der bleibt für immer. Ich schwöre, ich werde noch einen Real Talk hören. 2020 lag ich manchmal im Bett mit Mordgedanken, ne? Wo ich dachte, okay, ich bringe einfach alle um. Ich schwöre, ich bringe die einfach um, geh schlafen. Geh 6, 15 Jahre. So, ich würde es nicht machen. Aber so in meinem Kopf, wisst ihr, dieser Hass, so, ich konnte nicht schlafen vor Hass. So. Ich habe mir sogar CBD 3 Gramm und der Hass war immer noch da. Weil die Enttäuschung so tief gesessen haben. Diese Enttäuschung so. Nicht diese eine, sondern es kam eine Enttäuschung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann die letzte große 2020. Da war bei mir echt Knockout so.
So, und spannend immer noch jeden Menschen gut, weil ich gottesfürchtig bin. So, also ich glaube an Gott und ich denke, wenn einen schlecht behandelt, dann kriegt man Schlechtes zurück. Aber bei Menschen, ich habe eine ganz komische, ist ganz komisch. Ich bin schnell noch mit denen gut, aber es ist krank. Ich liebe Amino mehr als Menschen mittlerweile. Es ist einfach so geworden, durch diese ganzen Enttäuschungen. Den Hass habe ich vergessen. Du hast mich falsch verstanden, Kadur. Den Hass, den lasse ich dieses Jahr raus. Und den habe ich abgeschaltet. Den Hass habe ich abgeschaltet. Aber ich hatte 2020 diesen Hass. Weil es gab Dinge, die noch in meinem Kopf waren, die nicht geklärt waren, die mich haben hassen lassen und ausbrennen lassen. Ich finde guck mal, 2020, jeder ist eine Fotze. Heutzutage ist jeder eine Fotze. Männer gab es in 80er, 90er Jahren. Da gab es noch Männer. Ne? Heute, jeder lutscht die Olle von dem anderen an. Jeder zinkt. Eins gegen eins, das gibt es ja auch nicht mehr. Es gibt immer noch 10 gegen einen und Link und... Ich will wieder zurück, 80er Jahre, 90er Jahre. Ich bin ja 90er geboren, aber ich bin Fan der 80er. Von diesen Leuten, so vom Kiez, kennt ihr? Wo noch eins gegen eins, so, wer eine Waffe geholt hat, war eine Fotze. Wer mit Polizei geht, war eine Fotze. Wo man nicht die Freundin vom anderen angelutscht hat. Heute bumst jeder die Freundin von dem anderen, schreibt die Freundin bei Instagram an, macht so, so, ist unloyal, wegen ein paar Euro, wenn ich sie ein Sponsor. Während ich hier am Leiden bin, so mit meinem Hund, erwähnen die mich online auch so ekelhaft. So, die Leute haben keinen Charakter mehr. Wer leitet Sektus eben? Ich leite Sektus, aber ich werde Leute einstellen, die mir alles fernhalten, damit ich mich hauptsächlich auf mein Online-Business konzentrieren kann, was ich gerade hier mache. Und ich streame jetzt noch ein bisschen, weil ich online bin und dann bin ich für 4 Wochen offline und mache maximal Stories privat und poste auch keine Produkte oder so und werde arbeiten, aber Sektus so strukturieren, dass ich, wenn ich zurückkomme in 4 Wochen, einen guten Körper habe, Amino gesund ist, noch gesünder, weil ihm geht es sehr gut gerade. Und Sekt Plus läuft. Es wird eine Marketingabteilung geben, die kümmert sich um die Marketingleute. Und es wird eine Geschäftsführung geben, die kümmert sich um die Geschäftsführung. Und ich werde Produktionsdoku zeigen, solche Filme hier machen. Aber ich will nur noch diese Filme machen. Und den Rest der Zeit widme ich meiner Familie und Freunden wie Moritz oder Karim. Auch Moritz, ich bin echt ein bisschen sauer mit dir, ne? Du hast echt reingeschissen mit der Aktion gestern. Aber scheiß drauf, weil mein bester Freund, bis verzeih ich es dir. Das hätte ich sonst keinem verziehen. Das war echt ein bisschen, also war ja keine Absicht. Weil du hast das Liebe gemacht, aber es ging schief. Aber hier Moritz, mein Patenkind, weil ich bin ja, Patenonkel geworden von Moritz Kind, da bin ich sehr stolz drauf. Um die werde ich mich kümmern, um Karim, um meine Familie, um meine echten Freunde. Hier, Erdem Alexikon habe ich ins Herz geschlossen. Erdem war stabil. Ich habe in Köln gute Freunde, um die werde ich mich kümmern. Ich habe in Trier sehr gute Freunde. Eugen, Jan, Mehmet, ne, es gibt immer mehr. Ich will keinen vergessen. Mit denen werde ich abhängen, ne? Ja, Mike und so natürlich auch, Milan, wen gibt es noch in Trier? Viele, ich habe viele Freunde. Jupp in Köln ist mein echter Freund, mit dem werde ich Zeit verbringen. Furt ist ein echter Freund, mit dem werde ich Zeit verbringen. Und auch in Berlin, Massiv ist auch ein Freund von mir zum Beispiel, werde ich auch schon Zeit verbringen, aber den sehe ich selten. Ich war jahrelang mit 100 Leuten befreundet. Und das hat mich immer zu Enttäuschungen geführt. Und ich habe jahrelang bei Sekt Plus Freundschaft und Geschäft nicht getrennt. Und das hat mich ausbrennen lassen 2020. Das werde ich ändern, wenn ich zurück bin. Ich habe darauf keinen Nerv mehr. Versteht ihr? Guck mal, ich erzähle euch eine Geschichte. Es gibt 3 Jungs, mit denen hatte ich mal so ein bisschen Streit. So, oder mit einem, sage ich es mal jetzt so. Aber der ist geklärt worden, war man halt gegenseitig sauer. Ich habe nie schlecht geredet, die haben nicht schlecht geredet. Dann habe ich mal gehört, die Geschichte, und die fand ich sehr interessant. Dann wurde irgendwo in so einem Raum mal gelästert über mich. Dann hat die eine Person gesagt, nein, der mit mir Streit hatte, nein, lästert nicht, der ist korrekt. Sein einziger Fehler ist, der Junge ist zu loyal. Der ist zu loyal und durch seine blinde Loyalität macht er oft Fehler. Und dann hat er in der Wurzel recht. Was er jetzt genau damit meinte, weiß ich nicht, weil da haben wir mal drüber geredet irgendwann, aber in der Wurzel, ich bin einfach zu loyal. Und ich bin dumm loyal. So dumm loyal. Dumm loyal. Ich bin einfach dumm loyal gewesen. Aber nach dieser Auszeit bin ich ein anderer Mensch. Ich bin mit 18 mit Drogentherapie durch die Hölle gegangen. Ich bin in meiner Jugend oft durch die Hölle gegangen, was ich nicht hier thematisieren will, wieso. Ich bin mit 25 mal richtig durch die Hölle gegangen, weil was sehr Schlimmes passiert ist in meinem Leben. Ich bin bei Sekt Plus 7, 8 Mal durch die Hölle gegangen. Aber in den letzten 3, 4 Monaten, jetzt noch mit Amino das, bin ich wirklich 4 Mal in die Hölle und zurück. Und vielleicht werde ich nochmal in die Hölle gehen müssen, weil Amino schlecht geht. Und in dieser Zeit habe ich mir einfach gesagt, reicht jetzt, kein Timo Nico mehr, kein Phil Bane mehr, kein hier Kevin Wolter mehr. So. Also Kevin Wolter, würde ich mich noch einmal treffen und reden vielleicht? Gucken, würde sagen, Junge, was ist los mit dir? Das klären, aber ich glaube, Freundschaft ist nach diesem Tag ja auch vorbei, weil das ist so Eib einfach so auf Türkisch. Ich finde jetzt kein deutsches Wort dafür.
Ja, und ich werde halt meinen Kreis viel kleiner halten und ich werde viel kälter werden und ich werde mir antrainieren, nicht mehr dumm loyal zu sein, weil ich keinen Bock mehr habe, wegen dummer Loyalität auszubrennen. Verstehst du, was ich meine? Farid ist auch mein Freund. Farid wird immer mein Freund bleiben. Farid wird immer mein Freund bleiben, meinem Herzen. Farid ist in meinem Herzen tief verankert, auch wenn wir lange keinen Kontakt haben, oder haben. Farid ist mein Freund, so. Aber auch da gibt es viele andere. Das ist, ich meinte in keiner Weise Farid. Also in keiner Weise meinte ich mit der Enttäuschung Farid. Farid ist nicht einer von den Leuten, die mich enttäuscht haben. Mit Farid der Streit sind andere Leute schuld. Ne? So. Farid und die Aztas sind auch nicht die, die mich enttäuscht haben. Die zähle ich auch nicht dazu, falls ihr jetzt da so ein Ding aufmachen wollt. So, die Leute, die ich meine, sind viel interner bei Sektplus. So. Und halt die, die ihr online kennt. Spirulina, ja, keine Ahnung. Was hast du studiert? Ich habe eigentlich gar nichts. Ich habe so fake-mäßig Architektur studiert, aber das kann man nicht studieren, denn, was ich da gemacht habe. Ich habe so Mädchen meine Prüfung schreiben lassen und so. Ich habe mich das ganze Leben durchgetribbelt. Yannick und du waren sehr gute Freunde, noch Kontakt. Yannick wird immer mein kleiner Bruder bleiben. Ach, und übrigens, ne, an alle, die heute erwähnt wurden, im Negativen, jetzt nicht die, im Schluss die, an Kevin, Uwe, dies, das, schreibt nicht bei Instagram, ich mache eh nichts auf, probiert mich nicht anzurufen, ruft nicht bei Freunden von mir an, die Kontakt zu mir haben, geht mir nicht auf den Sack die 4 Wochen. Ich schwöre, geht mir alle aus den Füßen, meine Beef-Gegner, ich habe gar keinen Nerv auf diese Filme, ich schwöre, gar keinen Nerv, so gar keinen Nerv, gerade nach diesem Tag. Ich mache jetzt noch hier Real Talk, das wir schon noch dabei gesagt haben. Tim Gabel und Inscope sind für mich die größten Fotzen überhaupt. So, das sind so richtig große Fotzen. Ich schwöre, nee, ich mache keine Keto mehr, aber ich esse jetzt sauber. Komm, Jungs, ich gebe euch noch, wie viel Uhr haben wir? 20 Minuten, ballert Fragen raus, damit wir noch ein paar Highlights haben, damit ich meine Auszeit genießen kann. Du bist der deutsche Recep Ividik, ehrlich, loyal und witzig. Recep Ividik kenne ich nicht. Was hat Kevin gemacht? Ich muss den Stream ganz gucken, diese Scheiße hier, die ich mir antun musste. Dann weißt du das. Ob neue Produkte kommen? Ja, mit Sekt Plus Productions kommt eh ganz viel Neues auf jeden Fall. Ganz viel Neues. Matthias, wer ist dein Lieblingssportler? Oh, tschüss. Keine Ahnung, wer ist mein Lieblingssportler? Mein Mindset war perfekt, aber jetzt Amino, die Sache hat natürlich mein Mindset ins Schwanken gebracht und auch meine Ernährung, meine Gesundheit, ist ja klar. Aber mein Mindset jetzt gerade ist, dass hier abhaken und mich dann um Amino kümmern und für Amino kämpfen. Das ist mein Mindset. So, sonst habe ich gerade keins. Was hältst du von More Nutrition? Die sind ja auch Bastarde. Meinung zu Max Cameo? Ja, keine Ahnung. Fand den als Mensch nett. Hab den mal kennengelernt beim Kollegen Videodreh. Find die Hood-Stories cool. Aber fand manche Interviews extrem peinlich von ihm. So. Aber er ist ein netter Mensch auf jeden Fall. Wieso ist die Szene so dreckig? Was stecken da für Leute dahinter? Ja, habt ihr gehört. Verfolgst du eigentlich UFC? Kaum. Wirklich, ich guck gar nichts. Ich guck kein Fußball, ich guck kein UFC. Außer wenn Leute kämpfen, die ich kenne. Also ich guck MMA nur die Leute, die ich kenne, wenn sie kämpfen. Und ich guck, ja, ich hab eigentlich vor dem Burnout keine Hobbys gehabt, außer Sektplus. Und werde mir jetzt nach diesem überstandenen Burnout, wenn Amino übersteht oder ich das überstehe, werde ich mir Hobbys suchen, auf jeden Fall. Bist du noch so Lisa N-Fan wie damals? Ja, klar. Aber wisst ihr, wenn ich neben Lisa N, ich muss sagen, ich habe im Ausstand beim Porno gucken auch noch eine neue Liebe gefunden. Wie heißt sie? Corey Chase. Kennt ihr Corey Chase? Die finde ich auch stabil seit neuestem. Ich finde jetzt irgendwie so Lisa N und Corey Chase stark. Heißt sie Corey Chase? Corey Chase kenne ich schon länger, aber irgendwie habe ich gedacht, das ist so ein gutes, das wäre so ein gutes Pärchen. Zu vorhin, Matthias, Dr. Smile war ein Abzugssponsoring, wo Kevin mitgemacht hat. Matthias, da war klar, dass die Fans völlig egal sind. Siehst du, wer dich direkt für sich benutzen wollte? Ich habe von Dr. Smile keine Ahnung. Dr. Smile, ich das mal eingeben.
Das jetzt hier? Ist das das? Wenn Geld wichtiger ist als die Gesundheit der Zuschauer, ist Kuchentalks. Jo Freunde, herzlich willkommen zurück bei KuchenTV. Ich habe ein krasses Angebot für euch, und zwar diesen Hammer zur Verschönerung eurer Zähne. Einfach mit dem Kopf an die Wand gehen und mit voller Wucht einmal auf die Seite hauen, einmal vorne drauf und einmal an der Seite. Und ich verspreche euch, eure Zähne sehen so gut aus wie nie zuvor. Ja, genau so fühlt es sich heutzutage an, wenn einige Influencer Placements annehmen. Ich habe das... ...70% Rabatt. Und ihr bekommt sogar noch Influencer machen. Und Dr. Smile gehört da natürlich. Ignorieren und einen TikTok machen, wo ich da... Meint ihr das? Man hört Ton doppelt, Pro. Kann nicht sein. Muss ein bisschen leiser machen. Ah doch, ja, ich hab zu laut gemacht. ...darauf pinkel. Also folgt mir auf jeden Fall auf TikTok @realkuchentv. Ich lade da sehr coole Videos hoch, und zwar sowas hier. Hallo Leute, ich wollte euch nur Bescheid sagen, ich hab gleich den irischen Ring geholt. Bei Dr. Smile läuft das Ganze wie folgt ab. Ihr geht dahin, dann wird erstmal ein 3D-Modell von euren Zähnen. Ich bin zu müde dafür, Leute. Das kann ich jetzt nicht ganz gucken. Ob das dann halt geklappt hat oder nicht, das bekommt ihr normalerweise halt nicht mit. Da selbst wenn sich die Zähne komisch verschieben, ihr dann normalerweise halt gar keine Beschwerden habt. Das kommt dann halt erst beim Arzt raus. Es gab zum Beispiel auch schon einen geschickt. Diese Berichterstattung. Aber was hat das jetzt mit Kevin Wolter zu tun, verstehe ich nicht. Ton ist das letzte, voll doppelt, ja. Das ist ja zu laut hier. Ich habe kein, ich muss mir Dings ein, mein PC hat kein. Ach doch, der hat einen Klinkenstecker. Ich brauche so einen Klinkenstecker dann. Ah komm, jetzt ist scheißegal. Geht das jetzt so? Wird es doch eine kurze Sünde Doku geben? Nö. Ich mache jetzt die Doku noch größer. Was hat das jetzt mit Kevin Wolter zu tun? Verstehe ich nicht. Kopf vorgehen nicht. Ich wusste doch nicht, dass ich heute streame. Ich bin meine Auszeit. Ich wollte das alles vorbereiten. Kevin Wolter hat dafür geworfen, Kevin Wolter hat Werbung dafür gemacht. Für die, okay. Aber was hat das Video damit zu tun? Ich habe hier nichts von Kevin gesehen. Will ja auch Kevin eigentlich gar nicht schlecht machen. Ich bin ein bisschen sauer, aber wird der Kuchen schon gemacht haben. Bei Kuchen bin ich immer so hin und her gerissen übrigens. Ne? Kuchen TV irgendwie manchmal feier stehen, aber manchmal dreht er auch ein bisschen die Sachen um, muss man sagen. So. Also er ist schon auch abgewichst, der Kleine. Aber manche Sachen feiere ich auch überkrass mit dem. Ich würde eigentlich mal, wenn ich fit bin, mich mal gern mit Kuchen streiten in seinem Kuchentalk, um zu gucken, wie abgewichst er wirklich ist. Weil er ist sehr schlau. Ich finde, manche Sachen sind so ein bisschen verdreht. Da finde ich ihn nicht korrekt. Ich kenne ihn aber auch nicht gut. Ich habe nur 4-5 Videos gesehen. Und manche Sachen finde ich richtig stark, die er gemacht hat. Also bin ich so richtig... Zuerst fand ich ihn richtig scheiße, muss ich sagen. Danach habe ich zwei Videos gesehen, war gut. Dann habe ich Videos gesehen, hat er so ein bisschen so Politik gemacht, so ein bisschen so die Sachen gedreht. Das hat mir nicht gefallen. Aber ich finde ich habe ja keinen Streit mit ihm. Ich glaube, er macht Kuchentalks nur, wenn er Streit hat. Würde ich mal gerne machen. Also ich will jetzt nicht mit dem Streit anfangen, sondern ich glaube, viele trauen sich ja nicht, mit ihm diese Talks zu machen. Und ich glaube, ich wäre da ein krasser Gegner. So. Also wir würden uns, glaube ich, krass battlen. So. Meine Antwort auf die Hate-Kommentare Dr. Smile, PSD, Tiere töten, Steroide, 18 Kommentare. Vor 5 Monaten damit 90.000 Klicks, ja, das sieht schlecht aus, ne? Doktor, ich bekomme ein Zahnspangentraining mit Aladdin, gerade Zähne. Ich sehe hier aber mehr Werbung für Dr. Smile statt Fake, ne? Herr Kevin geschrieben, sieht man noch im Video, weiß aber nicht genau wann. Muss dir das Video angucken. Er zeigt einen Screenshot, wo er ihn konfrontiert, okay? Der hat Kevin Sponsoring mitgehabt, Matthias, aber im Video sagen, ich verkaufe meine Fans Qualität. Das hat gezeigt, dass er für Geld alles macht, ne? Wer ist dein Lieblingspornostar? Warte. Nummer 1 ist das. Da könnt ihr ein Highlight draus machen. Macht ein Highlight daraus. Das ist meine Nummer 1. Kennt ihr die? Ich kann das nicht vergrößern, sonst wird es bestimmt wieder gesperrt. Und meine Nummer 2 ist. Oh. Okay. Shit. Das ist meine Nummer 2. Kennt ihr die? Könnt ihr eingeben, Corey Chase. Die Bilder sind hässlich, aber die ist echt krass unterwegs. Das ist Nummer 2. Ganz gegensätzlich, aber das ist ja so, feier ich irgendwie die beiden. Also Lisa Ann und Corey Chase. Feier ich irgendwie. Also die habe ich so in letzter Zeit gefeiert einfach. Wen gibt es denn noch, der gut ist? Ich weiß die Namen auch nie auswendig. Aber nur die beiden habe ich im Kopf, ehrlich gesagt.
Könnt ihr ein Highlight draus machen, wenn ihr wollt. Aber diese eine ist natürlich Nummer 1, ne? Darf man das zeigen hier? Hier ein Bild mit Eminem kann man zeigen, ja, ne? So, da. Das ist meine absolute Nummer 1. Respekt. Wenn der die geknallt hat, Löwe. Löwe. Oh, man kann einen Kalender bestellen. Den soll ich mir bestellen, oder? Ich habe mal von beim Fan-Treffen ein Porno von der geschenkt bekommen. War witzig. Michaela Schäfer, nee. Wie stehst du zu Crannies? Nee, Crannies finde ich nicht gut. Cranny finde ich eine Nummer zu hart. Milfs okay, aber Crannies, ich glaube, du meinst so 80, 90 oder 70, so, das finde ich zu hart, glaube ich. Ja, lass uns nicht mehr über Kevin reden. So, ich wollte nicht über den reden, dann hat er mich getriggert, ich habe was gesagt, ich will jetzt nicht mehr drüber reden. Lass uns über andere Sachen reden. Screenshot war bei 7:24 kurz auf. Ich mache das jetzt nicht mehr. Timestep 7:10 Kevin Wolterstedt. Nee, keine Lust. Ab heute feiere ich dich. Danke, Veganfleisch. Mit Porno liegt übrigens hier auf dem Tisch. Check. Ja, der Porno liegt auf dem Tisch. Schick mal Bild auf, von dem Porno, bitte. Dann zeige ich dir in die Kamera, Danny. Schick mal Bild. Ey, ich habe die ganzen letzten Nacht nicht gepennt, ne? Weil ich voll Stress hatte und am Minimum raus musste. Und ich bin komplett kaputt. Das hier war mein geficktester Stream der Welt. Ich schwöre, die haben mich alle richtig gefickt heute, dass ich das streamen musste. Diese Leute da haben mich gefickt, meine eigenen Leute haben mich gefickt. Ich bin so Fan dir, ich musste schon vorher, als du Lisa N. magst, haha, also, schöne Grüße, Alex. Was ist dein Sinn des Lebens? Der Sinn meines Lebens ist Seklus, Amino und, so Gott will, eine Familie mit zwei Kindern. Was soll sonst noch für einen Sinn haben? Eigentlich Seklus, aber auch schon so gleichgestellt, auch der Sinn meines Lebens und keine Ahnung, ein guter Mensch sein und im Jenseits so. Ich will doch nicht so alt werden. Mir reicht, wenn ich mit 70 umfalle. Ich habe so viel Scheiße gesehen. Wenn ich mit 70 einfach tot umfalle, reicht. So. Dann einfach mit, aber so gut, ohne Krankheit, so einfach, wenn ich 36, so 70 gesund werden, dann umfallen, das wäre so gut für mich. Wer ist mehr im Recht, Uwe oder Kevin? Pff, beide Unrecht. Beide im Unrecht halt. Beide komplette Unrecht. Du solltest öfters mal live kommen, wenn du fit bist. Wenn ich wieder am Start bin, werde ich 2-3 Mal die Woche streamen. Das wird mein Hauptberuf. Also mein Hauptberuf wird Training, Videos drehen mit Athleten, Videos drehen mit Freunden, mit echten Freunden und Athleten, streamen und Dings. Wirst du Gannikus Marcel angreifen? Wenn er mich redet, ja. Wenn er nichts sagt, nicht. Ich habe heute bewiesen, dass er damals gelogen hat. Er wird das alles gelöscht haben, aber es war damals so, wenn er seine Fresse hält, bleibt er in der Versenkung, bleibt, halt ich, sage ich nichts, weil er mir scheißegal ist, weil er unbedeutend ist und ich einfach den Menschen auch scheiße finde und nichts mit dem zu tun haben will. Und wenn Gannikus mich angreift oder sich mit ESN verbündet, diss ich auch Gannikus, ja. Ja, ich bin wirklich der Einzige, der im Recht ist. Ich schwöre bei Gott, guck mal, Hack, ne? Diese arabischen Wörter benutze ich nicht, weil ich das cool finde oder so, sondern es gibt für manche Sachen ja keine so gute Bedeutung. Ich finde, Hack ist ein besseres Wort als Recht, so, ne? So, ich finde das irgendwie metaphorischer, geiler. Ich schwöre, es ist wirklich so, ich werde meinen Hack in dieser Szene niemals bekommen. Niemals. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich nicht ein perfekter Mensch bin. Meine Ausraster sind nicht gut. Ich habe in meiner Vergangenheit auch viel Scheiße gebaut, als Jugendlicher. Ich habe Leuten nie Unrecht getan. Vielleicht maximal ausgerastet. Aber in dieser Szene bin ich safe der Korrekteste, aber ich werde nur gefickt, weil diese Korrektheit, so die korrekten Menschen werden gefickt, versteht ihr? Die korrekten Menschen kriegen Depressionen, weil die Unkorrekten keine Skrupel haben, das ist so. So, ich glaube an Gott und glaube, dass irgendwann das Karma dir was Gutes tut, aber bis jetzt wurde ich meine Korrektheit nur gefickt. Also ich schwöre euch bei Gott, ich wurde mit meiner Korrektheit nur gefickt. Ich habe mit gar keinem momentan Kontakt. Ich habe seit 3 Monaten mit gar keinem Kontakt. Ich lüge nicht. Ich frage die ganze Zeit, hast du noch mit dem Kontakt, ist der noch mit dir? Leute, ich hatte wirklich seit 3 Monaten maximal mit 5-6 Leuten Kontakt. So. Das heißt, ich habe nicht Streit mit Leuten, mit denen ich jetzt 3 Monate keinen Kontakt hatte.
weiß jetzt nicht, wie Leute zu mir stehen. Vielleicht mögen die mich nicht mehr aus den 3 Monaten, aber ich hatte wirklich mit gar keinem Kontakt in den 3 Monaten. Diese ganzen Fragen sind gerade... Guck mal, diese Sache hat heute mich komplett aus dem Leben gerissen. Ich führe gerade ein ganz anderes Leben. Ich habe mit wirklich gar keinem momentan Kontakt. Deswegen diese Kontaktfragen sind so, weil jetzt irgendwie mich nicht mit dem gesehen hat und dem gesehen hat und dem gesehen hat und dem gesehen hat. Wie denn auch? Ich werde doch gar nicht online, ich werde doch im Ausland. Wie soll ich mit den Leuten Kontakt haben? Matthias, du bist jetzt direkt auf mich online. Ich glaube, du hast alles gesagt, mein Freund. Geh auf. Das ist nicht schwer. Du siehst ja, was du davon hast. Tut mir leid, wenn ich das sage. Was habe ich davon? Ich finde das jetzt voll chillig eigentlich. Mir tut das gerade voll gut. Also, das ist nicht, was mich stresst. Das ist nicht, was mich stresst. Es stresst mich, dass das gelegt wurde und ich nicht in 3 Wochen mein Doku machen konnte. Das stresst mich nur, dass es in der Auszeit war. An sich mit euch zu reden, online zu gehen, das macht mir Spaß, das macht mich glücklich. Der einzige Grund, dass ich heute sauer bin, ist, weil es heute passiert ist. Wäre das in 3-4 Wochen passiert, hätte ich mir das Material hier angeguckt, dann hätte ich alles in ein Doku gepackt und mich gefreut. Ich bin gern mit euch online. Mich stresst es auch null, mich zu streiten. 0,0. Was mich jetzt gerade stresst, ist, dass das geleakt wurde durch interne Fehler, dass das heute passiert ist. Das ist, was mich stresst. Ansonsten, der Stream an sich ist chillig. Ich bleibe extra online, weil ich will runterkommen, ich bin auf CBD, ich will ein bisschen mit euch reden, weil ich will mir danach 4 Wochen komplette Auszeit gönnen und deswegen will ich noch ein bisschen mit euch talken. Diese Beefs stresst mich auch nicht. Guck mal, ich habe gesagt, Konrad Wolf, egal wer mich angreifen will, greift mich an, ich bin in 4 Wochen oder so zurück und wenn ihr mich angegriffen habt, rasiere ich euch ab. Das wird mich 0,0 stressen. Ich meine, guck mal, ihr habt doch gesehen, ich habe vor 3 Jahren ein Video gedreht. Ich habe wie ein Löwe 3 Jahre gewartet. Also nicht wie ein Löwe, weil ich ein Monster bin, sondern so gelauert wie ein Löwe auf das Stück Fleisch, um jetzt zuzugreifen. Der einzige Grund, was mich stresst, ist, dass das heute passiert ist und dass die es gemacht haben in dieser Phase. Nur das stresst mich. An sich Beefs. Guck mal, das Story von gestern. Ich war glücklich, in 4 Wochen wieder Beef zu haben. Ich liebe Beef. Ich liebe Beef. Ich liebe live gehen. Ich liebe mit euch reden. Ich liebe alles. Nur der Zeitpunkt war der falsche. Aber das hat in mir halt nicht, Hass habe ich nicht mehr, aber so ein Racheinstinkt habe ich immer noch, ein Racheinstinkt. Und den hat es gefüttert und da soll mir besser keiner in die Quere kommen. Kooperation mit Marvin California. Marvin California hat mich gestern eingeladen zu einem Talk, glaube ich, oder Podcast, werde ich auf jeden Fall machen, ich feiere den Typ. Hab mir jetzt schon bestellt, Kooperation mit Marvin California, du brauchst Schlaf zum Schlafen. Ja, gut, ich habe wenig geschlafen, fairerweise, ne? Aber ich bin auch erst um 3 Uhr mittags aufgestanden. Ich habe halt nur wenig geschlafen, weil ich morgens mit Amino war. Also ich bin noch fit. Meinung zu einem guten Mettbrötchen von der Metzgerei Törnisch. Ja, eigentlich geil, aber ich bin ja mittlerweile etwas relativ auf gesunde Ernährung. Ne? Was haltest du von AliExpress Brille von Nico Tim für die 80 Euro verkauft haben? Ja gut, das zeigt ja nur, dass Nico und Tim genau so sind, wie ich es gesagt hat, mein Video. Das zeigt ja alles über Nico und Tim. Matthias, kann ich mit PayPal zahlen, sagt Plusshop? Ja, natürlich. Matthias, wie findest du, dass Julian Zietlow jetzt komplett auf vegan umsteigen will? Finde den Typen so eklig, auf seine Frauen sponsoren, zeigen nur, ja, Julian Zietlow will jetzt auf vegan umsteigen, weil er gesehen hat, dass jetzt ESN und Zack Plus sich so vergrößern. ESN hat ja Firmen aufgekauft, was wir gesehen haben. Gut, jetzt haben die Image-Schaden, das wusste Julian ja nicht vorher. Aber der wusste, dass er nicht mit konkurrieren kann bei den Großen. Jetzt macht er auch Veganer, damit er halt die vegane Lobby kriegt. Das ist halt einfach ein Marketing-Move von Julian Zietlow, ein schlauer Marketing-Move. Aber es ist nicht von Herzen. Ich meine, du kannst ja Julian Zietlow kein Herz unterstellen. Du kannst ja Julian Zietlow nicht Herz oder Menschlichkeit oder so. Das ist ja fernab jeder Realität. Das ist fernab jeder Realität, Julian Zietlow irgendwie Menschlichkeit und Herz zuzuschreiben. Flair hat 22 Monate bekommen, da wird sich Zietlow gut geärgert haben. Verstehe ich nicht. Doch kein Knast? Flair, hat Flair Dings Verhandlungen gehabt? Befasst dich mit dem Islam, da sind viele Antworten auf deine Fragen mit Karma und Hack. Ich habe mich auch mit dem Islam schon befasst, obwohl ich gläubiger Christ bin. Ich habe auch beide Bücher soweit gelesen, also ich habe die Bibel ganz gelesen, den Koran teilweise und die Antworten sind drin, aber bin ich nicht so zufrieden mit den Antworten. So, dass so im Jenseits gefickt werden, damit man im Diesseits ein besseres Leben hat, ist schon so, ja, das ist der Glaube bei beiden Religionen, aber das ist halt so, das macht dich ja irgendwie nicht so glücklicher in den Momenten, wo du Enttäuschung erlebst, was ich meine.
Ja, kann ich an Danny wenden. Flair hat Bewährung bekommen. Flair hat Bewährung bekommen. Gut, Glückwunsch an Flair, weil ich glaube, Knast wäre schlimmer, wenn da Knast zur Debatte stand. Ich hab das nicht verfolgt. 10 Monate auf Bewährung. Ja, wahrscheinlich auch zu viel, ne? Also ich glaube, das waren ja kleinere Delikte, die der gemacht hat. Ich weiß nicht, wofür der angezeigt wurde. Ich glaube ja nicht nur von Cizno, aber 10 Monate Bewährung ist auch schon hart für das. So. Aber gut, vor so einer Öffentlichkeit, wo ein Exempel machen. Ja, aber Bewährung ist ja okay, 10 Monate. Muss halt 10 Monate die Füße stillhalten, dann ist vorbei. Im Islam gibt es noch Hadithe, mindestens genauso wichtig wie der Koran. Ich schwöre euch bei Gott, ich habe mir in der Auszeit sogar Hadithe durchgelesen. Aber ja, es gibt krasse Hadithe, das stimmt, aber das ist so. Ich bin doch hier. Ich bin doch sogar heute live, trotz allem. Ich glaube doch auch an Gott und alles und mach doch auch weiter. Aber ich habe das schon meine Enttäuschung erzähle oder von den tiefen Punkten oder real einfach euch, einfach, dass ich einfach der Einzige ist, der euch Real Talk erzählt, heißt ja nicht, dass ich bin ja Christ, ne? Aber ich respektiere auch den Islam. Gegen eine Religion was hab. Aber natürlich habe ich Punkte in meinem Leben, wo ich denke, Bruder, was soll die Scheiße? Ich bin korrekt, so, ich mache alles ehrlich und die anderen Firmen sind erfolgreicher, oder nicht erfolgreicher, nicht die anderen Firmen, sondern die anderen Firmen kriegen mehr Zuspruch, obwohl Leute abziehen. Natürlich denkst du dir, was soll das so? Und auch wenn du dann ein Hadith liest oder einen Koranvers oder ein Bibelzitat, gibt dir das Kraft, aber trotzdem denkst du im Moment, okay, was soll das? Ist doch verarsche so, ist doch normal. So, weißt du, was ich meine? Man kann ja nicht alles, Religion ist wichtig und eine gute Sache, aber du kannst ja nicht alles mit Religion so runterschrauben, dass du dann sagst, ja, okay, geil, dass ich jetzt verarscht wurde. Okay, geil, dass ich meinen Hack nicht bekomme, so, weißt du, meine? Ohne Dings, so. Wichtigste Frage, wie geht's dir und vor allem deiner Fam? Ich hatte gestern den besten Tag seit langem, weil gestern Amino extrem gut drauf war und ich wusste, dass ich in 4 Wochen ein krasses Comeback mit der Doku machen kann. Heute hatte ich einen ganz beschissenen Tag, weil ich durch den Leak und durch Probleme bei Seklus keine Zeit für meine Familie und Amino hatte und jetzt nachts streamen muss. Das Stream macht mir Spaß, weil jetzt schlafen die eh und ich bin eh wach. Aber es hat mich angekotzt, dass mein Tag wurde geraubt meiner Familie durch den Leak. Und heute habe ich einen schlechten Tag und gestern hatte ich einen super Tag, weil ich gestern bei Amino sehr viel Hoffnung gesehen habe und ich wusste, in 4 Wochen kann ich diese Doku drehen. Das macht mich glücklich, solche Dokus. Woher hast du den Jordan Pullover, den gelben? Ich suche den überall. Keine Ahnung, ich habe 3XL, 4XL, ich bin ja 120 Kilo, also jetzt 115 Kilo, 2 Meter groß. Ich muss immer bei Otto, Zalando, ich bestelle immer da, wo ich 3, 4XL kriege. Bleibt der Stream bleibt online und dann kommt ja noch mein Teilen auf meinen Kanal raus. Okay, geh pennen, Chris Moarzt, geh auch gleich pennen. Religion ist wichtig, aber zahlt keine Miete. Ja, das ist ein doofer Satz natürlich, ne, aber ist natürlich schon so ein bisschen so mäßig so, dass du, ey, wir können den Stream gar nicht online lassen, wenn Richie nicht da ist, weil der muss das machen. Das ist ja richtig behindert. Ach, guck mal hier, da ist von meinem Lager, habe ich schon dieser Endporno geschenkt bekommen von so Fans, also Sektology-Fans von mir, mit denen ich schon ein Treffen hatte. Ey, wir haben ein Problem. Wie alt ist Amino? Amino wird bald 8. Viel, viel, viel zu jung für diese Erkrankung, ja. Viel, viel zu jung, ich schwöre auf alles. Wo wurde das Video geleakt? Ich habe selber geleakt. Aber, weil ich... Egal, scheiß drauf. Ich habe es aus Versehen selber geleakt. Mal gucken, wer mir schon alles geschrieben hat. Morgen gucke ich besser nicht mehr rein, kein Bock da drauf, ehrlich gesagt. Lexikon. Hab gestern zum 3. Mal John Wick geguckt, angeguckt wegen dir. Dankeschön. Hab deine Meinung zum Uwe Kevin Beef nicht mitbekommen. Kevins Antwort meinte er, dass er Angebot von 2 großen Filmen bekommen hat. Er meint aber nicht der Plus, oder? Ich werde die Geschichte
von Kevin, mir, Uwe und Sek Plus nur ganz erzählen, wenn Kevin mich disst. Sonst nicht. Sonst scheiße ich einfach drauf. Ich habe keinen Bock da drauf gerade. Ich habe den gemochten Typ. Komm, eine Zigarette noch, dann Feierabend für heute. Ich muss jetzt eh noch bleiben, weil wir müssen gucken. Ich bin nicht im Backend, weil ich habe Zugriff nicht auf. Guck mal, eine Auszeit bin ich nicht vorbereitet gewesen. Und jetzt muss das. Und Richie ist eingeschlafen, das muss jetzt einer machen. Was machst du den ganzen Tag, wenn du offline bist? Ja, ich mache schon Arbeit, aber ich mache halt nur so Hintergrundarbeit. Ich schlafe viel, ich bin mit meiner Familie, ich bin am Mino viel zu tun gerade. Und ich schreibe Skripte für Videos später, ich sammle Ideen, ich gucke ein bisschen Fernsehen, dann gehe ich spazieren, ich mache meinen Sport, ich gehe auf Lager, rede mit dem Geschäftsführer. Ich kann ja nicht gar nichts arbeiten. Ich bin aber so für alle Menschen offline. Du bist ein stabiler Mensch, egal ob du nicht Muslim bist, ja sowieso. Ob Muslim oder Christ oder eine andere Religion, jeder ist ein guter Mensch, also kann ein guter Mensch sein. So. Und jeder kann gläubig sein und ein guter Christ ist genauso viel wert wie ein guter Moslem und andersrum. Für mich gibt es da kein besser oder schlechter. Es kommt darauf an, dass du ein gutes Herz hast, dass du ein guter Mensch bist, moralische Werte hast, korrekt bist und so. Und welche Religion du angehörst, ist ganz egal. Leute, ich ärgere mich so sehr, dass das hier jetzt quasi mein Comeback ist. Ich schwöre, ich bin so enttäuscht von dieser Sache, dass diese Doku nicht rauskam und ich jetzt hier online gehen musste. Ich bin echt enttäuscht. Es macht mir Spaß, hat mir Spaß gemacht. Aber immer wenn ich nachdenke, wie krass das als Doku gewesen wäre, bin ich enttäuscht. Ihr habt jetzt noch Zeit mit mir, weil ich kann den Stream nicht einfach beenden jetzt. Und dass ihr seht, dass mein Leben wieder alles schief läuft, seht ihr doch heute wieder. Ich habe gestern mich so gefreut auf dieses Comeback, so gefreut. Und jetzt muss ich heute so ein Halb-Comeback machen und dann wieder eine Auszeit gehen. Ich sage ja, alles läuft bei mir schief. Alles läuft schief. Alles läuft schief bei mir. Alles läuft schief. Ist mir jetzt egal, habe ich trotzdem gemacht so, aber wollte ich nicht so machen, wollte ich anders machen. Ärgert mich zu Tode. Kommt noch die Doku, muss ich gucken, ich habe jetzt alles schon gesagt, ne? Das Doku, der größte Teil ist ja da drin, habt ihr gesehen, das war halt die Vorschau vor 3 Jahren und dann werden immer Teile kommen. Wenn ich jetzt die Doku mache, gucken die nur noch 5000 Leute. Wäre die Doku in 3-4 Wochen so gekommen, wenn mir nicht Leute wieder Steine im Weg gelegt hätten, dann wäre die BAM, aber jetzt wird das hier schon, jeder wird das jetzt wissen und dann wird das nicht mehr so viel Klicks machen, dann wird mich das enttäuschen, deswegen muss ich gucken, ob ich da draußen noch eine krasse Doku bastel. Wann fängst du wieder mit Sport an? Ausdauersport mache ich jetzt schon, nur Bodybuilding bald. Aber ich war jetzt die letzten 2 Wochen durch Amino zugefickt. Hattest du schon Kontakt mit Hollywood Matze? Findest du ihn? Nee, aber ich finde den geil. Hollywood Matze finde ich mega geil. Hollywood Matze finde ich mega, mega geil. Guck mal, ich mache noch genau 10 Minuten oder so und dann den Stream bitte speichern. Ich beantworte jetzt noch 5-6 Fragen. Ich bin todmüde. Das war echt, lief wieder alles schief. Also war ein guter Stream, aber ja, Comeback kaputt. Doku müssen wir uns jetzt viel einfallen lassen, aber noch 10 Minuten, dann bitte Video speichern, dass es online bleibt und dann halt Highlights draus machen in der Zeit, wo ich weg bin. Matthias, chill einfach. Es werden noch bessere Zeiten für uns kommen, inshallah. Für uns alle. Ja, so Gott will. Mir ist eigentlich alles egal, außer Amino gerade so. Mir geht es nur um Amino. Meine Gesundheit ist auch zweitrangig. Deswegen kann ich das heute drehen. Hm. Klar bin ich enttäuscht, weil ich mich gestern sehr gefreut habe, in 4 Wochen so bam zu kommen und perfekte Doku zu machen. Und heute das geleakt wurde. Amino ist an erster Stelle so. Ich hätte jetzt morgen ja auch K.O. sein, weil ich wenig gepennt habe, aber Hauptsache Amino geht's gut. Bei mir gerade.
Hast du ein Home Gym? Ich habe ein Gym im Lager. Wir haben im Lager ein Gym, ein komplettes Gym gekauft und können wir da trainieren. Du bist eine Mischung aus John Wick und Punisher. Ja, in meinem Kopf auch. Ich schwöre, in meinem psychisch kranken Kopf fühle ich mich auch so. Wie findest du Max Matzen? Den finde ich super. Schaust du Anime? Nein. Willst du auf die Bühne mit Bodybuilding? Nee, Quatsch. Nur für mich privat trainieren. Einfach für mich. Damit ich mich geil finde, wenn ich mir vorm Spiegel einen runterhole. Hast du mal was von ABK gehört? Ich glaube, der ist witzig und ein Freund von dem hat mich, glaube ich, mal Props gegeben. Also scheint ein korrekter Dude zu sein. Bitte unbedingt Doku bringen. Wie Leute sind noch da? 794, wenig, um 4.25 Uhr. Ach gut, 4.25 Uhr ist okay. Eins in den Chat, wenn die Doku immer noch kommen soll. Mach mein Fitnessstudio auf. Nee, habe ich mal vorgehabt, auch keinen Bock mehr. Aber du zeigst uns leider, dass es sich geschäftlich nicht lohnt, ehrlich zu sein. Ja, das stimmt irgendwie. Traurig eigentlich, ne? Traurig eigentlich so. Du geschäftlich ehrlich sein, fick dich so. Traurig eigentlich. Sehr traurig. Ja. Okay, alle wollen trotzdem die Doku. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute, die Doku macht ja fast für mich keinen Sinn. Also mir ist der Traum der Doku ein bisschen gestorben, weil ihr wisst doch jetzt schon alles. Ihr wisst doch alles. So, also was bringt die Doku jetzt noch? Gar nichts eigentlich, oder? Wäre mega, wenn du Jamal Jumbo und Roman Fritz zu Sekt Plus holen würdest. Beides adäquate Kandidaten. Underground Expo Sekt Plus, ja, kann man ja nur sagen, Corona. Ehrlich sein lohnt sich immer über Langzeit. Das glaube ich auch, ja. Ich warte drauf, dass ich irgendwann mit 40 meine Belohnung kriege. Doku, es macht für es Sinn, mehr Leute teilen. Du bist eine Mischung aus John Wick und Punisher, hast schon mal gesagt. Trotzdem zum Image an, mach Doku, welche Großfirma ist ehrlich und verdient, so ist diese Welt doch aufgebaut. Guck mal, ich sag euch ganz ehrlich, ich habe mir ein Haus im Wald gekauft für Mino und mich. Und ich trage Jogginganzug. Ne? Chata trägt Mantel, ich trage Jogginganzug, ich rauche Shisha, das war mein Leben. So. Ich, von Geld her ist mir eh egal. So, ne? Ich kann jetzt aufhören mit Sekt Plus und das reicht mir so. Ich brauche nicht mehr Geld. Das hat mit Geld hat das nichts zu tun. Ich lebe sehr bescheiden, ich lebe trotzdem gut, viel besser als Maurer früher oder ich vor Sekt Plus leben konnte. Aber ich habe kein Lambo, ich habe keine Rolex, ich habe keine teuren Gucci-Sachen. Ich brauche das alles nicht. Ich brauche nur meinen Hund Amino und meinen Wald hier und mein Haus und ich bin glücklich so. Ich habe meine Freunde in Trier, ich habe Eugen, ich habe Karim, ich habe Moritz, ich habe die Mehmet, ich habe Job, ich habe meine Brüder so, ich rauche mit denen Shisha, das reicht mir. Ich bin so, Sekt Plus ist mein Traum vom Erfolg, aber es geht mir nicht um die bare Münze, die ist mir scheißegal. Was ist die bare Münze wert? Was ist Geld wert an dem Tag? Wo, also mir war Geld noch nie viel wert, mir ist Geld komplett scheißegal, das glaubt keiner, aber das ist wirklich so. Mir ist Geld komplett egal. Ich habe durch Geld so viel schlechte Erfahrungen gemacht. Ich hasse Geld. Für mich ist wichtig, dass meine Familie gesund ist, Amino gesund ist und ich mit meinem Bruder Shisha rauchen kann. Und dabei sehe ich so aus. So renne ich den ganzen Tag rum. Jogginghose, Tech Plus Shirt, Nike, die Adiletten. So. Auf real. So. Was soll ich Dings? So, ich brauche kein Lambo. Ich habe ein gutes Auto, weil muss ich haben, weil ich fahre viel. Den setze ich ab. Aber wenn ich keinen Sekt Plus hätte, ich würde sogar Fahrrad fahren. Naja, Fahrrad nicht, aber ich würde mit kleinem Auto zu Shisha fahren. Ich brauche diesen ganzen Scheiß nicht. Bist du eigentlich schon Millionär? Nee. Auf meinem Privatkonto ist nie Geld. Ich investiere all mein Geld immer wieder zurück in die Firma. Würde ich Sekt Plus verkaufen, wäre ich wahrscheinlich Millionär, ja. Also so gesehen, aber von meinem Konto, was weiß ich, sind jetzt vielleicht das Geld, was ich für zum Monat brauche, so zum Shisha rauchen und für Miete und Raten zahlen und so, das war's. Und fast alles, was ich mache, setze ich ab. So, alles, was ich kaufe und mache, setze ich ab. Meine Ausgaben bestehen aus Shisha, ab und zu ein paar Nike-Klamotten, draußen essen gehen. Ja, das war's, oder? Schuhe kaufe ich öfters mal, das war's. Ich hasse wirklich Geld, ich schwöre. Hier, 4.29 Real Talk. Jetzt, das mit euch reden, macht mir übrigens Spaß, so. Wenn ich zurückkomme, ich werde nur noch die Sachen machen, ne? Ich schwöre, ich werde komplett. Ich habe heute gemerkt, ich muss noch mehr Leute einstellen. Ich werde noch 3 Leute einstellen, weil das ist mir zu wenig Support hier alles gewesen heute. Also jetzt nichts gegen irgendeinen persönlich, aber es lief so viel schief wieder. So mit dem Link und gestern eine Info bekommen und so. Ich brauche noch mehr Leute. Sekt Plus ist überfordert, habe ich gemerkt.
weil ich will nur noch für euch da sein. So. Ich will das Gesicht sein, natürlich die Big Deals mache ich und so. Und ich will mit den Athleten Videos drehen und so. Und das macht mir Spaß gerade. Ich bin halt übrigens über sehr enttäuscht, dass meine Doku geplatzt ist heute. Ich freue mich, mit euch mal wieder zu talken. Ich freue mich, euch ein Lebenszeichen zu senden. Ich freue mich auch, dass die ganzen Pisser, die dachten, ich bin gefallen. Guck mal, in welcher schweren Lage ich euch gefickt habe. Ich bin viermal durch die Hölle gegangen. Ich habe immer noch ein leichtes Burnout. Mein Hund ist krank und ich kämpfe meinen Hund und habe euch trotzdem besiegt, ESN. So, und habt ihr alle geschrieben an der Auszeit, ach, der ist gefallen, der hat keine Substanz mehr, der ist dies, der ist das. Ich war schon so tief auf dem Boden in meinem Leben. Ich war Drogentherapie-Dings am Ende, so komplett am Ende mit 18 Jahren und ich habe noch Sekt Plus gegründet. Wer will mich klein kriegen? Mich kriegst du nicht klein. Mich kriegst du nicht klein, Amino kriegt ja auch nicht klein. Keiner kriegt uns klein. Wir kämpfen bis zum Ende, ob wir Burnout haben, ob wir das haben oder das. Wir kämpfen, bis wir fallen. Irgendwann falle ich vielleicht, so, dann falle ich halt. Aber bis zu diesem Tag kämpfe ich. Lieber werde ich stehen, sterbend, als dass ich kniend lebe. Und wenn ich noch einen Burnout bekomme und noch einen Tinnitus und egal was, egal, ich kämpfe weiter. So, das ist mein Ding, mein Film so. Und das mache ich für meine Freunde, für meine Familie und für Amino. So. Das habe ich früher für 500 Leute gemacht und jetzt vielleicht noch für 20. Ein Video mit Farid wäre mal wieder nice. Das ist auch eine Sache, das stimmt. Ich schwöre, das ist so, Farid und ich, das war so für mich der sinnloseste Streit, den ich da bloß hatte, den auch meiner Meinung nach andere Leute schuld sind, das habe ich reflektiert. Wir haben uns ja überfuhrt, weil wir hatten einen besten Freund, der ist auch ein guter Freund von mir, Arbeit für mich, haben wir uns ausgesprochen, so über Dritte. Und das wäre, unabhängig vom Finanziellen, wäre mit Farid was machen, eine der wenigen Sachen, die mir am Herzen liegen. Also Farid ist einer der wenigen Menschen, mit denen ich mich verstritten habe, wo also mal verstritten hatte, wo ich den Streit bereue. Ne? Der ist einfach dumm gelaufen und so. Und das waren die besten Zeiten mit Farid. So, dass diese Zeit auch da 2017 waren die besten Zeiten. Dann fingen die Enttäuschungen an, einen nach der anderen. Hier, bei ESN wurde ich auch enttäuscht. Matze Butze war ja auch mein Freund, der mich dann verraten hat, gesagt hat, die produzieren da und ich habe euch heute gesagt, die produzieren nicht da. Dann hat der sie einen typischen verraten, dessen Namen ich nicht nennen will und dann wurde ich am laufenden Band verraten. So. Hans Meiser schreibt, ehrlich, am Anfang dachte ich, was ist das für einer, aber jetzt merkt man, dass du eigentlich ein ehrlicher Typ bist. Ja, ich bin ein ehrlicher Typ, ich bin einfach echt so, ich bin einfach, meine Ausraster sind echt, ich habe nie gelogen, ich bin so, guck mal, ich habe letztens mit einem geredet, mit dem ich muss kurz gucken. Nein, ich rede doch gerade noch, nein, muss noch was sagen. Bitte. Guck mal, das ist jetzt mein Schlusswort, weil die ficken meinen Kopf, wollen den Stream beenden. Letztens hat einer zu mir gesagt, mit dem ich mal mich verstritten habe, der meinte so, guck mal, du bist einer der korrektesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Du bist ein herzlicher Mensch, du hast noch nie am Unrecht getan, du hast noch nie einen Fehler gemacht, aber du bist psychisch krank, du bist hängen geblieben und hat er noch gesagt, du bist auch oft unfreundlich und hast eine komische Art. Aber du bist einer der besten Menschen, die ich kenne. Weil er halt so meint, ich habe so, aber der sagt, du bist psychisch krank, du hast eine Macke. Du drehst immer durch. Wenn dich einer disst, gehst du live. Wenn du dies, so auf Witz hat er gemeint, ne? Aber er hat es ernst gemeint, so. Und das beschreibt mich, glaube ich, perfekt, so. Das beschreibt mich, glaube ich, perfekt. Und, ja, so. Ich habe meine Macken, ich habe meine Kanten, aber ich zeige euch die. Ich erzähle euch, dass ich mit Amino leide und weine und trauer, oder jetzt geht's mir besser, aber letzte Woche, ich erzähle schon den Burnout, aber ich fick auch Firmen durch, so. Also ich zeige euch meine schwache Seite und meine harte Seite, so. So, ich zeige euch mein Herz, aber auch mein Kämpferherz, so. Und das ist einfach Realness, so. So, wen das stört, verpisst euch. Und dass die Leute denken, ich wäre ein Lügner, das habe ich tausendmal bewiesen, die Leute werden es weiter behaupten. Die Leute können von mir denken, was sie wollen. Juckt mich nicht. Ich habe doch heute gesehen, ich mache ein Video an und ich sehe, einer hat mich wieder so nicht, er hat wieder so komisch mit mir gemacht. So, so läuft es halt die ganze Zeit, aber ich bleibe mir da trotzdem selber treu. Guck mal, lass mich kurz noch eine Abschlussrede machen. Die haben den Stream noch nicht beendet, oder? Der Stream ist noch online. Hattest du schon mal Fans, Supporter vor deinem Haus? Ja. Man weiß ja, wo ich wohne hier. Ja.
Guck mal, der Ritchie will Schluss machen, verstehe ich auch, der ist müde, weil ich kann nicht ins Backend. Das ist ganz spontan, dass hier alles entstanden durch diese Kacke. Ich will noch eine Abschlussrede halten, so, ne? Ich will noch eine Abschlussrede halten, kann man Highlight draus machen. Und übrigens an alle, die das gucken, Danny, Alpan, Ritchie, dieser Stream hier, hab so viel Mühe gemacht. Ich will, dass hier wirklich viele Highlights draus werden und der ESN-Teil ein fetter Teil. Ich sage das jetzt hier, damit das alle hören, weil es mir sehr wichtig. Ich will auch, dass hier so, dass alles zusammengecuttet wird. Auch die Sachen, die ich über Menschen sage, über mich und so, weil das Stream hier habe ich jetzt, wollte ich jetzt nicht machen zu diesem Zeitpunkt, also will ich auch, dass viel Material da ist, damit ich mich dann echt jetzt 4 Wochen nur auf mich konzentrieren kann und meine Familie und meinen Hund und mache jetzt eine Schlussrede. Du bist kein Lügner, du bist halt impulsiv. Ja, ja, ich habe eine Macke, ich bin behindert, ich habe ein zu gutes Herz, aber ich bin auch geisteskrank. Ich bin auch etwas geisteskrank, stimmt, stimmt, stimmt. Ich sage das auch, also ich habe früher nie zu Unrecht einen gehauen, als ich noch mit sowas zu tun hatte. Aber viel zu früh, das gebe ich zu. Das war ein Fehler in meiner Jugend. Ich habe viel zu früh mit Leuten gestritten, aber ich habe nie Unrecht getan. Ich habe nur Fehler nicht verziehen. Oder wenn mir einer dumm kam, habe ich ihn, als ich jung war, direkt auf die Mappe gehauen. Habe mich so, so Sachen sind meine Fehler. Ich habe in Streitereien oft mein Recht verkauft durch meine aggressive Art. Stimmt, tamam. Aber ich habe nie ein Unrecht getan. Ich habe nie was Negatives getan. Und ich denke, dass ich ein guter Mensch bin. Und das sagt eigentlich auch ganz Deutschland. So, jeder sagt immer, Matthias ist korrekt, aber er ist ein bisschen geisteskrank. Habt ihr heute im Stream gesehen? Habt ihr in der letzten Phase gesehen? Ich habe euch meinen tiefsten Punkt gezeigt. Ich habe euch meine verwundetsten Punkte gezeigt. Aber ich habe euch auch gezeigt, in meiner schlimmsten Zeit fick ich trotzdem die ekelhafte Fitnessmafia einfach mal kurz weg, obwohl mein Doku-Traum geplatzt ist. Mein großer Traum war ja diese Doku. 3 Jahre habe ich gewartet. Jetzt muss ich das in so einem Livestream meiner Auszeit machen, weil es geleakt wurde von mir durch eine Dummheit, die eine Verkettung hatte. Aber ich bin immer am Start, so, ne? Und ich werde auch sogar, wenn ich nächste Woche einer disst, mache ich nichts. Aber das ist nur Gottlieb die Geduldigen, weil ich komme dann hart zurück, weil ich werde nichts mehr leaken. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Das hier ist ja nur durch den Leak passiert, ne? Sonst hätte ich das ja niemals gemacht. Aber mich einer disst, ich sage gar nichts. Ich sage gar nichts, gehe in mich und plane und plane und plane und plane. Und ich muss jetzt ein Schlusswort finden, weil Richard keine Zeit mehr. Du bist noch jung. Ja, ich bin heute, verkaufe ich vielleicht auch manchmal mein Recht im Streit, aber wirklich viel, viel seltener als damals, weil ich habe bei meinen Streits meistens Recht. Ich bin halt nur sehr impulsiv. Aber ich muss Schlussworte finden. Ich muss Schlussworte finden. Also mein Schlusswort ist jetzt, sind wir offline. Ich danke euch für den Stream. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Stream zu machen. Auf der einen Seite, ich bin übertrieben, übertrieben, übertrieben enttäuscht und sauer, dass diese Leute mich provozieren in dieser Auszeit. Weil ich hätte mich nicht triggern lassen, aber dann durch Fehler bei Sekt Plus, ne, wurde es geleakt von mir, weil ich nicht wusste, dass der nicht gesichert ist, weil mich einer verwirrt hat mit einem Anruf vom Bürgermeister, nicht gegen den Bürgermeister, auch schöne Grüße, weil ich musste mit dem Bürgermeister was klären, dann war ich im Film, weil ich war mit Amino eigentlich, mein Tag in der Familie wurde mir versaut, aber das Stream an sich hat mir Spaß gemacht, dass ich halt die Doku nicht so rausballern konnte, ist schade, wir haben jetzt das Beste draus gemacht, ich will mich bei euch bedanken dafür. Lass dich nicht von Kevin einlullen, der wird dir 100% eine Opferrolle vorhalten. Hat mir schon geschrieben, ich öffne kein Instagram mehr. Heute, was passiert wieder? Ich öffne 4 Wochen kein Instagram, gar nichts. Ich gucke nichts, lass mich in Ruhe. Die Highlights, mache ich meine Story, das war's. Ich habe nur meine privaten Kontakte. Nur meine privaten Kontakte und 4 Wochen Familie. So, und dann komme ich zurück. Und ich möchte jetzt ein Schlusswort finden. Es war trotzdem schön. Es war ein scheiß Tag dafür. Ich bin traurig, dass mein Doku geplatzt ist, weil ihr habt gesehen, ihr wisst jetzt, wie krank ich plane über Jahre und so. Und das wollte ich euch in der Doku präsentieren und sagen, guck mal, was für ein Motherfucker ich bin. Auf der anderen Seite habt ihr gesehen, selbst in meinen schwersten Zeiten, wenn ich muss, ich bin sofort am Start für den Krieg, kein Problem. Also die Leute, die gelacht haben, meine Auszeit, der ist gefallen, der hat keine Substanz mehr. Ihr seht, wenn ich will, von 0 auf 100, ich bin am Start. Also lasst mich in 4 Wochen in Ruhe. Ich werde in den 4 Wochen nichts machen oder 3. Aber wenn ich zurückkomme und in den Sachen sind was passiert, werde ich das alles klein für klein abarbeiten. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht und ich bedanke mich von Herzen für eine Sache. Und das ist eine Sache, mit der will ich beenden. Als die Diagnose von Amino kam, ne, ist für mich eine Weltuntergang. Eine Weltuntergang, weil ich dachte, du hattest 3 gefickte Monate, bist fast wieder stabil, jetzt fällst du dadurch wieder in ein Loch und das alles, was du am meisten liebst, ist krank und hab die ganze Welt verflucht. Ich wollte wirklich an diesem Tag Menschen töten. So. Ich war in einem Modus, ich dachte, ich werde alle umbringen. Aber eine Woche später wurde mir bewusst, hätte ich euch nicht und hätte ich meine Community nicht und wäre ich nicht Mr. Sek Plus, wird der Hund gar nicht mehr leben. Ich gänsehaut gerade. Wird der Hund gar nicht mehr leben, weil ich hätte ohne euch keinen Termin vor dem 18. März bekommen. Das heißt,
Danke an Gott, wir haben sein Leben gerettet. Deswegen geht es mir wieder besser. Weil ich denke mir so, er ist krank, das ist schlimm, das ist sehr schlimm, das wird eine schlimme Zeit für mich. Aber wir haben ihn gerettet. Wir haben ihn gerettet erstmal. Und so Gott will, werden wir ihn noch sehr lange retten oder sogar heilen. Ich glaube an die Heilung. Weil ich glaube jetzt dran an diese Heilung, weil wir haben es geschafft, ihn zu retten, was unmöglich war eigentlich. Wäre er hier operiert worden in Trier, wäre er tot. Hätte ich nicht diese Hofheim-Aktion gemacht, danke an Hofheim auch, wäre der Hund schon tot und mein Leben wäre wahrscheinlich gerade am Abgrund. Jetzt ist der Hund von Tag zu Tag fitter, er verträgt die Chemo, er ist ein Kämpfer wie ich und deswegen danke ich euch, deswegen sehe ich auch wieder alles positiv. Den Stream hier sehe ich als positiv, dass ich jetzt eigentlich so von meinem Herzen habe, ich habe nie gelogen und ich wurde immer, die Leute belügen den ganzen Tag. Aber das Wichtigste ist so, weil meiner Familie geht es auch schlecht, weil in dieser Auszeit, wo ich weg war, hat meine Familie mehr gelitten als ich, weil ich bin halt so ein Fels in der Brandung, sind Karims Worte. Das heißt, wenn ich gefickt bin, ich verkrafte es trotzdem besser als meine Familie. Hört sich komisch an und ich mache auf Eier, das sind aber Karims Worte. Und das Namino hat meine ganze Familie mitgenommen und dass ich heute nicht für die da sein konnte. Einen Tag hat die auch nicht so gefreut, aber die wissen, dass das hier wichtig war und so, alles okay. Ich habe das auch an meinen Store gepostet, das hier mache ich für Amino. Amino ist in meinem Herzen. Diese Kriege, diese Kraft, die ich heute hatte, habe ich gesammelt, dadurch, dass Amino jeden Tag Kraft sammelt. Und damit möchte ich mich bedanken bei euch. Ne? Ich möchte mich bedanken, weil vielleicht ist das gute Karma gewesen. Hätte ich nicht der Plus, wäre dieser Hund vielleicht tot. Hätte ich nicht euch als Community, wäre dieser Hund vielleicht tot. Deswegen bin ich heute einfach nur dankbar, dass Amino lebt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr für ihn betet, dass er gesund wird. Und wenn Gott diesen Stream sieht, gib mir noch ein Jahr Burnout, aber heil einfach meinen Hund und ich akzeptiere jede Strafe der Welt. So wie ich das hier sage. Soll ich noch ein Jahr leiden, wenn der Hund ganz geheilt wird? Ich werde ein Jahr leiden, gar kein Problem. Aber am Schluss will ich einfach nur Danke sagen. Es ist ein komischer Stream gewesen. Ich war wirre, weil es hat mich aus meiner Auszeit gerissen gerade. Ich bin traurig, dass geleakt wurde. Ich bin traurig, dass diese Anrufe kamen, die mich verpeilt haben werden lassen. Aber ich müsste es schön beenden, deswegen danke ich euch, dass ihr mit mir zusammen erstmal meinen Hund gerettet habt und mein Hund, was ist das? Nachricht, und mein Hund, ich habe gerade gesehen, ich habe Nachricht über Facebook, werde ich auch nicht öffnen, ich öffne keine Nachrichten, lasst mich alle in Ruhe bitte. Ich werde nur noch private Leute anrufen, wo ich die Nummer habe und rufe aber anonym an. Ich will keinen Kontakt mehr mit gar keinem erstmal. Ich danke euch, Entschuldigung, dass das in der Abschlussrede war, ich danke euch einfach dafür, dass Amino lebt. Seit ist die Sekte, Sektology hat das zu verdanken, auch bei den Mitarbeitern, bei allen. Alle Mitarbeiter haben geholfen, das ganze Sektplus-Team hilft. Danke auch an jeden von Sektplus, auch wenn ich manchmal sauer bin, weil sie was verkacken oder so. Ich danke jedem Mitarbeiter von Sektplus, jedem aus dem Umfeld, die geholfen haben, Amino zu retten und jetzt helfen, ihn zu heilen. Und ja, dann wird sich das alles beenden. Ihr habt heute gesehen, ich habe nie gelogen. Ihr habt heute gesehen, wie krank ich eine Doku plane. Ihr habt heute gesehen, selbst deine Auszeit, wenn muss, dann bin ich da. Also kommt mir nicht in die Quere. So geht mir nicht auf den Sack. Gar keiner schreibt mir nicht. Achso, und schreibt mir nicht korrekt. Schickt mir keine Drohungen, gehe ich eh nicht drauf ein. Interessiert mich nicht. Probiert aber auch keine Politik zu machen. Kommt nicht über Ecken so. Lasst mich einfach 4 Wochen in Ruhe besser. Alle, lasst mich in Ruhe. Schluckt das am besten so. Schluckt die Doku. Halt alle die Fresse, weil sonst wird in 4 Wochen wirklich ein John Wick 28-Teile gedreht. Aber am Ende wollte ich einfach nur nochmal Danke sagen und jetzt keine Ansagen verteilen. Danke, dass ihr mir geholfen habt, Amino zu retten. Denn das war so für mich so, wenn wir das nicht geschafft, wäre ich vielleicht echt K.O. Aber wie gesagt, wir kämpfen bis zum Ende. Danke an alle, das war der Stream. 772 Zuschauer ist zwar wenig, aber für 5 Uhr morgens ganz okay. Ja, macht's gut und wer mit ESN arbeitet oder das noch kauft, ganz ehrlich, ist ab dem heutigen Tag eine Luftpumpe, ne? Und ein Idiot. Und die Doku muss ich jetzt länger planen, weil jetzt muss ich ja was ganz Krankes machen noch irgendwie, muss noch einfallen lassen. Kann sein, dass ich die Doku erst in 2 Monaten raushaue und kann mit mir was anderes überlege, weil jetzt wird das ja hier gefickt dadurch, ne? Weil nicht gefickt, sondern ich weiß jetzt schon alle eins, aber ich überlege mir was, wie ich das mache, ne? Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich rufe jetzt Richie kurz an, dass er das hier speichert. Also, ach so, die haben noch was zu mir gesagt. Denkt noch dran zu erwähnen, dass ich, warte kurz. Okay, das erwähne ich noch, dann kannst du den Stream speichern oder beenden, weil ich habe ja keinen Zugriff. Ne? Ich soll noch kurz erwähnen, für die paar wenigen Zuschauer, die noch da sind, oh gut, 5 Uhr morgens sind 744 okay, oder? 744 für 5 Uhr morgens, okay. Der Rabattcode, nee, der Rabatt auf der Plus-Seite
geht noch vier. Wie lange geht der noch? Ich bin, seht ihr, ich bin komplett in Auszeit. Ich weiß gar nichts. Wie, also die Rabattaktion, die Geburtstagsaktion, Sekt Plus hat Geburtstag gefeiert, ich habe es nicht gepostet richtig, weil ich traurig war wegen Amino, geht noch einen Tag länger, schreibt mir gerade. Okay, also noch einen Tag länger, ich weiß nicht, bis wann sie jetzt geht, die Rabattaktion, also wir haben jetzt vom Stream aus die Rabattaktion noch einen Tag verlängert, ich weiß nicht, wie lange sie gehen sollte, auf jeden Fall geht sie einen Tag länger. Aufgrund meiner Auszeit weiß ich gerade gar nichts, wie gesagt, ihr seht, das ist der realste Stream der Welt gewesen. Ich weiß nichts. Die haben mir das gerade geschrieben. Der Rabattcode, den haben die am Tag verlängert aufgrund des Streams. Das sind dann meine abschließenden Worte. Wir haben jetzt 5 Uhr. Ich gehe jetzt runter zu Amino. Ich will jetzt noch 2-3 Stunden mit Amino neben Amino liegen, weil danach muss ich schlafen, da versorgt niemand anderes. Ich will jetzt die Kraft mit Amino tanken und sage euch nochmal Danke. Danke an jeden, der gepostet hat. Danke an jeden, der uns unterstützt hat. Danke auch jeden aus dem Sekt-Plus-Team. Danke an jeden, der für uns betet. Und danke an jeden, der mich geglaubt hat, auch in meiner Auszeit und heute gesehen hat, wenn ich will, ich bin von 0 auf 100. Danke an all meine Freunde. Und ja, bei all meinen privaten Freunden werde ich mich in nächster Zeit melden, lass uns treffen, chillen, so in meiner Auszeit, ich muss mich auch ein bisschen ablenken. Sekt Plus muss jetzt einfach mal laufen. An Leute von Sekt Plus, das Ding ist hier wieder gefloppt, mein Kamera ist gefloppt, bitte, bitte macht einfach eure Sachen so, lasst also so nicht jetzt negativ, sondern ne, ihr wisst alle, was ihr zu tun habt, ich bin jetzt erstmal in der Auszeit, komme aber aufs Lager, so macht da mein das Wichtigste, chillen, mit ein paar CBD-Joints rauchen, hier mit meinen privaten Freunden und wünsche euch jetzt eine gute Nacht, Rabattcode einen Tag länger, bis wann weiß ich nicht, außerdem haben sie mir jetzt geschrieben, warte, ah, jetzt kommt, noch 19 Stunden bis die kommende Nacht 0 Uhr, also der Rabattcode geht noch 19 Stunden ab jetzt dann wahrscheinlich, ab jetzt 19 Stunden. Also kauft ein, kauft nicht bei ESN, kauft nicht bei MyProtein, kauft nicht bei diesen Betrügern, kauft bei uns ein, wenn ihr ehrliche Arbeit unterstützen wollt. Wenn nicht, aber auch kein Problem. Wenn ihr mich scheiße findet, ich will nichts von euch haben, kein Problem. Ich gehe jetzt zu Amino, das habe ich mir verdient heute. Ja, ich habe alles gesagt. Es wird alles in Highlights gepackt. Also ich will jetzt hier draus 10 Highlights haben, weil ich will, dass ich diesen Stream heute gemacht habe. Das muss ausgeschlachtet werden, das verschafft mir auch Zeit. Das war jetzt so ein Vor-Comeback und dann überlege ich mir was ganz Krankes für mein Comeback und komme auf Doucement mit einem guten Körper und wieder fitter und gesünder zurück, weil ich muss natürlich mich jetzt auch nochmal aufbauen. Wie gesagt, diese 2 Wochen Amino hat mich sehr nochmal gefickt körperlich und geil. Ich war auch gestern selber, musste ich zum Arzt gehen, was checken lassen, ist ja logisch. Und ja, das war's. Der Rabatt geht noch 19 Stunden. Es war heute Trauer und Freude. Freude, dass ich mal wieder mit euch war, euch zeigen konnte, meine Eier sind noch da. Ich bin noch ein Mann, so, was ja viele bezweifelt haben. Trauer, dass die große Doku geplatzt ist, weil ich 3 Jahre geplant habe wegen so dummen kleinen Fehlern, aber scheiß drauf. So ist das Leben. Wie Adam gesagt hat vorhin im Livestream bei Instagram, alles ist für was gut, vielleicht hat es auch was Gutes so, ne? Macht's gut, Jungs. Gute Nacht. Peace. Jetzt kannst du Stream ausmachen. Richie, falls du das siehst. Einfach Stream ausmachen. Ich gehe jetzt zu Amino, ich bin richtig K.O., ja? Bin fertig. Tuck. Ja, wirrester Stream ever wahrscheinlich. Bitte keine komischen Nachrichten.